Moin, willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. Heute wird es absolut wild, denn heute haben wir mal wieder ein richtig großes globales Tier-Duell. Wir sind jetzt hier mit 6 Pros zusammen am Start. Morten, Sam, Flobby, Faust und Karl und ich. Wir werden jetzt aus diesem Lostopf jeweils Zweierteams bilden. Und mit diesen Zweierteams werden wir so lange spielen, bis wir als Team kombiniert 5 Niederlagen im Turnier haben. Das heißt, der zuerst kombiniert mit seinem Partner 5 Niederlagen hat es raus. Der es am längsten schafft zu überleben, der gewinnt dann am Ende das Duell. Es wird absolut geil. 2 gegen 2 gegen 2. Wer es am Ende gewinnt, das erfährst du am Ende des Videos. Daumen nach oben lassen, wenn es dir gefällt und ein kostenfreies Abo, wenn du keine weiteren Clash Royale Videos verpassen willst. Außerdem gibst du dann einen Livestream da, also einschalten und nicht vergessen, Freunde, Code Bixman gerne im Shop eintragen. Kuss an jeden Einzelnen, der das macht und jetzt ganz viel Spaß. Bixman Karl, Morten Faust, Sam und Flobby, let's go. Also Flobby, warten macht auf jeden Fall Spaß. Packer hinten. Ohne Grund, ich krieg so hart AIDS. Geil, jetzt wird's interessant. Was machst du jetzt? Dark von 2. Ja, Idol, der war in der Brücke. Ja, okay, cool. Wenn er jetzt aber Fischer hat. Ne, Karl. Achso, ja, laber dich, Junge, was? Das kriegst du doch auch gefändet, oder? Wie geil wäre jetzt ein Fischer, aber er hat ihn nicht. Mini-Picker! Ja, doch. Das ist gut. Das ist gute Qualität. Pfeile, Hilfe, Flobby? Flobby, mach was, Flobby! Ganz schwierige Angelegenheit. Flobby, hallo! Konzentrier dich doch mal! Was ist denn das jetzt? Was ist das für ein Deck, Junge? Ach du Scheiße. Geil. Oh, er hat nicht gecheckt. Scheiße, Mann. Egal, du musst nur Lightning spielen. Er liegt. Ach, Bruder. Er ist so schlecht. Es wäre so geil, wenn du gegen ihn verlieren würdest. Ne? Er ist so eine Vollflop. Junge, guck ihn doch an, er liegt. 28, ich sehe, mein iPad geht sogar deswegen aus. Ja, wirklich? Digga. Hey, was macht der denn? Er ist so ein Keck. Was ist das denn? Ey, der hätte so mit dem Deck gegen dich gewinnen müssen. Ich fass es nicht. Come on, Junge. Er hätte so gewinnen müssen. Das ist halt so irgendwie so ein random Hardcounter von dem Gegner. Ja, genau. Ich glaube, er gewinnt trotzdem. Das wäre so ein richtig geiles Game, was man so richtig gerne verliert. Ja, genau, das wär's, ja. Der Mini-Packer im Knick schmeckt auch mal wieder richtig geil, Kappa. Also die Kombi existiert nicht nur in Clash Mini. Das ist echt so. Was macht der jetzt? Ah ja, Ibus mit einiger Verzögerung, aber passiert, ja. Ja, ich glaube, du hast gewonnen. Flobby, sehr gut. Oh, let's get it going. Let's get it rolling. Ach Junge, ey. Also ohne Witz. Jeder Depp hätte mit diesem Deck gegen dich gewonnen. Ja, ach Quatsch. Eine Soße. Man muss nur gut spielen, dann kann man jedes Game gewinnen. Nicht gut gegen Streamer. Ja, Gegner ist trash. GG. Katastrophe. Easy Matchup, easy win. Kannst du alle ein bisschen lauter machen? Klar, kann ich machen. Easy. Zack. Oh, ja. Geil wieder, Alter. Oh, gegen einer. Gegen Hal. Gegen Sophia. Ah. Sophia, okay. Kennt man den nicht in den Account? Nein. Vielleicht kennst du ihn aus Top 5000. Ach, Quatsch. Es gab mal so einen Account oder irgendwas. Irgendwas mit Sophia gab's. Entweder ein Top-Letter oder ein GT-Account. Irgendwie so. So. Okay. Ja. Ich sag's euch, das wird ein guter Spieler sein. Okay. Wie Royal Hawks, so wie immer. Alter, Jalla. Royal Hawks. Gefällt mir sehr gut. Royal Hawks sind gut. Wer ist Aal? Sam ist Aal. Aal. Packer. Packer, der cool. Ja. Sophia spielt ein normales Deck. Muss angehen. Ja, Packer ist halt. Okay, aber die Knie ist halt fast gut. Das war ein guter Feuerball, ja. Kann man so spielen. Ich don't hit. Ah, nice. Oh. Nee. Ja, guter Call. Morten in Form heute. Nicht geil. Packer Ram. Okay. Das könnte schwierig werden. Hau das. Okay. Also. Bisher macht der Gegner keinen instabilen Eindruck. Nee, das ist ein guter Spieler. Hab ich ja gesagt. Na, der Ghost war jetzt. Achso. Hey, das ist ja so verbuggt gewesen. Sehr interessant. Warum hat der einen Hit gemacht, dann nicht mehr? Das Game ist allgemein komplett verbuggt zur Zeit. Also das war ja wirklich gerade, das war ja wirklich nice. Get ready for the World Finals, boys. Bitte nicht die Fähigkeit anmachen. Danke.
Erster Hoffer nennt den Golden Ritter immer den Golden Fucker. Ja, ja, Fucker. Junge. Finde ich gut. Da müssen wir mal ein MK drauf spielen. Oh, da kann man machen, oder? Kann, ne? Aua! Oh, schade. Ey, Max Pabo, danke dir für den vierten Kurs, geht raus, vielen Dank. Das ist ein guter Zocker, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Geh, Karl. Ole. Warum kriegst du so depressiv, Karl? Was ist los? Das ist das Mike. Ist Lavalu nicht so gut, oder was? Ach, Bruder, mach doch irgendwas. Gegner ist hart, hör ich. Ey, was macht er denn? Warum lässt er den Schreck durchlaufen? Ja, das war's. Ah, geht ja, dann schon wieder eine originale Vollfluppe. Gegner noch schlechter. Warum lässt er Schreck durchlaufen? Oh Mann. Ja, bis zu einem gewissen Punkt hat er so nie gespielt. Ja, Digga, das war eine halbe Sekunde, halbe Minute. Ja, wie sauer. Ja. Schade, Mann. Du musst nur noch 13 Feuerbälle zeigen, dann hast du gewonnen. Ja, ich nehme nur noch 13. Bro, oh, setz doch mal was. Also, danke, war jetzt nicht der allerbeste. Ja, der Gegner ist. Der Fluppe! Loser. Ja. Jetzt zünde ihn doch, hä? Nein, 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 er hat. Nein, er ist energiespar. Das ist der Energiesparritter. Digga, für ein Elixier, den ich zu zünden, ist so dumm. True, Kackfresser. Ist Karl stumm? Ja, Karl ist stumm gerade. Das hier chillig. Karl bereitet sich auf sein Match vor, weil er weiß, es geht um alles. Alter, Max, wow, vielen, vielen Dank für den Subs-Kurs, geht raus, sehr geil. Tonchen TV, Tonchen TV, Hesselhoff 88, Jürgen KP, was für Name, und Gabi Suda. Das sind alle mal so von vielen, vielen Dank, sehr, sehr geil. Kuss. Alter. Oh, der Royal Ghost, ja. Okay, ich muss wirklich mein Bestes. Warum spielt Floppy nur No-Skill, No-Front? Das ist eine gute Frage. Ja. Hey, ich spiel gar nicht, ich spiel nachts immer Cycle Decks. Nachts, ja. Nachts? Ja. Sein Name ist einfach der Biochip. Perfekt. Was macht er jetzt? Das ist das Problem, oder nicht? Ich glaube, der geht noch. Junge, nerv doch jetzt nicht und gewinnt. Gar nichts, Alter. Das ist echt so. Oh, schön, die Queen. Feuer. Ja. Gib mir noch mehr Feuer, wäre wie schlecht. Ist das Helm, hä? Du hast auch besser, Helm, was ist das? Ich bin doch gerade easy flawless, was ist das Problem? Flawless, was flawless, hä? Flawless. So viele Fehler schon gemacht. Diesen MP an. Oh. Mach Cage. Ja, also der Gegner. Der Gegner war jetzt nicht der allerbeste, muss man so sagen. Er war nicht der allerbeste. Ja. Ja. Okay, Haus, du fängst an. Ich fahre einfach super clean und schnell. Wieso spielt Karl nicht? Weil Karl sich zum Ziel gesetzt hat, das Ding heute Abend zu 0 zu gewinnen. Was spielst du, Käferfaust? Käferfaust. Lass dich überraschen. Kaffer. Ey, ich bin so. Du stehst auch 15-1, oder? Ja. Hallo. Spielst du Packer oder Brückenspam? Ja, oder Mega Ritter. Na, es gibt hier viele Optionen. Giant Double Prince wäre auch möglich, theoretisch. Mit Ghost. Giant Double Prince, Ghost, what the fuck? Ja. Ah, chillig. Finde ich gut, dass dein Ghost einfach besser war. Ja. Ja, ich finde auch gut, wie er tried, der Gegner. Also, die das kann ich jetzt schon wieder sagen. Nach dieser ersten Interaktion. Wie jetzt, Thomas, komm? Ja, ich gefühlt schon wieder aus. Ja, das war's, ja, hat verloren, schade. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Jetzt kommt Pekka von ihm. Pekka? Oder MK. Ja, okay. Hast du eine Karre? Nö. Wie keine Karre? Hm. Ja, passt schon. Karre wäre jetzt sehr geil. Ein elektronischer Magier, jo, kann man machen. Schon. Ah, der Heiger ist kurz mal gedacht, richtig geil zu werden. Kann er jetzt was kommen von ihm? Nein, zu spät! Och, Junge! Junge! Thomas, Mann, was machst du? Digga, das sieht so krass aus, Played. Let's go. Ja, das war echt heftig, Mann. Der Gegner ist richtig stark. Aber Faust, du hast ihn einfach auf Played. Props gehen raus. Danke, danke, danke. Lol, 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 lol. Jetzt würde den Safe noch unten, ja.
Ich glaube, die wissen gar nicht, dass der so eine Ability hat. Nee, die spielen einfach so im Deck. Die denken, das ist ein grafisches Element unten. Gutes Spiel. Goal. Really good game vom Gegner. Hoffentlich hat es bei ihm klein geschrieben. Und Thomas hat bei ihm auch ohne H geschrieben. Interessant. Finde ich gut. Was ist das für ein Held? Alter, Kalsara, was ist nur das Mikro? Ich habe mit Floppy ein bisschen am Anfang umgebastelt. Ja, okay. Hört sich das so anders an? Ja, hört sich ein bisschen anders an, ja. Im positiven Sinne schon, oder? Hört sich besser an. Also du bist wieder ein bisschen leiser als vorhin wieder, ja. Und der arme Packer wird hier komplett geschreddet. Besser, aber ja. Leiser. Gegner hat 200-0, aber Faust besser gespielt, richtig. Ja, schade, Mann. Aber ich besser als Ergebnis zu spielen ist auch nicht so schwer, muss man fairerweise sagen. Ich gehe ins Game, ich spiele gegen einen Dämon. Okay. Gegen einen Dämon. Ich bin gespannt. Dämon. Allein für den Namen musst du verlieren. Hoffentlich fällst du jetzt 5-mal in einem Gelfer-Konterdeck. Ja, chillig! X-Bogen. Was hast du? Mit Golden Ritter Bug. Das ist geil. Ja, das ist echt richtig nice. Ah, geil, Tessa Spam unter sich. Ja, mit dem goldenen Ritterbug unter sich, richtig nice, macht richtig Bock. Goldener Ritter gegen X-Bone ist mega gut. Ja, vor allem wenn es ein einziger Tank ist. Richtig. Ich hoffe einfach, wir müssen einfach darauf hoffen, dass er hart trash ist. Ja, Dämon. Ich glaube, die Chancen sind hoch. Er heißt halt 2.0, ja. Ne? Das ist eigentlich ein Zeichen, dass er dafür, dass er ziemlich gut ist. Richtig, weil die Bugs wurden von 1.0, die wurden gefixt. Mhm. Genau. Ja, guter Archer ist. Und er ist halt auch einfach auf dem Boden geblieben, weil er sich selber nicht als 1.0 bezeichnet. Muss man einfach an der Stelle auch mal sagen. Hä? Naja, nur ein wahrer 1.0 Spieler würde sich als nicht als der hatte. Ach, scheiße. Was? Er ist einfach auf dem Boden geblieben. Okay, wir sind eigentlich noch in einer okayen Position. Ja, ganz du gut. Führst. Was das heißt BBB, Morten? Mein Chef wird gefragt, was heißt BBB? Was? Dein Clan, BBB. Achso, nee, das hat einfach einen Clan gemacht, um zu traden. Ah, okay. Für einen Account. I see. Das heißt tatsächlich, ich bin Bad Bro, aber das wollte er jetzt nicht verraten. Warum bist du nicht da? Was wird da, ja. Danke ich. Ich hab keinen Tank. Geil ist halt, du musst immer wieder in den Luftbus kommen mit, ansonsten ist der useless. Ja, gut gemacht. Ja, gemacht. Doch, das war wichtig. So weird teilweise. Das ist viel Schaden. Ja, Bro. Ist halt trotzdem egal, ne? Weil du hast irgendwie einen Nachteil. Ja, ist gut. Ja. Immer same lane. Immer schön Poison Dog same lane. 1, 8, immer, 8, immer wieder. Mhm. Ah, ja, cool. Sehr, sehr ja, macht Sinn. Geil. Ach, Dicker. Warum denn? Ey, irgendwo gibt's auch Grenzen, ne? Ja, die ganze Hot Trash. Oh, Junge, Mann. Das Matchup gegen Bad war es leider gespielt. Ich wurde das Ding einfach hart gefistet. Was hast du? Du wurdest gefistet oder du hast? Ich hab komplett hart verloren gegen ihn. Okay. Weil er wegen X-Boritter Brücke und ich hab verloren. Kann der Gegner durch die Opposite Lane jetzt gehen? Nee, das ist nicht. Das kommt jetzt in 3.0. Ah, das Mega Minion, hallo. Ah, es geht an den Turm! Ah, das ist natürlich jetzt nicht so gut, ne? Ah, lucky für ihn. Wie? Ja, aber er hat das. Oh, ja. Warte mal ganz kurz, ja. Ja, es gab einen neuen Patch. Ah, Alarm, das Mega Minion. Alarm, Darm, kannst du bitte defen? Ach nee, du Keck. Bitte mach was, Bogis. Hallo, bitte irgendwas. Ach, hallo. Er ist halt wirklich auch. Ja, weißt du. Setz doch was davor. Gut, ja. Naja. Schon dazugelernt. Komm. Oh. Alarm in den Darm! Alarm im Darm! Und das könnte nichts werden. Schade. Nee, lange nicht. Nächster X-Bogen. Rein. Ja, nee. In der Brücke, du Knecht. Los! Ja, gut, jetzt ein Tank dafür. Tessa predikten, hallo? Tessa bitte, zu ja? Spät, der kommt zu spät! Lock, Feuerwehr, irgendwas? Lockglass.
Genau, ich hab noch ein bisschen mehr Value am besten für den King, für den Golden. Oh, was? Halt, Small, der ist so, als ob du den noch gecatcht hast. Oh mein Gott, Digga, für mich war es gerade durch. Ich fass es nicht. Ich glaube, das ist es. Ja, ich glaube, das ist es leider auch. Er hat einfach nur den Dings getroffen. Ach, Junge! Oh, nee, Digga. Der ist mal ein bisschen schwitzig, aber ist okay. Ja! Danke! Oh. Er hat so gut gespielt, Mann, am Ende. Und dann hat er geschissen. Ich geh rein. Danke, Glottix. Was geht? Hallo. Goleon. Alter, was war das gerade für ein Game? Nee, Scheiße. Mann, komplett geschirrt. So, ich fänd jetzt eigentlich, Team Bixman könnte einfach mal mit dem 0-2 starten. War halt First Play. Ja, ich wusste, du sagst es. Ich wusste, du bist getriggert. Ja, hä? Es ist ja auch einfach lost. Heul doch nicht, Alter. Mir erster versagt hard struggling. Was sagst du dazu, Morten? Wie hard struggling? Ja, zu deinem Game. Ja, Junge, er hat Hardcounter, was will er von mir? Er hat Mikropenis. Scholl! Okay. Das wäre auch meine Conclusion bei diesem Satz. Okay. Boah, hätte er ihn nicht abzünden können? Ja, GG, I guess, ne? Er hätte sie zünden können, hat's aber einfach nicht gemacht. Ja. Ja, das Game ist durch. Junge, Golden Knight ist viel zu broken, Mann. Ja, Schnute. Er tankt jetzt, let's go. Los, Prinz Charming, mach was! Was ein geiler Zocker. Geil. Ich bin so kacke. Ja. Hast du gegen Agoniken gespielt oder was, Faust? In dem komischen Cup? Ja. Ich glaube schon, ne? Nee, das war richtig knapp. Ich hab so Last Second Lightning. Ja, das war ganz krank. Oh mein Gott, du hast ihn gebrochen in eine andere Dimension. Dann hättest du gegen Agoniken verloren, dann wärst du auch heute nicht dabei. Junge, es war ultra close. Aber guter Poison auch, perfekt. Ja, komm, zünd mal. Zünd sie jetzt, Junge, los. Ah, schade, Mann. Yikes. Gell, Barbat anzuschauen ist echt nicht so nice, sag ich dir ganz ehrlich. Was? Ja, Bro, du spielst einen Graveyard und sonst hättest du nur Barbat. Ja, was soll ich sonst machen, wenn der Turm direkt beim ersten Graveyard down ist? Guck mal, ich hab extra witzig gefettfingert, damit es spannend wird. Ja, und der geht schon viel jetzt rein. Hallo, Tommy. Ja, ich weiß nicht, für mich ist die Sache klar. Jo, die hat auch so. Ach, Bruder, ich hab die Queen am Anfang der Season gemaxt, ich hätte diesen Ritter maxen müssen. Scheiße. Junge, du reicher Sack, Alter. Hast du wie viel Geld hast du ausgegeben? Gar nichts, ich hab mit Büchern gemacht. So, ich hab auch nicht gesagt. Achso. Ja, die Queen maxen war nicht so smart. Queen ist ja nicht bad, nur goldener Ritter ist irgendwie besser. Ja, der wird eh genervt. Ja, irgendwie die Queen, die, also man kriegt immer die Ability in der Defense, aber jetzt kriegt man die nicht mehr in der Offense. Ja, oder spielst du ja in der Brücke einfach. Gibt's eine ganz einfache Lösung für. Das stimmt. Ah, der Eber? Der Eber? Ja, nee, alles gut. Wir leben noch. Also, ihr müsst chillen, ihr müsst auf das Herz der Karten vertrauen. Was wollt ihr denn? Chillt doch. Alles gut. Das ist was so lucky, Alter. Ja, ey, also wirklich. Was lucky, hä? Alles gut. Ich geh rein. Gut. Ja. Wer ist dran? Karl. Karl, die Legende. Let's go, Karl. Roninho. Oh, ich hoffe, Lava wird genervt. Agreed. Der ist so OP, ne? Das Ding ist Lava, irgendwann kann man gefühlt gar nicht mehr verteidigen. Ist nicht mega gut gegen Lava? Ja, mit dem Golden Knight und so. Halt den Grab schön, oder? Ne, entscheidet sich erst direkt gewonnen. Ist aber direkt jetzt schon gewonnen, ich bin der Kante. Das ist geil. Alter, das ist so nice, Karl zuzuschauen. Und obwohl das Gameplay so unfassbar unbefriedigend ist anzuschauen, profitiere ich einfach davon, weil er in meinem... Achso. Was? Sehr gut. Horde. Holy shit. Ja, ich finde es cool, wie ich bin, dass du deinen Satz einfach wieder aufgehört hast, ihn zu werden. Das finde ich mega nice. Ja, weil ich irgendwie nicht so ganz sicher war, was das jetzt hier ist. Das ist halt einfach diese Definition, random deck. Ah. Er hat noch einen Rage, pass auf. Freeze. Okay, Freeze oder Rage, was glaubt ihr? Rakete.
Ich glaube, der hat noch eine Hexe. Ja, ich denke, das kann auch sein. Und auch wahrscheinlich so ein Mega-Ritter oder sowas. Irgendwas OPs noch oder das gar nicht. Hexe, Mega-Ritter, Pfeile vielleicht noch so. Irgendwie so. Ja, ja, Magier. Die OP ist eigentlich Grabstein. Der braucht auch einen kleinen Nerf. Ja, ja. Stimmt. Das ist krass. Genau so. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Er setzt wieder. Wieder seine Defense. So verteidigt er Valkyrie hinten, dann Henker und dann Miniode rein. Das ist echt nice. Geil. Da muss man einfach mal den Gegner loben. Sein Spielstil ist echt sehr hervorragend. Echt richtig räudig. Das hat so wieder dieser random Hardcounter vom Gegner, ne? Alter Karl, du hast so eine geile Reaktionsgeschwindigkeit. Denkt halt irgendwie gar nichts. Ja, ist richtig. ich meine, so mir gefällt das. Also, was hat er jetzt? Freeze oder Rage? Ja, nee, er liegt, ach, er hat einen Gedankeneck. Ja, Lock kommt, hilft dann jetzt gegen Luft. Hm, Tom ist down. Das ist toll, Tom ist down. Hm, das gut, ist wichtig. Er hat den Freeze. Es ist so geil, dass du einfach, Anfang an predicten konntest, dass einer von den beiden Karten entdeckt hat. Sparky. Oh, Sparky, jetzt wird's wild. Verteidigst du das? Oh, er hat deine Ehre genommen, hör auf das Game zu spielen. LOL. Er hat deine Ehre. Die hat jetzt gemacht. Was ist denn das jetzt? Das hat der Kanado! Wieso führt Karl? Nein, Explosion! Ey Karl, du gewinnst das, ich glaube an dich. Sparky, ey, wie schlecht war der Bruno? Ah, schlecht war die Hütte. Das war aber auch nicht gut. Valkyrie Knick, Valkyrie Knick. Sparky, Valkyrie, Knick. Mach doch King jetzt. Was ist das? Was ist das? Warum lass ich den Tank? Ich kriege Krankheiten. Hilfe! Was passiert denn? Was passiert hier? Der Gegner ist echt dünnschiss. Oh Mann, Alter, das habe ich ja noch nie erlebt. Wie ist das? Das war falsch. Hallo! Hallo, am Darm bei dieser Kurve, da muss ich los. Wie ist das? Achso, jetzt! Das ist es. Das ist es, Karl, du bist eine Legende. Du bist eine Legende, du sprichst mit deinem Namen nicht zu viel. Du gewinnest. Jetzt kommt wieder Lobby 10. Wichtig. Das Match, was du gewinnst, ist wirklich so lächerlich, Mann. Das ist so geil. Junge, du hast eben auch gewonnen gegen den größten HC. Hä? Ja und? Dein Gegner hat ja auch geleakt. Ja, aber du hast gesagt, dass das lächerlich ist. Ich weiß. Schnauze! Flobby im Game, okay. Okay. Komm, Flobby. Kämpf. It's not Marco. Merkt euch, egal was passiert, it's not Marco. Perfekt. Fühlen wir einfach mal eine Queen an die Brücke. Gehört das zu kämpfen? Der Playstyle, das ist schön. Ah, das ist Zugriff! Du wirst verlieren, Flobby. Ja, klar. Ja. Kennst du sein Deck? Hast du schon mal gesehen? Weißt du, was das ist? Er hat ganz viel Kram, was mir nicht gefällt. Holy shit. Was ist das denn? Kennt ihr es nicht? Hat er Mortar? Ja, hä? Ja. Mortar Feuerball. Mortar? Der starke könnte schwierig Wartens werden. Der Mortar ist extrem gut gegen mich. Das gefällt mir. Ja, also, das ist gut. Der Playstyle ist ein absoluter Krampf von ihm. Also wirklich. Ja, das ist... Mit dem Deck ist es normal so zu spielen. Mit dem Deck ist normal so zu spielen, ohne Witz. Das Ding ist, Flobby hat 100-0. Ach du Kacke. Hat Spaß. Ich bin gespannt euch. Kann denn nicht einfach irgendein Glitch kommen mit hier? Ja. Null Elixier kostet der E-Giant. Setz doch jetzt E-Giant, Flobby. Was machst du? Setz doch E-Giant, warum bist du so schlecht? Oh Mann, okay. Danke für die Tipps übrigens. Wie ist das Leben ohne Barbe? Das ist hart, glaube ich. Als der härtesten. Leute, der Miner-Chip, pass auf. Danke. Mann, ohne euch, ich weiß echt nicht, was ich tun würde. Ein Hit? Ja. Cool. Biergobs? Kann er gewinnen. Mortar mittig, ne. Biergobs. Ja. Gut. Der Gegner ist gar nicht so bad. Nee, ist ja nicht, aber er wird eh reinzacken. Ja. Hallo.
diese depressive Bleib Stimmung in. Hier. Mach. Der Pessimismus. Ja, Gegner muss jetzt irgendwie was machen. Hast du so einen E-Gen Baby Dragon Push? Kann er gar nicht verteidigen. Er cycelt back. Zum nächsten. Jetzt, das ist jetzt der Punkt, wo er einfällt. Ja, warte, aber nee, er hat doch gleich unendlich Skelett und die werden alleine hinter dem E-Gen machen. Ah ne, ich bin zweiten Mortar einfach chillig. Aktivier doch, Junge! Oh mein Gott. Das ist nicht so schlecht, aber... Let's go, Flobby! GG! Das war's! Ach, Digga, er liegt! Ja, er hat aufgegeben! Ja, er ist ein Knecht! Guck ihn dir doch an, Alter! Oh mein Gott! Sein Gehirn hat gerade einfach Stromausfall! Jetzt Mol hat doch... Martin hat doch schon gesagt, dass ich 100 Null hab. Ich weiß gar nicht, worüber ich wundere. Martin. Martin Royal. Geil, jetzt. Jetzt muss Hallen. Ich kenn nur Martin, ich kenn keinen Mol. Außer halt Martin Royal. So bad, Junge. Let's go! Ey, er hätte so gewinnen müssen. Na egal. So, ich geh ins Game. Ja, auf geht's. Yeah, that's over. Oh, ganz entspannt. Gegen Jutschk. Gegen Juck. Aber es war ja nicht Marco, von daher alles gut. Ja. Alles gut. Glaubst du, ihn juckt das? Juhu. Ist das jetzt wieder so ein Ding, dass Sam jetzt fünfmal gegen Pekka spielt, oder? Ja. Sam hat 100-0. So oh, wunderschön. Savage. Hoffentlich haut ihr den MK in die Fresse. Ja, wieder gegen Pekka, okay. Du hast 100-0 gegen Pekka, es nervt. Wie 100-0 gegen Pekka? Ja, du hast mega Ritter, das ist komplett OP. Stimmt. Das ist Kate, oder nicht? Ich dachte, der Hand. LOL. Bandit Opposite, Brücke los! Für Ghost Opposite Brücke! Ich spam einfach alles an die Brücke, irgendwas. Ghost Bridge, Ghost Bridge. Ah. Wieso macht er nicht Ghost Bridge? Aber warte, jetzt Ghost Bandit. Ah, jetzt der Ghost verzögert Bridge? Alter, was ist das für eine Tür, Junge? Ödima. Wieso lebt hier wer irgendwie im Kerker? Ja, naja. Einfach so eine Zugbrücke. Sehr gut. Keine Ahnung, wer Layla ist, ne? Das hat er für ein Spell. Also bisher schmeckt mir das irgendwie, dass du die ganze Zeit gegen Pekka spielst. Ja. Alles gut. Chip! Thatch. Ghost, Iris, Pekka. Ja, ist halt gut. Na, das gefällt mir. Der Ghost Pressure ganz gut, jetzt kommt ein MK wahrscheinlich. Ah, der Ghost. Gute Banditin. Nee. Hä? Ich charge doch mal. Das ist ein Bug. Ja, das ist ein guter Bug. Ja, das ist gar nicht so der größte Bug. US! Bandit, Ghost! Okay. Ghost! Zap! Ja! Nice! Ah, der Retarget, Junge, let's go! Ja, unlucky für den Gegner. Das viel Glück. Jetzt drei Rockets noch. Mach mal Zap noch. Zap! No, er ist dumm, er rafft es nicht. Er kennt die Aktion nicht, Dummkopf. Wie unfassbar viel Schaden dadurch erspart geblieben wäre. So ein Dummkopf. Meine Güte, geht ab. Er könnte auch noch Lightning haben, ne? Er hat halt nur Poison gespielt bis jetzt. Stimmt. Musst du aufpassen. Das war ja so random, glaube ich. Das ist so. Also, Junge. Easy, 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 easy. Okay, jetzt muss die Faust rein. Könnte noch leiden, ja. Bisher 0,0 Kompromisse von irgendwem. Ja, das stimmt. Nein. Bisher 0,0 Kompromisse. Aber auch 0,0 Skill von den Gegnern. Ja, ja, ja. Damit! Die Gegner waren einfach solid. Aber ich bin durch den Gott. Geliebte Glück. Let's go. Geliebte Glück. Freispiele-Baby, sind lange Freispiele-Baby für deinen 5. Geliehenes Glück, what the fuck? Warum steht denn auf meines? Ich verstehe das nicht. Das ja, du musst manche Dinge nicht verstehen. Oh, guter Feuerball, ja, wichtig. So, das wird nicht schlimm. Ist halt egal. Wenn du Bandit gegen Bandit hast, musst du eigentlich hoffen, dass deine Bandit seine Hälfte ist. Weil wenn du sich deine Hälfte kommen lässt, dann kommt macht halt die Bandit Autismus. Echt? Ich glaube, das kommt darauf an, welche Bandit zuerst gespawnt ist. Ich dachte auch, das ist so ein Fischer-Ding. Ja. Der Fischer macht ja gar nichts mehr mittlerweile. Ja, der steht einfach nur da, ist im Koma. Der ist einfach retired.
jetzt bitte Mega-Ratter oder so. Kannst du irgendwas setzen? Hallo! Och, dein Gegner, Mann, ist schon wieder der größte Swans. Was macht er denn? Er hat doch safe einen MK auf der Hand gehabt. Und ja, er gibt einfach auf, weil er ein Kick ist. Er gibt auf. Ich meine, wie soll er kein MK auf der Hand haben, wenn er 5 Karten schon gespielt hat? Und dann Disconnect, Junge, sind in Marbles reingekommen. Hat er das Handy weggenommen. Ich geh ins Game! Ich spiele gegen Chitfried. Es heißt, seine Marbles. Das ist ein Win-Trade. Das ist ein Win-Trade. Gute alte Windshake. Ben, der geht mir hart auf den Sack. Ich werde hier so verbuggt ist. Hat jemand schon verloren? Nee, ne? Nee. Kitschkrieg. Fabian 13 ist im 4. Schritt. Moin, danke für den geilen Technik-Content. Schön, was zurückgeben zu können, seitdem unser eigenes Geld von dir Kurs drin aus, Fabian. Danke für den 4. Freue mich dazu. I don't know about that. Sehr geil. SOS una possibilità. Der Spanisch-Profi. Si, si. Claro que si. Achso. Alle haben Hacker an die Wut gehauen. Okay. Mega nice. Okay. Also Defense. So ein Tryhard, ja. Das ist echt so ein richtiges Tryhard. Oh, er ist E-Sportler! Das Bubble bringt ihm gar nichts, aber ja. Ja, das macht gut. Das war so ein. Er wusste, dass es kommt, aber es hat ihm gar nichts gebracht. Ja, das war so ein Cocky, so eine Duftmarke gesetzt. Und das alles nur wegen dem Lock. Wäre das Lock nicht gekommen, dann hätte das Bubble nämlich echt gute Wirkung erzielt. Das Light, der Light könnte eklig werden. Ja. Aber Mega Minion auch sehr strong für dich. Ja, Luftpostbrücke. Für den Pressure. Wer ist North Grave als Morten? Hallo. Nachdem der Account North Grave gegründet wurde, kam dann auch die Mutex ins Spiel. Das war ganz nice. Guten Night. Und dann schreit er einfach wie so ein Kleinkind, wenn er stirbt. Golden Fucker. Ja. Eine extrem sympathische Karte. Ja, das Bubble, das habe ich jetzt nicht nachvollziehen können, muss ich sagen. Echt, wir würden sagen, es war ein Overcommit. Rein! Ja. Ja. Zünd ihn! Ah, der Lightning bringt gar nichts. Hä? Warte mal, was? Was hast du gedacht, ja? Man kann den Charge nicht retargeten. Oh, Junge. Flobby. Ich sehe aber auch nicht, Flobby. Hä? Finn, so Dackels werden auch gespielt in seinem Leben, Junge. Kann man den zappen? Nein! Hä? Warum sollte man den zappen, wenn wir einen Schneid kriegen kann? Warum nicht? Finns Charge ist doch auch zu Ende. Hä? Imagine Prince mit dem Golden Fucker vergleicht. Warum ist das eigentlich jedes Mal lustig? Das ist echt so. Weiß ich nicht. Aber okay, eine Banditin kann man halt auch nicht Hilfe? So gesehen, während sie charged. Ja, Flobby, du kommst da auf den Grund. Könnte Sinn machen, ja doch, könnte Sinn machen. Der ist ja wieder flawless unterwegs, aber er wird jetzt anfangen, seine scheiß Packers einfach zu spammen. Jetzt mal halt leiten, weil das ist ein bisschen freudig. Irgendwie nervt mich das mega mega. Nervt du mich nicht. Das macht gar keinen Sinn, das kommt halt nur für dich an. Das ist der Sinn. Wie gut, wie früh er den Lightning geworfen hat, holy shit! Kannst du dafür zu haten? Noch mega Minion. Nerv nicht, bitte. Okay. Die Schaufel! Hast du Broken Clash Mini? Der ist nicht Broken Clash Mini. Was macht er? Oh, wait a minute! Ja, bringt gar nichts, hallo! Ja. Wait a minute. Ja, das Mega Minion ist Broken Schnauze vor mir. Er macht übel dumme Predicts, die eh nichts bringen. Ich hab ihn einfach hard outplayed, lol. 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 Ich glaube, wir spielen noch einen Tunnelgräber. Lol. Lol. Battle of the Witch, lol. Junge, oh. Er versteht Luft, aber auch nicht, dass lol. Er mit seinem Bubble kein Tesla killen kann. Hallo. Guten Morgen. Gumo. Mach weiter so, Morten. Ja, rein, let's! Was ist das für ein Packer? Oh. Hey, ah, noch mehr Value, let's go, vamos! Warum ist meiner stehen geblieben? Egal, GG's. Hops! Genau. Okay, ich bin dran, ne? Freunde, ich glaube, Kalge Legend geht's nicht so gut. Also was? Wirklich nicht gut. Wenn ihr kein Problem damit habt, wollen wir es so machen, dass Big Spin Solo spielt und. Ja, ja, klar, das ist gar kein Problem. Wenn es jetzt geht, dann Big Spin Solo. Scheiße, ich wünsche dir gute Besserung, Mann.
Gute Besserung. Danke euch. Mach's gut. Danke. Hau rein, ciao. Gute Besserung. Gute Besserung, Karl. Das ist doch gar kein Problem. Das heißt, Big Spin spielt solo. Das heißt, er darf 3 Niederlagen kassieren. Ja, genau. Finde ich gut. Dann machen wir das. Sauer ist einer aus meinem Chat. Okay. Er sagt... Schrei doch nicht so rum, Junge, was ist falsch mit dir? Ja, verpiss dich doch einfach, hä? Luca Ikea, Tja. Ist für Schabai, danke schön, Luca, für also, vielen Dank. Junge. Herr Daddy, ich spiele gegen Morten. Shadowfighter X, Digga. Bist du irgendwie Minecraft-Spieler aus 2013 oder was? Was möchtest du? Karl, ging's heute schon den ganzen Tag schlecht? Ja, wie gesagt, ist ja auch gar kein Problem. Ja, wenn es irgendjemandem hier nicht gut geht, dann... Ja, ja. Also, wir zwingen hier niemanden, ne? Danke, Digga. Entschuldigung, mir geht's leider nicht so gut. Ich bin. Alter, Luca, ihr kämpft wieder fürs Brokkos. Geht raus. Vielen Dank. Ich werde dir vorlesen. 5 Subs hier. Ist gar kein Problem. Danke, Digga. Ich kurz was zu trinken. Kein Problem. Geil nicht. Kann das regeln. Ganz normal. Oh, Sparky, okay, was haben wir hier? Digga. Ja, hab den vorher. Aber textet sie was? Was willst du denn jetzt? Er schreibt rein. Er schon gesagt, Morten Schröckel über ich über Kuhschlucht. Ja, Digga, dann guck dir doch seinen Stream nicht an, wenn dir das nicht gefällt. Aber das brauchst du nicht reinschreiben. Wie toxisch, Alter. Was hat er geschrieben? Ja, egal. Scheiße. Es gibt irgendwelche dummen Leute, die einfach dumm sein wollen. Zeig doch, nee. Wenn ich meine Boxer verstehe. Carry. Hast du gewonnen oder bin ich dumm? Ja, wenn du die Fähigkeit nochmal anmachst. Danke dir schon mal. Ja, wir haben alle verloren, weil wir kacke waren. Aber jetzt gewinnen wir. Danke dir schon mal. Geil, gefällt mir. Macht das denn, wenn wir ein Replacement holen zum Einspringen? Ich glaube nicht, ne? Dann müsst ihr erstmal 15 ja, Siege haben. Nein, wir holen kein Replacement. Bixman hat zwar jetzt einen minimalen Vorteil, weil er halt 3 Niederlagen darf, aber es ist. Ich habe auch einen Nachteil, weil ich Karl nicht im Team habe, hä? Nee, ich glaube, es ist auch glaub, es ist kein Vorteil. Klar, das ist ein Nachteil. Nee, 2,5 wäre ausgeglichen. Ja gut, aber das Ding ist, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, kannst du mein Team nicht mehr dich auffangen. Ja genau, normalerweise könnte halt theoretisch das heißt, sein Team mit ihm carryen, jetzt geht das nicht mehr. Genau, aber trotzdem hast du ja einen durchschnittlich klaren Vorteil, weil du halt eine Niederlage mehr holen darfst quasi. Ja, also ein Game mehr, darf ein Game mehr verlieren als sonst. Ich fühle deinen Punkt, aber... Ja, aber Karl war schon immer sehr zuverlässig. Ich hab mal Matthew gefragt. Das ist kein großer Vorteil. Ich kann Matthew fragen. Das scammt Leute, hör auf Matthew zu fragen. Das funktioniert doch gar nicht. Digga, wenn du Matthew jetzt ins Stream holst, ist Geld wieder 1000 Leute, weil sie alle vertrauen. Der hat eh gerade was anderes zu tun. Der macht mit anderen Sachen mehr Geld als mit hier, mit diesen Challenges. Geil! Mach die Fähigkeit an! Warum hast du nicht die Fähigkeit an? Hab ich doch Schnauze jetzt! Bist halt ganz leise. Also. Und wenn Matthew du dann scheißt, sind meine Ohren kaputt. Hä? Matthew ist eh nicht mehr dabei bei den Two Global Tournament Duellen. Ja, ich weiß, dass ich meinen Turm verliere. Cool. Echt? Ja, was soll ich machen? Hä? Ich hab nichts zu haben, kein Golden Matthew. Hä, du hast 100-0, wieso verlierst du das? Hä? Ja, der Mini-Packer und Dings an der Brücke. Ah, der ist ja ganz schnell leise, guck mal. Die Sommer, ey, ist doch so. Ist angewürzt gerade. Sparky Knick! Ja, ist gut, ich werde trotzdem gewinnen, aber. Gegen Herr Daddy. Nicht, ne? Er hat Urteil. Ja, ohne Herr, ich muss auf den Boden zacken. Ja, du hast aber schon 100-0 eigentlich. Ja, echt. Aber ob sie auch so knapp ist, Ibis gegen Sparky ist komplett okay. Der resettet den. 5+2 Trade. Und hast noch. Danke dir für die Info, Mann. Krass. Oh, wie viel nimmst du für eine Stunde pro Coaching? Okay. Kommentar ganz kurz von Riffle Strike, weil er es einfach gar nicht verstanden hat. Er schreibt, es ist kein Vorteil, weil Big kommt ja weiter im GT und bekommt bessere Gegner. Kollege Bixman spielt nicht doppelt so viele Matches, er spielt trotzdem nur ein Match. Das heißt, er ist immer genau gleich weit wie wir alle. Das ist nicht die Änderung. Für die es nicht verstanden haben. Kollege Riffle Strike. Kollege Riffle Strike. Das hat gerade einen Riffle vom Floppy gegeben. Oh, was ist das? Ist so gut? Ja, perfekt. Bixman konzentriert dich erstmal auf dein Geld, damit du gewinnst. Lol, Bixman 100-0 verliert, lol. Danke dir schon mal. Ja, danke dir. Alter, vielen Dank, das ist insane. Vielen Dank. Weißt du, ob du Silvester und Weihnachten streamst? Ja, klar, ja, weiß ich nicht. Nee, Silvester ist nämlich nicht, da säuft sich nämlich wieder eine rein, ich könnte so Spahn errichten. Ich hab noch nie Alkohol getrunken, Bixman. Ich weiß nicht, worüber du redest. Genau, denn. Ich hätte irgendwie 20.000 Barbaren jetzt. Welcher mein Arsch ist jetzt? Ein Mini-Packer, Mann. Was machen? Queenie war nicht so gut. Nee.
Oh, das war's. Oh. Ah, Flobby, hast du gar gedacht, er gewinnt jetzt, oder was? Junge, ist ja ganz das war einfach nur eine Erklärung, warum das nicht. Und jetzt muss wieder Flobby rein, oder? Flobby Flopsen. Sie. Warum Flobby? Ja, muss man. War immer noch 0-0-0-0-0 Niederlagen, ne? Ja. Krass. Ja, ich muss dreimal verlieren, um raus zu sein, oder? Ja, ja, und ich als bin's. Team halt fünfmal. Also, ja. Ey, Alter, vielen Dank für den Support. Außer, holy shit, Dankeschön. Einer verliert Wahnsinn. Viermal bei Team Mortis oder ich verliere dreimal bei uns. Destrox, Vardra Cool, Steve, das würde ein früheres ausbedeuten. Down Bad Spades, 0x Shiny, ja. Max TMCR, Raraf. This is Silber, Schwaben, ja. Nun, wie der Kacker. Das ist echt viel, viel Dank für den Support. Kuss ja, übel viel. Kuss geht raus. Vor allem auch mit hier Moment Light. Sehr gut, Mike. Danke, Silvester, für dein 40. Moment Light. Stimmt. Und Miley auf 505, wenn du bist raus, schreibt mega sympathischer Typ. Feier dich. Vielen Dank, Miley. Danke auch noch für den Support. Und danke für das Kontinent natürlich. Und Luca auch mit gefällt mir nicht so. Geil, mach weiter so. Vielen Dank, Luca, auch für die 1000 Bits. Werde ich machen. Dankeschön. Gucken, ob der ein Helden spielt oder nicht. Naja. Statt Bandit. Ja. Aua. Aua. Ich glaube, du hast gerade eine Relap-Wunde erhalten. Ich weiß nicht, wie viel Elixier hat, aber mir sagt mein Gefühl, dass er nicht. Ich elixier dich. Oh, nicht an Onibridge. So frech. Na, Faust, du würdest das auch machen. Ich würde das so nicht machen. Absolut. Wer nascht hier? Ich esse gerade getrocknete Mango. Junge, ich bin Mango so ekelhaft, ne? Getrocknet. Mango ist so geil. Hab ich vor ein paar Tagen gegessen. Echt? Schmeckt so lecker. Ich finde getrocknetes Obst ist einfach nicht lecker generell. Ah, getrocknete Äpfel sind okay. Auch Äpfel schon, aber ja. Mango ist Quatsch. Kennt ihr diese Mango, Äpfel? Ah, Bananen habe ich auch gegessen, auch eklig. Ja, Bananen auch nicht. Oh. Sind sowieso gammelig. Also dein Gegner ist auch schon wieder gammelig. Würde ich gar nicht so bezeichnen, tatsächlich. Wieso schreibt er da mein Chat, dass deine erste Nachricht ist, Morten hat nichts gerissen in Clash Royale, aber reden immer so, als wäre er ganz oben. Oh, ja, ist der. Also, Zeilen passt wirklich perfekt auf Morten, ja. Genau, er heißt, Morten hat einfach nur was gemacht. Er heißt Bips BWJSIJDJJEE. Ja, perfekt. Ja, wahrscheinlich wird das verschrieben. Ja, mit dem Bossen. Ja, willst du irgendwas machen? Ah, der Block. Bisschen spät. Na, ja, gute Queen. Hm. Ist auch sympathisch, dass das seine erste Nachricht ist. Ja, ich auch. Ja, die erste Nachricht bei vielen Leuten ist komisch. Ja, es gibt schon einige. Da kannst du schon daran erkennen, welche Richtung es gehen wird. Ihre erste Nachricht ist. Komm, mit Warnverträge. Ich muss nochmal ein Beispiel, wenn 100 Leute bei mir gebannt sind. Einfach ein Enchant an die Brücke. Das ist echt Skill, Flobby. Das gefällt mir. Danke. Ja, der macht halt jetzt ein bisschen Chip wieder. Mana. Oh, das ist den Turm, ne? War's einfach, ja. Nee, war's ja. Nicht. Ein Enchant ja, war's. Er wird Lightning Block schon vorgeführt. Ich habe der Humor ist genau mein Geschmack. Freut mich sehr, MC Power. Danke dir für den Vierten. Ja, sehr geil. Kann man das so machen? Ah, ich weiß nicht, was der Ziel ist. Er versucht, er hat versucht, Flobby. Es gibt. Ah, Hilfe! Komm, wir zappeln nicht so lange. Keine Ahnung, Gemüsebox hat schon so viel nachgeschrieben. Jetzt block ihn! Mann! Keine Ahnung, was deine erste Nachricht war. Bei Bannerman hat er nicht im Psyche gehabt. Ich glaube, das wäre die einzige Karte gewesen. Aber hätt's probieren können. Ja, ich bin so traurig einfach. Jetzt spielt Hall. Hall. Wir gegen Fischkrieg. Hat nicht vorhin einer gegen den gespielt? Ja, ich hab gegen Fischkrieg gespielt. Das war, glaube ich, der. Der Packer mit Lightning. Packer Bandit Lightning. Ja. Oh, schau wieder. Lecker, wieder Packer, Junge. Packer. Vielleicht den MK raus. Gut. Warte mal, was Will er auch was spielen oder? Irgendwie eher weniger, dann machen wir die Hobbys rein. Ja. Ah ja. Okay. Ah, das Liegen. So liegt der in den Cage eigentlich rein. Genau, ich bin ein Prinz, ja. Ich bin ein Prinz wegen meinem Nachnamen, ja. Mag Bandit nicht, sieht komisch. Verbackte. Glitchkrieg. Glitchkrieg, du Knecht. Kennst du nicht Glitchkrieg? Nee, ich sag jetzt Glitchkrieg. Oh. Aber warum? Gegner hat so reingekackt. Er war gegen. Warum ist der Gegner gehatet?
weil er nicht gut ist. Aus der Incredibles. Passt irgendwie nicht. Einfach ein Klecker nach hinten. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich hab nicht so viel dagegen. Du hast zum Cage Bomb. Und du hast Queen, Digga. Queen nimmt Packer so. Ja, wenn ich aber auf einer Hand und wenn er jetzt links gut pressured, hab ich nichts. Ja, dann bist du nicht so gut im Spiel. Stimmt. Hat er nicht sogar ein Lightning? Ja, nein. Den kann er draufwerfen auf deine Truppen. Das ist was? Das ist mir neu. Oh oh! Ja, guter Lightning, einfach nicht mehr einen Turm treffen. Das Al! War der sogenannte Spar-Lightning. Hä? Al! Was war das? Ich hab nichts. Ich hab nichts, hä? Egal, also, komm, ist nicht alles gut, alles gut, liegt, alles gut. Alles liegt 100 Elixier, nimmt dich hops. Ja, du warst mal besser. Ich hab nichts, was soll ich tun? Alles gut, alles gut. Das war nicht mal der Tower. er hat nicht mal den Helden. Toll. Darkness ist freudig. Ja, der Counter vorgeht. Ja, das stimmt. Guter Ius? Lightning, Lightning. Lightning. Probably ist das im Cycle. H. Es heißt Mana. Oh, Paker. Oh, schön okay. Den Nacken. Es heißt Mana. Ja. Sorry, dass nicht jeder Level 14 Champions hat. Sorry, dass man im GT jede Karte spielen kann, die man will, auch wenn man keine Champions hat. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass das wirklich gemacht wird. Ey, aber ich dachte das vorhin auch, ne? Weil der Account hat keine Champions. Ich dachte mir so, fuck, kann ich aber gar nicht. Und dann habe ich in GT geguckt und da kann man es ja trotzdem spielen. Ja. Richtig. Die erste richtig geile Sache, also wirklich richtig geile Sache, die Supercell im GT eingeführt hat. Danke, Supercell. Ich muss hier echt schwitzen gerade gegen den Jäger. Ja, du musst nicht schwitzen, Alter. Ja, aber den schwitzen nicht schon fertig jetzt hier. Mega Arschwasser. Was hast du eigentlich für ein Spell? Ersteres, Kai. Jo, was geht schon mit dir? Das hast du gewonnen. Wieso spielst du mit Feuer? Ja, er checkt's nicht, er checkt's nicht. Warte, ja, ich. Ach, Junge, ja, komm, wir gehen. Ja, das Ding hatte das noch nicht so ein schade. Ja, echt so. Ein HP! Ja, also ja, gegen 12 gekommen! Ein HP Wort Royal! Danke, Raka, Kuss. Unlustig. Yes. Ja, bin gespielt. Dein Deck ist ja, danke für den 10. Nice, konnte immer wieder. Ja. Ich bin Wort Royal! Das werde ich machen. Danke für den 10. Und Dani, 27 und zum 21. Wieso sieht man nicht die GT-Decks im Profil? Das nervt ja übel. Reiner, die Faust. Ach, die Faust ist schon im Game. Gegen Clark. Mamos Faust. Ist Clark nicht irgendwie so eine Versicherung oder so? Clark ist diese App, ja. Clark nicht von Dinger, von Superman? So eine coole Interaktion. Interaktion macht gar keinen Sinn. Naja, nee, klar, das ist zu random. Sieht nach einem ähnlichen Matchup aus. Er hat aber den magischen Schützen, den hast du nicht in deinem Deck, Faust. Das ist richtig. Mhm. Magischen Schützen. Lol, er geht einfach rein. Einfach all in. Wo ist das Bar Barrel? Ja, da ist es! Ja, hast du wohl einen Ghost in deinem Deck gehabt? Es war sogar gar nicht mal so schlecht wie von ihm. Er hat mehr Elixier als du ohne Grund, mehr Damage. Ja, aber, also. Peter ist gedeft. Ja. Weiß nicht mal. Ich glaube, wenn er jetzt einen elektronischen Magier hat oder einen Feuerball plus Bubble. Eigentlich ein Cycle. Ja. Wieso bist du wirklich besser als er? LOL! Offlade! Guter Eos. Reiche Bandit. Ist ja fragen, ob Faust beim Rewe ist, bitte. Faust, bist du beim Rewe? Danke dir. Nee, ich nicht, aber Rewe. Perfekt. Das ist sexy, da kriegen wir so Witz, ne? Halbzeit ist am Start. Es habt jetzt gerne einen kostenfreien Twitch Prime. Du kommst eins Emote von Twitch und meine ganzen Emotes. Also überlegt euch gerne, würde mich sehr freuen. Ist sehr geil, wie gesagt, kostenfrei und go for it if you like it, ja. Ansonsten 3,99 würde ich mich auch drüber freuen. Klar, müsst ihr aber nicht tun, ist nur. Ne? Also ich musste halt Samstag, wo dieses Clash das Ding, da musste ich ja nur zwei Games machen, weil ich war Qualifier. Ja. Und mein WLAN war einfach komplett weg, dieses komplette Wochenende. Es ging gar nicht. Da bin ich einfach spontan zu Rewe Grasdehner holen gegangen.
Hast du im Rewe gezockt? Nein, ich war so kurz draußen, 3 Minuten für Game, bin wieder weggegangen. Cool. Ich habe mich noch nie so obdachlos gefühlt, wirklich. danke dir schon mal. Ja, danke dir. Der Kackhaufen, aber so Haus, danke dir, Kackhaufen, für die 100 Bits, vielen Dank. Hast du kein Datenvolumen oder was? Nein. Gar nicht. Ganz kurz, ich werde hier gerade im Chat gefragt, oder einige sagen, dass Facebook aus sehr entfernt wird. Stimmt das? Ja. Wann? Bald. Das nächste Mal, wenn du wieder streamst, also in 3 Jahren. Das heißt, unsere Friend-List funktioniert dann einfach nicht mehr. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns sowas überlegen, ja. Ist ja mega dumm. Über Jahre haben wir Verlosungen gemacht jetzt. Ja gut, immerhin, für die Jahre hat es ja gereicht, aber es ist halt ärgerlich. Dass ja, es ist halt ärgerlich für die, die bei dir in der Friend-List waren, weil die haben trotzdem kein Gameplay gesehen. Ja, schauze, Junge. Du ein Schwein. Mach erstmal dein Game und gewinn jetzt. Ich bin erstmal im Game. Okay. Ich will gegen Chris. Wie viele Leute kann man per Supercell-ID adden? Nur 200 oder so. Oder eine ganz, ganz, ganz kurze, kleine Anzahl. 200 ist halt verglichen mit der Facebook-Friend ist viel, viel weniger. Das bringt nicht viel, das ist zu begrenzt. Ja, 200, das reicht nicht. Ja. Ingame-Friendlist und Supercell zusammen ist immer noch unglaublich wenig. Ja, schon. Ja. Hä? Wieso spielt der Hütte? Dummkopf. Du musst da anfangen, Leute rauszukicken und das ist auch scheiße. Ja, es ist räudig. Ich glaube, egal wie man es wendet und dreht, ist es immer räudig. Ja, aus dem Facebook. Die Interaktionen laufen nicht so, aber wobei. Entspann dich doch. Kannst du dann deine Ingame-FL überarbeiten? Nee, die ist schon voll, komplett voll. Da gibt's nichts mehr zu überarbeiten. Ja, wir auch. Das ist das Problem. Da sind nur Pro-Player, Leute, die ich kenne. Oder Häusen gezückelt. So viel welche. Ja. Mit Ingame-FL und Supercell, die ist nichts zu holen. Das ist sau schwierig. Das ist ja mega kacke. Da haben wir Couscous. Ja, ich bin besser als er. Geil. Ich mag Rufen nicht. Der ist blöd. Dann sollen die Knechte mal unbegrenzte Freunde reintun. Das wird aufgrund der Server nicht funktionieren, Fabi, denke ich. Also, das muss irgendwas damit zu tun haben. Weil ab einer gewissen Anzahl an Freunden leckt das dann teilweise, glaube ich. Und deswegen können die das nicht machen. Ja, merkt man ja schon, wenn man Facebook aktiviert. Digga. Was ist denn das hier für eine Nachricht? Was hat er geschrieben? Das heißt vorlesen. Seitdem Flobby in diesem Clan ist, in dem ich immer in der Lidl-Werbung sehe, ist er so ein Knecht geworden. Wie Morten, nichts gerissen, immer leben, 15-jähriger Bub. Sein Name ist Morten Com1y. Der. Warte mal kurz. Hat er gesagt, dass ich wie Morten nichts gerissen habe, oder was? Ja. Ist er mich immer beleidigen, oder was? Das ist ja mega nice. Definitiv. Tschüss. Ja. Doch, ja, er hat eigentlich recht, ja. Du hast den goldenen Ritter gegen Double Hutt, Junge, will er gewinnen? Ja, hä? Ich hab eher Poison Cycle gegen Double Hutt. Ja, auch gut. Und er ist hart kacke. Das stimmt. Ich hab Megamin gegen Flying Machine, das ist auch wichtig und richtig. Tesla countet einfach Hütten. Ja, kannst du einfach einsetzen Poison, und alles wird sterben, perfekt. OP gegen Hütten. Ja. War schon immer. Du bist halt auch ein Loser. Der gibt mir aber auch immer die Poison Value so, wenn wir zu mitnehmen. Wie so ein Big Mac. Wir haben 3 Runden gleich durch und keiner hat verloren. Ah, ne, Wixman kommt ja noch. Ist halt so eine 4-Kälte. Ja, verlieren wir schon recht. Ich nehme ihn aber auch hops. Ja, das ist schon clean. Das ist clean wie Jürgen Klinsmann in seiner Prime. Fällt mir. Poison. Ah, und wieder hops genommen. Das ist doch richtig krass. Nein, damit konnte er nicht rechnen. Ich habe ihn komplett aufgelegt. Komm, mach jetzt Lock Poison fertig. Ich muss cyclen. Hä? Was ist ein Dash? Der Bug da! Er ist hinter den Doten hinterher gedasht. Tja. GG. Let's go. Limo. Sehr gutes Game, damit stehe ich jetzt 18-1. Gegen Lian Mel aus dem Urban-Team. Heidi Yalla. Das ist dein Problem, Game. Eine Leaderboard-Zuschauerfunktion wäre ultra geil, aber auch das wird nicht funktionieren. Ich hasse ihn. Weil das Game laggen würde komplett. Was hättest du gemacht, hättest du sogar Mega Minion auf der Hand gehabt? Hätte ich keine Bar und Würstberg gemacht, hä? Ja, schwierig, du hättest es auch so gemacht. Nee. Doch. Ja, hätte ich Evos gehabt. Also immer einmal mehr ja als du. Hops! Das ist ja so schlecht. Das ist so geil, das hab ich auch immer früher gesagt.
Mega nice. Oh. Das ist down. Na gut, okay, aber warte, geht er jetzt. Das ist der ultimative Konter-Wechsel. Oh, Digga! Der Golden Knight war so schlecht. Ja. Komplett overcommitted, keine X hier. Gegner spielt den schlechtesten Fischer EU-West, anstatt einfach rein zu pressuren. Der Fischer an die Bildschirm spielt, hat er sogar gewonnen, glaube ich. Ich gebe den Hatern zu viel Aufmerksamkeit. Nee. Das sind ja keine, also die Nachricht, die wir aufmerksam also geben. Also wer spielt halt Hater. Einfach Loon? Loon Dings mit Feuer, weil es war da keine Sau. Ja. Don't cyberbully Big Spin. Okay, sorry. Kannst Papa First Blamer machen, wenn du willst. Okay. Finde ich so geil. Die Leute judgen einfach fair. Finde es schade, dass Big Spin so viel sabbert immer beim Spielen. Kannst du auch dein iPad zu sabbern? Was denn sabbern. Das für Nachrichten? Also, da kommt mal so richtig fette Rotze raus. Was ist das denn? Hat er einen Bogen? Was zockt mein Gegner, Alter? Hä? Kennst du das Deck nicht? Hat er ein Maul, Junge. Das, hat er das von dir kopiert oder was? Ja, du hast 70-30. Er checkt das mit dem King nicht. Denkt gar nicht, dass er. Golden Knight! Yo, wahrscheinlich. Yo. Ja, gemein. Das war jetzt. Oh, boah, letzte Karte könnte sein, ja. Oder vielleicht ein Minero. Minero wäre actually richtig nice. Hops! Na, der Fischer. Der Bug da. In den Baby Dragon die vier Rekruten. Jawoll. Sehr gut. Der Fischer angelt den Baby Dragon. In ihm ist Mega Minion rein. Oder ja, okay. GG würde ich sagen. Toll. Ja. Ja, der Krieg ist doch noch beteiligt. Was hat er eigentlich für einen Brigger? Ich krieg erst von heim. Ja, er lebt noch. Ja, kein Small Spell, oder? Okay. Okay, teilen. Ich bin recht. Digga, dieser Bombenturm. Was passiert hier? Der Bombenturm. Ja, Bombenturm, Bomba. Agreed. Agreed. Ja, das ist echt so mit Tesla. Oder Tesla brauchen dürft. Tesla brauchen. Agreed. Feuerbefeile jetzt auf E-Wizard, los! Ja? Pfeile? Nee, Pfeile kommen nicht. Hätte egal. Ballonbombe killt alles. Heidegala. Reicht ja so. Hallo, Alarm. Hallo! Es reicht! Es reicht, es scheiße! Was? 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 Hast du Anfälle? Oder was? Du scheinst ja wie so ein Betrunkener. Ja! Stadion, der so wirres Zeug ist. Ja, genau so. What the fuck? Daichiri! 2x4-2, das verstehe ich. Dacho Game Fury! Lol. Jetzt gute Feuerball-Pfeile, bitte. Wie ja, denn? Wie will er das machen? Nicht, wie du siehst, dass er das noch gewinnt, aber. Das war's. Echt so, jetzt guter Feuerball-Pfeile. Das wird bestimmt jetzt, reichen. Jetzt muss Floppy CR ins Spiel gehen. Ich bin Floppy CR. Das ist richtig. Zeig ihm, dass du kacke bist. Ach, Quatsch, mit Soße. Das wird hier ein flawless Sieg. Oh. Johann DBN. Silent Hill. Johann. Okay. Gespannt. Warum ist sein Name lila? Weil er ist gehackt. Floppy, was ist das überhaupt für ein Name? Hört sich an wie ein Kaugummi, du Pissbirne. Pissbirne. Ey, das ist wieder Mortal Kombat One aus. Ah, ist der das? Du alles ja. Pissbirne im Chat. Ah, ja. Ey, ist er bei mir auch schon gebannt? Ich hoffe, er kommt jetzt zu mir. Einmal so rein. Er kommt zuerst zu mir, bei mir ist glaube ich Endstation. Oh Mann, Alter. Einmal bitte Reihe rum. Lol, 100-0. Was die Teams? Chat, Bixler alleine. Karl hatte keinen Bock mehr auf ihn. Dann Floppy. Oh Mann. Karl ist einfach geragequittet. Brauchst du nicht. Ah, guter Nado. Ja, guter Nado. Na, weiß ich nicht, Hilfe! Das haben wir so ironisch. Ja, doch. Wieso okay. Fragt einer im Chat, Floppy, ob du Kokain nimmst? Weiß ich nicht. Hä? Ja, jetzt ist raus, ich nehme Kokain. Ja, klar, geht's nicht so gut. Also, was zum Teufel passiert hier heute? Mach mal, der schmeckt. Komm, mach mit. Ja. Geräusche. Der Dark Prince, der war schon wieder.
Um Gott, Tier Placement. Ja, komm mit der Overkill mit. Jo, Sven, einer seit 300 Jahren in mein Chat, Ruben. Ruben, einfach so. Ja, Ruben, gut. Ist ja mega nice. Mhm. Ja. Bisschen mega gerade an die Brücke, danke. Sorry, ich erinnere mich an Mark Forster, was? Wie kommen Leute auf sowas? Ja, du hast halt eine Brille, ne? Das ist dein Problem. Warte mal, spielt er das? Macht er das echt jetzt so? Ja, klar. Siehst doch. Ich weiß nicht, die Seppis, die gefallen mir nicht. Er hat Seppis, er hat die Hütte, Kugel, alles. Er muss gewinnen, Junge, WTF. Er hat die. Oh, die fliegende Maschine! Komplett aufs genommen. Was ist das für Wappel? Junge. Ich werde hier komplett aufs genommen. Wie gewinn ich denn das? Ja, gar nicht, glaube ich. Mir gefällt das nicht, Flobby, mach was. Leute, guck es hoch. Die Mühle war es auch nicht. Doch, hopps! Ja, das ist doch scheiße. Das Schwein muss auf! Wenn es einmal chippt, ja! Du musst aufpassen, wenn die Flying Machine dran ist, dann damaged es. Oh mein Gott, das ist aber teuer. Junge. Ruhm ist irgendwie abgetaucht oder ist er retired? Ruhm ist retired. Hm. Aber wieso hat er Seppis? Das Stack ist echt nicht schlecht von ihm gegen dich. Ja, Flavi. Gefällt mir alles nicht. Der Ruhm ist aber jetzt dabei. Junge! Diese Maschine immer! Das ist so geil. Die fliegende Maschine. Nimm dich so hops. Das ist gar nichts dagegen. Los! Oh mein Gott, die nächste Hütte! Es sind zwei Hütten! Ja, die Queen? Ich bin gar nichts! Was ist da für ein Game? Okay. Oh nein, 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 ja, gut. Alles gut. Wie, was ist da für ein Game? Ich glaube, ihr gewinnt das. Das ist ein Hit! Ja, unverdient. Lucky. Egal. Einfach die Lucky. Die fliegende Maschine wird am Ende noch connecten. So ein, zwei Lucky Hits. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Der Cage war. Diese Seppis, die sind schon. Ja, ah, nein, ein Barpass! Oh Gottes Willen! Oh Gottes Willen! Okay. Kann bitte poisonen das? Poison-Ansatz? Nein. Ja, alles gut. Ja, ist gut, er muss Damage bekommen. Wenn er kein Damage mehr bekommt, verliert er. Ja, der wird das nehmen. Ja, der wird's machen. Chill. Poison! Sperrpoison! Ganz ruhig. Da, guck mal, Chip. Schade. Poison, Digga, mach doch, danke! Oh Gott. Junge! Das war fatal. Fette Krämpfe. Ja! Fliegende Maschine. Mann, Mutti. Eine Mutti für ein Schwein. Ein Schwein ist besser als kein Schwein. Los. Nein, man spielt das nicht. Ich hab auch verteidigt. Ja. Kann der nächsten Poison spammen. Poison. Ja, gut. Er macht das gut. Jetzt gerade. Ja, wie? Siehst du die Uhr? Ja, ich seh die Uhr. Scheiße. Fuck, ich seh die Uhr, oh mein Gott. Scheiße, er hat verloren. Das ist es. GG. Wieder oh mein Gott, wichtig, Digga. Wichtig, ja. Oh mein wichtig, Gott, Digga, du. Ey, du schrammst. Stark gespielt. Er hatte echt gute Karten. Unverdient, der war besser. Ja, GG, schade, Mann. Stark gespielt, Bobby. Dominik 1-2-1 im 10. Prime muss sein. Kuss geht raus, Dominik. Vielen Dank für deinen 10. Sehr geil, genau so ist es. Danke, OP Morty. Achso. Ja! Ich spiel gegen Dragone. Dragone aus World of Tanks. Gamer Hobbit ist im 6. Schreibt bitte Grüße an Hunkelelele. Er ist ein großer Fan. Grüße an Hunkelelele. X-Bogen. Danke für den 6. Ist das so gut für mich? Ich glaub schon. Nee, Graveyard. Nee, Graveyard, ja. Ja. Nee, Lava. Tja, mega nice. Ah, Lava Archers. Damit bei Lava auch immer so ein schlechtes gegen Graveyard. Da muss man noch die Archers mega reinnehmen. Nice. Ah, der Klone Reno. Lava Klon Archers. Mhm. Aber das kann ich so viel gegen Klon, ne? Ja, geht. Er hat Elektromagier, er hat den Feuerball, er hat die Königin. Ja, aber guck mal, den Königin. Ja, weil Sam nicht so gut ist. Ja, stimmt. Was ist das für ein Deck vom Gegner? Das macht ja gar keinen Sinn. Babs! Ja.
Ah, die Archer. Ja, die Archer. Ich habe hier so Facebook bei 20 Siegen, so ein Gegner, der ist übelst trash. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Lava Archers habe ich noch nie gesehen, ne? Ich, meine Theorie ist, dass er so diesen random benutzt hat, wisst ihr? Da selbst. Mhm. Das heißt, ja, aber da selbst dann ist er ein Trash-Spieler. Ja, Daniel One Piece, Daniel für 14. Schreibt moin, mach weiter so, werde ich machen. Danke dir, Daniel, für deinen 14. Stimmt. Ey, das Spiel ist schon vorbei, what the fuck? Dein Faust. Sehr gut. Ich geh rein. Geh rein. Mach das. Gegner hatte ein bisschen Pech mit der Startart. Stimmt. Ich guck mal, wie hoch war der Gegner? Das war schon. 3K. Josette 11. 6K. Er spielt erst, glaube ich, in Ladder auch. Rosette. Ja, ich hab's auch gedacht. Wollte nicht sagen, aber. Heißt Wins. Weil ich einen dummen Spruch bringe, aber ich hab gedacht, na komm, lass mal. Ja, dafür bin ich zuständig. Das ist wohl korrekt. Oh! Ah, du hast die Quake nicht getroffen, Faust, die überlebt jetzt. Ja, das ist sehr nervig. Ja, aber jetzt kann ich noch Finger machen gleich, weißt du? Das ist gut. Oder? Hat die noch genug Leben? Ja, hier schon. Der Tank nämlich. Alter, voll krass. Sehr gut, weiter so. Heftig. Meine Güte, bist du ein geiler Zocker. Hacker mit Wächter. Ja, mit den Wächtern. Der war mega schlecht, Mann. Hat er sich verloren? Ich weiß nicht. Hat die Wächter an? Ja. Er hat keine Wächter im Cycle. Ja, er hat nichts. Schade. Ach, Digga, ja, was glaub, ist das denn? Ich glaube, der Gegner hat eigentlich voll das kranke Matchup, aber das war es gar nicht. Ja. Weil Faust ihn wieder outplayed hat. Das ist geil, weiter so. Hä, der elektronische Magier. Gutes Holz, ja, stark. Das hatte ich sehr gewastet, Bauermäßig. Hat Geheiz gebracht, heiliger Lachen. Und Faust ist verteidigt. GG, das war's. Ja. Hä? Was mit Karl? Karl ist leider krankheitlich ausgefallen, krankheitsbedingt. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Ja. GG! Oh, ich sogar noch Kicker. Ich einfach aufgeben. Bin ich dran? Ne, Morten ist dran, ne? Jo, ich bin danach dran, ne? Der Faust. Okay. Es heißt Soul Pain 12, danke für den Prime, vielen Dank. Wie geht diese Interaktion eigentlich aus? Natürlich. Okay. Die ja, das hat dir, glaube ich, jetzt viel gebraucht. Also ich verstehe da die Interaktion jetzt nicht ganz, aber okay. Bixman allein. Ja, Bixman allein, ich darf 3 hier lang haben. Hat er einen Test? Ja, hat er keinen Test. Schade. Eigentlich eine 20-Siege-Challenge für L müssen wir eigentlich. Ja. Ja. Machen wir irgendwie. Wir müssen uns nur ein cooles Konzept überlegen. Denken ja im Grunde countert der Gegner dich doch komplett oder nicht? Ist egal. Ja, aber der Gegner ist halt einfach nicht gut, das Problem. Ich geh ins Game. Tun Sie dies. Hat jemand schon eine Niederlage? Nein. Flobby hatte dreimal fast eine. Stimmt. Aber es hat noch keiner alle gehabt. LOL gegen Hawk Cycle. Steh ab, du. Verrottete Tomate. Und das ist nicht mega hart. Was willst du eigentlich da hinten vom unbedingt letzten? Also Sam, du hast ja gegen Lava und Klon Archers gespielt, also immer leider wirklich. Na, halt's ja, Maul! Komplett ja, das ist so eine dumme Scheiße. Ja, komm Junge. Ich kann eigentlich schon ins Game gehen. Komm, hä? Alex, hier, mach mal Miner oder irgendwas. Ich hab keine Miner im Cycle, mein Sohn. Firespirit, Miner, Mega mit an die Bridge, los. Ich hab kein Firespirit mit meinem Deck und ich hab keinen Miner im Cycle. Ja. Ich hab mich grad so gebrochen, ohne Witz. Mega mit Bridge, ist auch gut. Was ist das für eine Kanone? Was ist das für ein Placement? Ich bin auch einfach ein Hawk bei 3 nicht viel gefühlt. Ne? Das ist so schlecht. Ich will ja, dass der Golden einen Turm dash mit dem Kanon. Ja, ja, nochmal! Ja, er kennt die Karte nicht! Nice. Kann man auch nicht retargeten, gefühlt. Okay. Okay. Hops! Let's go, Bixman. Ja, komm. Der Gegner mag Golden halt nicht. Ich glaube auch nicht.
Ja, ich geh rein. Schön mit dir. Ja, ich brauche erstmal 100 Jahre, um mich zu finishen. Das geht mit ein paar Krankheiten. Delivery Brücke. Kämpfen! Du willst kämpfen? Heiligala. Zugriff! Chappie. Das ist ein Chappie. Tryhard. Das sieht man schon am Namen. Was ist denn ein Tryhard? Safe. Der hat dieses C3 vom Namen. Also er wollte irgendwie seinen Namen färben, aber er hat's verkackt. Ja, er hat's verkackt. Das ist ein richtiger Tryhard. Ah, nice. Geil. Ja, aber ich chillig. Ich meine, ein Hit ist es. Ja, es ist ein Hit. Ja, das ist interessant. Definitiv. Spielt denn der da? Guck mal, was der für ein Deck spielt. Das Faustdeck, ja, ich spiele das Faustdeck. Aber zum Glück ist er nicht Faust. Vielleicht ist es ja Faust aus dem zweiten Account. Ja, das Ding ist, was wir machen gegen Graveyard eigentlich, wenn ich fragen darf. 100-0 wieder. Egal, der Minero-Chip wieder. Verrückt. Ja, er hat das ein Problem, ne? Ich weiß nicht, ob er das weiß, aber. Wie will das jetzt deffen? Ah, das war wohl nie, das war nicht so cool. Ja, wobei. Ist okay. Oh, nee, doch nicht. Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das okay ist. Aber ich muss eigentlich nur 1-1 holen, dann gewinne ich das. Also, ich könnte es auch so gewinnen, aber. Er muss halt Druck machen. Ja, das hat er aber nicht verstanden. Glücklicherweise. Warum steht denn Barbell und kein Holz? Holz ist ja irgendwie cooler. Snowball bitte. Geddies bitte. Jetzt du. Jetzt nun natürlich. Nun links. Hm. Er ist dumm, hä? Ja. Ja. Okay, ich dachte kurz, der Chart noch ein Tor. Nee, Junge. Das war's aber oder nicht? Ja, der Chart, der Bixman kann nochmal die Ulti setzen. Und dann macht er einfach BUM. Ja, BUM. Vor allem nur eine links dieses Würfel. Okay. Er lebt noch. So Junge, wieso macht er denn keinen Druck? Für mich klingt Sam und Karl gleich. Ja, Karl ist gar nicht so cool. Nee, wirklich. Was ist das denn? Warum kommt der in die Nähe mit der Hütte? Oh gut. Ärgerlich, I guess. Ja. Der Battle Pass habt ihr unendlich. Ja, gut. Nice try von ihm, ja. Ja, kann man machen, klar. Cool, fucker. Mit Radio. Gut. Nee, das. Einfach mal eingeladen. Er ist ja so broken. Oh, wie enttäuscht wird deine Stimme einfach, Alter. Mit dem Deck haben wir ja gar nichts gegen die Golden Knight. Richtig. Ja, so ein Mülldeck, die müssen das Deck mal wieder buffen. Kann er mal seinen scheiß Ballon spielen? Warum spielt er den nicht? Ist aus der Mode gekommen. Kommt da. Ich glaube mit Queen statt Mask und mit Lock. Ist das Deck so okay? Nee, jetzt hat er noch keine Chance, er kann outcyclen. Das mache ich noch leider nicht leicht. Wie outcyclen? Ja. Aber spiele ich jetzt nicht noch zu outcyclen? Ja, Flo. Cool. Das war's. Egal. Ja. Nice. Jetzt muss wieder Flobins Game, aber ich glaube, Flobins ist halt kacken oder so. Flobins Game passt auf 20 Minuten. Ja, ich bin da, Justin 02116 ist ein Prime. Aber Daniel, Justin, für deinen Prime. Vielen Dank. So. Einer. Haben alle gewonnen? Ja. Alter, wir haben immer noch kein Game verloren. Vierte, fünfte Runde startet jetzt. Einer schreibt in deinem Chat, Flobby, warum macht man sich Essen beim Stream? Kann man doch davor. Also Flobby, du bist echt ein guter Streamer. Ich doch auch hart. Geil. Perfekt. Perfekt, Digga. Oh Mann, ey. Immer diese Kritik. Mosi sind 33 im Chat. Moin, vielen Dank für ein Turnier. Danke dir, Mosi. Ja. Ich hoffe, das werden wir haben. Also aktuell sieht es ja gut aus. Ich mach dann einen Primex von einem 10-Tages-Team. Einfach davor essen oder was? Ich bin dann im falschen Deck reingegangen. Ja. Aber danke für den Moment. Ja, muss man halt einfach vorregeln, ne? Dafür für 10 Tage schon mal vorladen. Ja. Machst du das nicht? Astronauten essen. Halt dich alle. Okay, er spielt Packer. Wenn er gut spielt, dann nudelt er dich so hart, dass du nicht mehr gehen kannst. Das können auch verstehe ich nicht, was ich spiele mit Ebert. Ja, ohne Lightning. Sehr gut. Okay. Ja, sehr gut. Ich kann nicht Flobby, der, aber der Pick, ich glaube, der war richtig scheiße, oder? Der E-Giant war mega schlecht.
Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass er mehr Elixier committet für die Queen. Achso. Und ich dann noch mehr Damage mit dem Dings loskriege. Aber ich glaube, es ist so oder so gut, oder nicht? Er hat dich gebaitet. Er hat absichtlich einen Vollbug gemisst, damit du Fehler machst. Natürlich. Natürlich. Was, wenn er gleich. Okay. Wir können jetzt den ramischen Reiter auf der rechten Seite bringen. Okay. Oh, zweite Packenheit ist weg. Jetzt wäre der. Ja, jetzt spielen wir den Kate. Ja. Oh, das Problem ist, dass die immer warten. Die warten auf die Folgen. Ich spiele auch einfach was bei der Elixier. Das darf man nicht, das ist nicht erlaubt. Nee, das Ding ist, einfach Regelbuch. Die warten immer, bis die warten nicht mal, bis die voll sind. Sie lassen dann aber überlaufen, die Knechte. Da kommt der aktive Lightning Cycle, let's go. Geile Scheiße, Digga. Die müssen auch mal ein paar Random Plays, auch einfach mal ein Pack-up. Ja! Zünde ihn! Zünde den Tornado! Ja, genau. Danke, Izzy. Kuss. Ey, der Gegner hat ja so ein Matchup, Mann. Ja, aber er spielt wie so eine. Nein! Aber der war so doof. Oh nein! Jo, er hat einfach den besten Kite, den er je gemacht hat, gemacht. Unabsichtlich. Er verliert trotzdem. Abwarten. Warum hast du das Spiel nicht gegessen? Okay. Und Flobby ist auch einfach ein formaler Profi. Lol. Danke dir, Mann. Tobi Jackson, ja, 200 Bits rausschreibt als Motivation, dann sind meine Bits los. Ja, wenn ihr irgendwer von euch noch Bits los werden hat, ich nehme sie gern. So ist es nicht. Also, wenn ihr unbedingt das Bits loswerden müsst. Das war ein geiler Dash. Ich sag nicht nein, ne? Danke für die 200 Bits. Und dann natürlich auch dann die Motivation. Klar, aber die ist schon ganz hoch. Was ist Lightning. Ja. Oh, Baby. Wie Lightning Value. Der fällt aber auch ein bisschen rein gerade, der Gegner. Ja, aber er nimmt doch. Oh! Doch ein bisschen knapp, ne? Ja. Der redet echt über Dinge. Der ist ja gerade die übelste Lag, weil wir heute am Turm. Er muss mal ein bisschen mehr Value aus Kollege Schnüffel bekommen. Fuck. Der hat den übelsten Lag, Alter. Was war das denn? Die war am Turm. Hä? Och, Junge. Okay, kann ja so dicken Edel angehen. Was ist denn los? Ihr habt 400 Bits rausgeholt. Komm, weg damit. Ja, okay. Danke, hier ist die Bitsmüllhalter. Also, wenn irgendwer noch von euch Bits ein Packer, bitte! Ja, dankeschön. Danke für die 400 Bits. Der Lightning ist halt auch so schlecht. Ja. Hallo, das ist es. Ah, Digga, der fette Sack. Aua, nein! Ja, du hast gewonnen. GG's, kannst ins Game gehen. Hall. Wir müssen noch kurz aufpassen, nicht, dass der Lightning blockt. Doch, klar, weil die zusammen 5 noch gewinnen dürfen. Ich darf 3 abfinieren, klar. Weil die ja nur 2 Spiele aufmachen. Nein, das ist eine Lüge. Shadow the one and only legend. Ich spiele gegen Mülheim. Gegen Mülheim? Da war ich schon mal. Ja, du, in Mülheim, Ruhe. Perfekt, ich wusste, dass Bix wieder irgendwas Dummes dazu sagt. Ja, das ist ein Song, kennst du nicht? Ja, ich. Google, ich muss ihn aber auch nicht kennen, Bixen. Also, ist, ich bin okay, wie ich bin, Bix. Oh mein Gott! Ah, oh, das gefällt mir nicht. Ich hab Feuerball. Oh mein Gott! Die fliegende Maschine, die würde ich so hops nehmen. Die fliegende Maschine. Man kennt sie, man liebt sie. Oh mein Gott! Er hat die Sword of Blade! Alter, Sam! Was machst du, Sam? Du musst sie verteidigen. Nein, du Dummi. Du Dummi. Die lassen wir dran. Wir brauchen eine Elixir-Lead, damit wir gleich eine Queen einfach an die Brücke spielen können. Die Elixir-Lead. Wie sind die Teams? Es spielen Sam und ich zusammen, Bigspin und Morten und Faust, und Bigspin spielt alleine, weil Karl gelieft ist, weil es ihm nicht so gut ging. Und bis jetzt hat noch niemand eine Niederlage. Niemand. Einfach niemand. Ich glaube, das hatten wir noch nie. So lange. Das ist sehr überraschend, ja, tatsächlich. Das Matchup gefällt mir nicht. Also wir waren schon immer gute Zocker, aber wir hatten das, glaube ich, noch nie, dass wir 5 Runden lang keinen einzigen Loser haben. Wir haben einfach nochmal ein Level abgeschafft. Level up. Heide Jalla. Kader Pix ist Sektation, du musst daraufhin kotzen, Schnauze vorschuss. Hey, wieso nimmt er nicht so hart Hops? Eigentlich halt auch. Das Ding ist, du hast in deinem Deck eigentlich nichts gegen die fliegende Maschine außer Feuerball. Ja. Gegen die Hütten habe ich nichts, das ist eher mein Danke Problem. Dir, danke dir schon mal, ja, danke dir. Ich hab's mir überhaupt gehen. Machen wir jetzt. Wir müssen mal so ein bisschen schreiben. Flavi hat Ähnlichkeit mit Schreck. Eher so ein Fünftel Schreck, aber danke für die 100 Bits. Den nächsten Hof platziert. Ich liebe es, wie er seine Truppe platziert.
Er macht das wirklich gut mit extrem viel Skill und Leidenschaft. Du siehst die Passion. Max, oh mein Gott, war die Queen so gut gespielt? Sie hat in der Karre rein, ne? Ja, aber die Kid hat alles. Alles hier deffen, ne? Ja, das stimmt. Alarm da, aber gegen Fires mit Zacki halt, das weißt du auch. Der Dummi. Also das Matchup ist halt wirklich nicht gut. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh mein Gott, die ist dran für zwei große Hits. Oh mein Gott. Das sind auch keine zwei Hits, das sind zwei große Hits. Digga, dieses Matchup, Alarm. Das ist nochmal wichtig. Wie Andrew Gamer sagt, die comes from behind. Was ist das jetzt? Da war ich der Goat Goblin. Sam ist alt. Das ist eben das neue Lieblings-Emote. Kennt ihr nicht. Oh, Sam! Ja, ein bisschen Damage. Er hat keinen Mega-Ritter und du hast deutlich mehr Elixier. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Das ist sehr gut. So, das kann jetzt noch ein guter Push werden, ne? Ich habe mit einer Pöge dann noch im Ring genervt ein bisschen. Voll die gute Defense von dem. Müll haben. Ah, der Gegner ist gar nicht so mit, Mann. Das ist gut. Ja, beide Feuerball. Ja, das ist der Aua. Radio, aua. Und ein bisschen ja, Damage. Bisschen Chip. Okay, okay, jetzt verteidigen. Ich dachte jetzt reingehen. Schnauze, Wixman. Was? Gut. Mulham, Junge. Warum verlieren die eigentlich irgendwie random ihre Gehirnzellen? Ja, genau, das ist das Problem. Irgendwann hören sie einfach auf. Die können nicht länger als 4 Minuten denken. Ab der 5 Minuten wird's scheiße. Fox, wirklich krass, 8, ne? 8, 9, gut, oder Mörsch schreibt, jo, Frim, bist gerade echt mit Abendprogramm und auch deine YouTube-Videos helfen mir echt weiter. Super nice. Vielen Dank, 5 Euro, freut mich sehr zu hören. Kurz, geht raus. Jawohl, das sind nochmal ganz saftige Hits, die sie eher verhindern muss. Oh, der Ghost. Oh. Der Ghost? Ah! Hilfe! Ja, das war's doch schon wieder, Alter. Mann, er spielt schon wieder wie die große Potato. Ja, gute Mutterhexel, klar. Ja, noch ein bisschen mehr Feuerbewegung am besten. Danke. Mega-Ritter. Sehr gut. Super gespielt, kann keiner was sagen. Super gespielt, einfach super. Ja, sehr gut. GG. Gutes Game. Sam, du bist einfach unglaublich gut und attraktiv. Danke. Bis los. Okay. Wer hätte den MP gehabt? Hätte ich verloren. Hey, Sam. Die haben irgendwie nicht so viel gebracht für ihn. Hey, Sam. Faustus. Digga, Sam, ich habe mir gestern so einen CL-Cast angeguckt. Vom letzten Jahr nicht. Ich hatte so einen Lachflash. Warum? Du hast irgendwie gespielt und dann hat Andrew so richtig laut gesagt, Sam comes from behind. Und ich musste mega lachen. Digga, so ein Goat. Junge. Und darüber hast du damals schon immer gelacht. Ich hab's auch immer gesagt, dass ich geil finde. Weil er meint zu mir, dass ich immer der bin, der meist von hinten kommt. Was auch, ja auch immer geil fand, wenn sie gesagt haben, ja, yeah, Harvey, der One-on-One Specialist. Wie, jetzt wird hier Harvey gefrontet. Ich bin halt immer von hinten gekommen. Ich muss mal so von der Seite. Ich bin Jackson, hat noch eine Hosentasche gefunden. Danke für die Hosentasche. Ja, das können wir doch nicht. CL war echt schon nice, Mann. Echt? Ich find's nicht sehr viel geiler. Warum bist du so? Ganz trockene Ironie. Ich fand's echt ein Dank, weil ich letztes Jahr da gab's nicht mal Bugs. Junge. Geil. Ich vermisse das CRL-Studio, das war so broken. Ja, danke dir, danke dir. Junge, was hat ich hab noch ein paar meiner Jackentasche. Vielen Dank, ob du die oder mit. Dankeschön. Ja, stimmt schon. Jetzt guck ich mir halt so Agony King gegen keine Ahnung wen an. Geil. Von zu Hause aus und dann haben die nicht mal eine Facecam, weil sie sagen, sie laggen Noise. Ja.
Ja, das stimmt echt, das ist echt geil. Ja, ich find's gut, wie knapp diese Games immer sind, Faust, bei dir, das ist echt, das ist nice. Ja, ne? Mhm. Man muss die ganze Zeit zittern, das ist immer so bis zum Ende und erst kurz vor Schluss entscheidet sich endlich, wer gewonnen hat, das ist krass. Zittern nicht. Jetzt hat er die guten alten E-Labs in den Knick. Nein, der macht ja noch einen Hit. Ja, der hat einen Hit bekommen, hast du das gesehen, Faust? Ja. Geht noch weitermachen. Bandit, Golden Knight in den Knick. Nein! Yeah! Egal, jetzt tankt er für die Bandit. Komplett OP. Das Ding ist, eigentlich ist das Venture jetzt, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, es geht echt. Wobei, jeder ist freudig, Bandit ist freudig. Also, ich kann fast so reden, nee, fast kann nur gewinnen, fast kann ich reden. Er ist ein Gewinnertyp, kein Redetyp. Ja. Schade. Ja! Ja, stimmt schon. Das ist echt nicht vielleicht langweilig zum Zukommen. Gut geclashed, Faust, gut geclashed. Ich gehe ins Spiel, ne? Ich bin am Clashen jetzt. Ja. Rein. Chance für 20-1. Ja. Yalla, gegen Uwu. Uwu. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir nächstes Mal ab 20 Siegen starten. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. What? Bro, chill. Oder wenn wir die Niederlagensnote machen. Bro! Alter, Telefonisch. 800 Bits rasch hat, damit du deine Steuerschulden zahlen kannst. Ja, die ist auf jeden Fall am Start. Danke dir für die 800 Bits, vielen Dank. Ey, der spielt auch Packer, ey. Kann sein, dass Packer irgendwie Nerf baut? Ich dachte eigentlich, Packer sackt mega, aber irgendwie spielt auch immer jemand Packer. Ja. Ja, die spielen ja auch immer so Packerbrücke. Aber Krab ja auch. Packerbrücke gefällt mir eigentlich. Ja, aber Krab macht es, wenn Sinn macht. Also. Ja, aber Krabi geht mir auch auf den Sack. Ja, Krabi geht mir auch auf den Sack. Er macht gegen mich auch immer Packerbrücke, dann verliere ich. Wie schlecht bist du? Schnauze. Packt Barfer nicht komplett gegen Packer? Ja. Also das Deck habe ich nicht mal gegen ihn gespielt. Ich habe andere Decks gegen ihn gespielt. Ja, dieses No-Damage-Deck mit Queen, da hat er immer Packer Brücke gemacht. Und dann war da einfach der Cycle-Bug. Und dann hatte ich die Queen direkt als... Die kam literally als nächste Karte bei Cycle, die sie gestorben war. Da habe ich sie wieder aufs Deck gebracht. Und dann hatte er die Schnauze ganz doll voll. Ich muss doch transparent sein. Ich fand den Cycle-Bug viel besser als jetzt. Der hat mir viel mehr Spaß gemacht. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, der Gegner. Ja, der Halbmutter-Hexe, die nervt ein bisschen, die ist ganz, ganz böse. Wenn die Schweinchen spawnen, habe ich ein Problem. Das ist so eigentlich, tatsächlich macht sie das manchmal so ab und zu, aber nur. Das heißt, ich muss das verhindern. Heidi, Alla. Ich hab Arschwasser. Arschwasser. Wie nice. Sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen. Reicht das perfekte Skelly-Placement? Nee. Oh! Oh! Das war schon... Alter, das war schon ganz, ganz krass. Das war schon heiß irgendwie. Setz dich hin, Junge. Was sind eigentlich die meisten Niederlagen, die wir mal in einer Runde hatten, frage ich mich. Bro. Safe 3 oder so. Hä, das ist E-Sportler, was will er von mir? Hat er keine Freunde oder so? Der spielt die ganze Zeit ganz sehr, wie dumm. Junge. Gab's nicht mal eine Zeit, da hat Tesla so doppelten Damage gegen Packer gemacht? Ja, da kann ich dann ein ja. Ja, das war ein COC oder nicht? Es ist ein bisschen COC. Also COC weiß ich das auf jeden Fall, aber warum eigentlich ein COC? Wie dumm, nur das Game keiner mehr spielt. Alle weggegangen, weil Tesla gegen Packer broken ist. Ja, die ganzen besten Ace-Zocken gibt's ja eher. Die nervig. Jetzt also die Inspiration. Warum hast du mit X-Bogen angefangen? Nein! Doppel und MG Packer. Hä? Wenn der Ramische Rider connectet, hab ich ein Problem, deswegen logge ich ihn. Toll. Der Tesla, der nimmt ihm den Arm Uwe ein bisschen hoch. Uwe. Gemüse, was du mir gezahlt hast, ich komme nicht überhaupt für zu heute, was meinst du? Aber danke für die 100 Bits. Ja, aber irgendwie ist dein King-Tor aktiviert, das heißt, ich kann den Miner irgendwie nur auf einen Spot spielen. Oder ich spiele ihn hinten, aber dann krieg ich kein Damage. Das heißt, ich verteidige einfach nur Spam Teslas. Ja, Spam Tesla, Spam, Loks, Spam. Ah! Nein! Hops! Okay. Dieser ja. Mini-Dash. Ja, einfach nur mal für die Computer, jetzt auch mal ein bisschen Stärke zeigen. Junge, was hat er denn für Ideen? Ah, nicht so ganz die besten. Ich holz das. Warum kitet er nicht? Hier mein, ich und mein Holz. Manchmal kitet er, manchmal kitet er nicht, das ist inkonsistent, das verstehe ich nicht. Ich glaube, Tesla wird gebufft. Hä? Der Tesla war halt eingefahren, deswegen. Warum macht der Packer Brücke gegen Tesla? Ich verstehe auch nicht. Aber ist gut. Ja. Ist gut. Ich glaube, er ist gut.
Er ist ein Dummi. Und das Ding ist, wenn er gleich den nächsten... Kommt er nicht durch? Der kommt nicht durch. Das Spiel. Was? Guck mal jetzt, das ist gut für dich jetzt. Guck mal da. Ja, ich kann ihn jetzt zünden. Genau. Der ist, ich kann auch gleich wieder den Giftzauber spielen. Kannst du nochmal zünden? Ja, zünd nochmal, komm. Ja, aber der geht doch nur drauf, oder? Achso. Danke dir. Mega nice. Ja, ich setze jetzt die Skelette, die Pfeile zu sehen. Einfach alles, das ist so frech. Nee, weil ich dich hops genommen, aber geht der in den Turm? Nee, ne? Das wäre verrückt. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre zu verrückt, um wahr zu sein. Nein, alles gut, ich nehme mich komplett hops. Ehre genommen, Royal. Ja, wirklich, aber auch wirklich gut an. Einfach sehr gut. Schwierig, okay, ich geh rein. Ich schütze. Ich bin unsere Favoritenrolle haben wir einfach damit unterstrichen. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ich dachte, Flo, du bist nicht dein Favorit. Nein, seid ihr nicht. Ne, was? Junge. Gegen Karius. He's Karius, ja, ich glaube, das stimmt. Dann gib mir mal, dann nicht mal Makarius. Mega nice. Nicht so nice. Ich habe keine gute Hand leider. Was du? Nee. Makarius ist sogar mega hoch. Ich weiß gar nicht, wann ich spiele bei Worlds. Auf welches Spiel ich bin. Ist das noch nicht bekannt? Ich weiß nur, von wann bis wann es geht, aber ich weiß nicht, welches Spiel ich bin. Ich habe die mal gefragt, aber die Drohne wollen mich. Nice. Oh, warte, jetzt halt hier. Jo, Lobby. Ich bin Match 3, das heißt so gegen 14 Uhr, glaube ich, spiele ich. Wann kommt wieder Rush Wars? Ja, genau. Genau. Ja, gute Frage, was denn? Okay, mein Gegner hat schon das Spiel verstanden, aber er hat einen guten Start gehabt, also. Leider. Ja, wenn du deswegen verlierst, wäre schon ärgerlich. Also er hat auf jeden Fall die Royalhawks, die Zappies, die Flaggenmaschine und den Feuerball. Er hat noch 4 Karten übrig. Wenn ich denken würde, würde ich sagen, er hat noch das Barbarenfass, den Megaritter, vielleicht auch noch... Ein Goldie? Ja, vielleicht noch... Spielt er nicht Rekruten? Den Golden Fucker. Spielt er nicht ganz normal Rekruten? Er könnte auch Rekruten spielen. Dann hat er jetzt noch die Königsrekruten, noch den Golden Fucker, das Barbarenfass und dann hat er ein komplettes Deck. Ich glaube... Und Bix hat wieder 100-0. Ja, also ich meine, das Megaman auf die Flying Machine macht halt 2 Hits, dann ist die Flying Machine direkt tot. Ja, aber Megaman hat Power Spike. Ja, ich muss einfach so spielen wie hieß er nochmal? Osama. Ja, genau. Ne, der ist kacke. Oder wie Votop. Ja, der ist ja noch schlechter. Also. Aber ich bin ja der Flying Machine immer so, dass du dir gar nicht Megaman nehmen kannst. Ich hab immer Beef mit Rekrutenspielern. Hä? Ha! Der hat nicht mal den dritten Guard angecharged. Was hat einen nur angecharged, du Cake. Baby Dragon ist ja den dritten, ja. Weil an einem war er, dann charged er an den zweiten und dann hat er den dritten schon, nicht angezogen. Ich hab schon 2, hä? Ich hab auch Beef mit dem Octopus. Der, ich hab gestern ja nicht gespielt und er hat mich einfach nicht gefinisht, der Knecht. Dann hab ich die erste BM. Ehrenmann. So, das bleiben mit E-Giant am Seasonende, weil die sort BM. Es sah irgendwie aus, tatsächlich, als ob der gerade nur ein einziges Mal gecharged. Ja, ist er auch, hä? So, hallo, Flobby. Hallo, Bixwin. Schau mal, Golden Knight ist inconsistent. Nicht schnell. Kein Feuer im Cycle, hä? Hä? Du hast einfach Golden Knight, Golden Bridge. Wie nice. Ja, es ist halt komplett No-Skill, aber guck dir das Deck an. Das ist komplett OP irgendwie auch. Wie er nicht schlecht schreibt. Kannst du mal gegen Hoggy Q spielen, Digga? Nee. Wie so ein Iren oder so? Ich hatte keinen Bock. Dann wird die Iren einfach komplett entwendet und in der Pfanne gewendet. Ja, das war's. Geh ins Game. Lobby. Ja. Tschüss. Das war mir irgendwie zu leicht, was Bixbin hier gewonnen hat gerade. Wir sind bisher ohne Niederlage. Wenn es so weitergeht, dann wird das ganz krass. Ja. So ist es. Wir haben alle theoretische Chancen, in die Top 50 des Planeten einzutreten. Oh, einzutreten. Goal. Wie viele Siege sind denn das? Michael, Andy. 31. 31, ja gut, das ist ja noch ein bisschen. Michael Andy. It is a Michael, man. Gibt mir halt ein bisschen Geringverdiener-Vibes mit seinem Ritter. Also, wieso spielt er keine Valkyrie? Valkyrie ist so viel besser. Hä? Der Chip. Ja, gut, voll wie stark. Du hast kein Backpull, ne? Ja, der Dark Prince, jawohl. Was macht er denn? Ei, das war jetzt. Wie kann man das denn so schmissen? Er hat halt so gutes Matchup gegen E-Giant. Ist noch die Fähigkeit an. Ja. Mach doch was. Er kennt nichts hier. Kein Elixier. Jetzt hat er es über 3. Er hatte so viel Elixier, dass ich gespielt habe. Das Spiel ist grandios, mach weiter.
das denn? Wieso liegen die Leute heute? Er liegt doch nicht! Hier. Er hat jetzt 3, 4, 5, 6. Ey, was passiert denn heute? Wir sind Knechte, ohne Witz. Der Gegner ist so scheiße. Junge, er hat sogar ein gutes Matchup gegen Lockbay, gegen E-Giant. Lockbay ist eigentlich mega broken. So eine Banane. Du hast ihn komplett outplayed, stark, glaube ich, stark. Ja, danke. Stark, Mann, weiter so. sehr gut gespielt. Ja, hi, Games Game. Au. Android, Nivelle hart. Okay. Nivelle ist Niveau. Okay. Hart heißt hart. Hartes Niveau. Mutter kommt rein, ja, man weiß es nicht. Zu der Spanisch-Punkt? Wolfstochter 21-0, Diego B 21-0, 5. Wie okay sind die? Achso. 21-5 meine ich. Achso, wie beide 21-5. Ja. Ja. Die sind immer. Keine Ahnung, die sind immer so oft so niedrig. Wolf, die Waschmaschine. Irgendwie gucken oder was? Oh nee. Ja, das ist nur eine 0 zum Glück. Das Rekruten und Feuerball, wenn du Rekruten auf Hoggies platzierst, ist das mega schlecht für mich. Alter, so krass, genau im perfekten Zeitraum gezündet. Ja. Die Kuhn sind okay gegen Queen. Ja, sind sie echt. Ui. He sells out. Okay. Passt. Passt. Alter, die Hoggies, die sind so krank. Es heißt Mana. Mach auf Level 14, 101 Damage. Das ist verrückt. Buchkauf, danke für den 12. Grüß raus, vielen Dank. Verrückt. Viel. Ja. Warum weißt du das Wort? Ich glaube, ich habe einmal irgendwie mit 3 AP oder so verloren. Deswegen wusste ich, dass die 101 machen. Weil Turm war auf 104. Und hat einen Pick genau einen Hit gemacht, weil ich verloren habe. Geil. Ja, ein bisschen Damage, okay. Ach, noch sehr einer, gut. Gott. Ja, okay, okay, okay. Noch ein Hit. Aber warum sind die so kacke? Das heißt, Rekrut ist komplett okay, weil solche Bots da oben spielt Rekruten. Rekruten sind nicht so schwierig zu spielen. Dann ist Flugi drauf. Ja, es könnte auch sein. Fox, mein Brasilianisch ist nicht so gut. Portugiesisch, Leute. Achso, okay. Ah, chillig. Also, dein Gegner ist scheiße. Aber das hören wir heute nicht zum ersten Mal. Verstehe ich halt schon wieder nicht. Ja, das 100-0. Denk. Das Ding ist gar nicht so scheiße, aber ich lasse es einfach nur so aussehen, dass wäre scheiße als du die. Ja. Mit Cage, ja, der Cage auf jeden Fall, ja. Ist das deine Star Level 3 Fähigkeit, Sam? Ist eigentlich. Was ist deine Star Level 3 Fähigkeit, Fabi? 2 Wochen wieder quitten, nachdem das Spiel rausgekommen ist? Ich hab kein Star Level. Achso. Ich bin zu 0% Star. Stimmt, du bist nur ein Fan. Warte mal. Nur ein Fan. Ich liebe das Hobbys zu spitten, wenn man auf beiden Seiten Sachen hat. Das ist so cool. Ja, satisfying. Splash, ja. Das war's. Okay. Die Faust. Darf rein. So gut, Sam! So gut! Bist du ein Ehrenmann? Fehl die Helden machen CR wenig kaputt. Wie siehst du das? Nee, finde ich nicht. Ich finde die Helden extrem geil. Machen können wir mal ein Double Tournament machen? Weiter so ein Duell, wo wir alle 2.6 spielen, das ist auch lustig. Aber danke für die 5 Flöbits, vielen Dank. Oder Randendex. Abgelehnt, schade. Randendex würde ich mich auch sehen. Randendex würde ich mich auch sehen, ja. Auch richtig. Ich sterbe. Das wäre echt nice, no joke. Oder Triple Draft Kappa. Bei 15 Siegen Randendex, das wäre übel nice. So ein richtiges Hardcore-Duell. Ich als wir gewinnen, ne? Ja, aber das wäre geil. So ein richtiges Hardcore-Duell. Wobei, mit diesem Random-Deck-Button in-game kriegt man gar nicht so schlechte Random-Decks. Doch, Junge, ich hatte jetzt im GT 4 Gebäude, Lava, Hund, Freeze. Das war richtig nice. Echt? Ja. Ich habe das Gefühl, man kriegt eigentlich immer eine Wund-Condition und irgendwie ein Spell und so. Ja, ich hatte Freeze. Also die Decks, die sind nicht so bad. Da hatte ich 4 Gebäude. Das Matchup wird schwierig, Faust. Hoffentlich geht dich. Ja, es wird schwierig. Weil er hat die Königsschweinchen. Er hat eine sehr gute Antwort gegen alles. Aber die Frage ist halt, wer ist der bessere Clasher? Und da sehe ich ganz klar den Kiefer. Es ist halt noch undefiniert, ob er EQ oder Lightning hat. Undefiniert. Ja, hoffentlich ist es zu. Also. Ja,
mit Lightning. Oh. Ein bisschen aggressiv, was der macht. Er hat zwei Elixier! Drei, wenn er da irgendwas. Ja! Ja! Cage! Egal, der Ach so! Cool, wenn wir jetzt gleich wieder. Perfekt. Boah, der Heals blöd. Kann der Ghost sterben oder hat er keinen Bock? Nee, schade. Hä, das ist voll viel Damage. Okay. Weiter so. Aber er hat drei Elixier mehr als du. Egal, die Bandit Force jetzt noch meine Elixier. Ich weiß auch so, ich hab irgendwie witzige Lags gerade. Hm. Im Game. Ja. Alles gut, wenn er jetzt Hoggies macht, hast du E-Bubs oder sowas. Ja, ja. Das wird schwierig mit dem Lupi. Wenn er das komplett defensiv runterspielt, kannst du das eigentlich gar nicht gewinnen. Hat er auch einen Pick zu geben. Er ist. Sein Clan ist geil, Papa. Nein, aua! Ja, immerhin. Viel Elixier gewastet. Ja, er denkt, du hast voll. Ah, nee, er denkt es nicht. Hä, komplett auf Play. Nein! Nein! Unlucky. Komplett auf Play. Unlucky. Ja, war unlucky. Weiß nicht. Gewinnst du das, wenn du nur auf eine Lane pusht und er die ganze Zeit nicht rein pusht und verteidigt? Das wird sehr schwierig werden. Das weißt stimmt. Du? Sehe ich ähnlich wie du. Brauche ich Gras? Nee, ich brauche kein Gras, Rudi. Mega nice. Das sind komische Lightings von ihm, Faust. Ja, ja, das sind echt sehr Lightings. Die kommen auch immer an komischen Zeitpunkten, wo ich sie nicht mehr expecte. Ja, aber seine Queen shreddet immer 300 Elixier von dir. Sind halt immer so richtig, das ist halt 1 für 7 oder so Trade insgesamt mit der ist echt so. Fähigkeit. Du musst mit dem Tiger kämpfen. Ey, der Gegner schwitzt ganz schön. Er wird noch einen Fehler machen. Wir müssen noch einen Fehler warten. Alle zusammen. Quatsch mit Soße. Mal gucken. Ist fast schüchtern, ja. Nüchtern ist fast schüchtern. Aber voll ist er toll. Ja, das ist jetzt Punish-Potenzial. Ja, das ist ein Schwein. Oh! Ja, okay, Digga, okay. Okay. Klar. Wäre der Punkt gewesen, hättest du gewonnen. Nice Karte, cool. Zweitens, warum ist er wieder weggecharged? Ja, weil der Brawler dann da war, aber keine Ahnung. Der ist auf den. Das den ist ja richtig Cage nice. Auf dem Turm auf dem Koloss. Ja. Dumm, hä? Der Gegner hat gerade gar keine Ahnung. Wir lernen wirklich, man lernt, obwohl die Karte schon länger draußen, man lernt jeden Tag was Neues. Ja, so wie den Hintergrund. Ich den neue Krankheiten. Kann. Man kann es ja nicht anwenden, weil. Weil du ja, das ist. Ja, ist los. Entzünde! Den Tornado! Ja, da nochmal reingespammt hier, das ist nochmal gut. Push auf beiden Seiten, da gibt's auch den goldenen Ritter, der golden Fucker, los, rein. Kannst du auch für golden Fucker zu sagen. Ich kann ja auch golden Shitter nennen. Ich hab verloren, scheiße. Hey, wieso? Auf deiner Seite, er checkt's nicht, er checkt die andere Seite nicht, Bro. Oh! Er ist so bad. Ja, der wird hochgeheilt! Nein, niemals. Oder der braucht den golden Fucker! Komm. Ja, alles gut. Jetzt oh mein Gott, war das close, Alter. Holy Glaubst du Lightning blocken? Nee. Doch spiel irgendwas. Ah, scheiße! Mann! So gut. Ja, Junge, erste Niederlage. Wichtig. Junge, wie der Gegner war kacke, wie keine Ahnung, Pisse, Digga. Achso. Okay. Perfekt. Ja, unverdient. Gegner hat gehackt und hatte Luck. Der hat den Elixier-Hack gehabt, was denn? Ja, das ist der eine nicht am Turm. Wäre der eine Golden halt am Turm gewesen und nicht wieder zurückgegangen. Lol. Könnte halt jetzt auch einfach eine Doppelniederlage für Team Klorten werden, ne? Nerv nicht, meine Gegner spielen nicht mal. Oh, Royhawks. Hä? Wie oh, random, das ist ein ja. Steam Sniper! Ja, die Hawks. Und warum gehen die nach links? Ja, was soll ich tun? Hä, wie dumm. Er hat 6 Elixier mehr als du, ja moin. Er hat so viel Elixier. Ja, Queen Bro. Bridge. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er einfach random Hoggies EQ First Play einfach an die Brücke macht wie so ein Knecht. Okay. Beam Bridge. Ja, wir gehen, wir sind jetzt bereit. Wir sind jetzt bereit zu kämpfen. Der Gegner wird so hart BM, wenn ich gewinne. Ja, Nerf Graph jetzt warten. Ich denke, das Matchup ist sogar ganz gut. Ja? Oder schätze mal die Schaufel nicht, mein Sohn. Hau ich dir gleich auf den Kopf.
Soll ich mal eine richtige Schaufel zeigen? Kann ich einfach Earthquake cyclen und gewinnen? Es ist ein Poison, Dummi. Oh. Egal. Och. Ja. Ja, sie hätte auch unsichtbar machen können, aber nö. Ja. Ne, hat er keinen Bock drauf gehabt. Da sah er sich einfach nicht. Okay, wenn wir weiter so spielen, gewinne ich das. Ja, nicht so viel gegen meiner. Wenn ich ihn rüber chippe, dann chips. Ja, genau. Ja, das ist unser Damage, wichtig. Keine Skaze im Cycle, das heißt, dann meiner bitte eine Schaufel schwingen. Und wieder keine Skaze. Ich cycle ein Holz durch, weil ich räudig bin. Der muss einfach mal ein paar EQs werfen. Der gewinnt das nicht mit EQ-Cycle, der muss nochmal eine Hoggies Connection bekommen. Ja, aber du musst trotzdem, glaube ich, EQs cyclen. Angst vor dem Golden Knight. Oh, der Poison, das ist so lecker, Schmecker. Warum spielt er die Queen hier? Ja, er rafft es nicht, Mann, er rafft es nicht. Auch mit? Das killt sie noch. Ja, er ist nicht so auf der Höhe. Schade, Mann. Aber er ist actually noch im Rennen. Ja, nice try mit den Skaten, aber leider nicht ausreichend. Dann bitte einfach die Viecher setzen und dann erzählen. Nee, das funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht, aber. Der weiß ja, der gute Wille wird belohnt irgendwo dann auch. Das ist positive Punkte fürs Karma-Konto. Das ist ja wieder ein Poison mal. Hey, Junge, er rafft es nicht, setz doch eins höher. Ja, er muss doch eine Delivery setzen. Wieso fangen die Leute immer an zu choken irgendwann? Ja, er war schon auf Untrash, aber du random Damage bekommen, weil er Hoggies EQ First Play gemacht hat. Ja, ich würde sagen, das war noch einer der besseren. Also. Ja. Langsam merkt man, die Gegner kriegen einigermaßen Brain. Aber wenn ich offline spiele, kriege ich bei 10 Siegen Mohammed Light. Ah, die Queen? Entspann dich, Digga, wahrscheinlich lasse ich dich connecten, ich bin auch kein Dummy. Ich dachte gerade, für einen Hit kommt die ran. Ja, ich dachte auch. Das geht nicht. Ein Knepperli. Junge, das war gar nicht schlecht von ihm gerade. Der Brawler, der Brawler! Ja, der Brawler. Er hat aber nichts daran, dass das Game verloren ist. Okay, ich geh rein. Tschüss, 69. Danke fürs Game. Du hast schlecht gespielt, Bruder. Nike. Mir fällt gerade auf, ich muss ein Ladekabel holen. Hilfe! Ja, mir fällt gerade auf, du bist hässlich. Schnauze! Nein. Schon wieder das Queen Deck oder was? Das ist das dritte Mal hintereinander das Deck oder nicht? Cool. Ich glaube, das ist nicht so gut für dich. Das war richtig nice, ne? Ich find's cool. Hast du eigentlich Arcane geschaut? Ich ne. Ah, die Q, ich seh's! Let's go! Jetzt hat er ein Problem, wenn das Ding tankt. Ja. Das war eine absolut beschissene Trash-Luftpost. Oh Junge, diese ganzen Leute, die checken alle nicht, wie man gegen Graveyard spielt. Das ist nervig. Luftpost ist komplett OP. Aber er spielt so wie Dünnschild. Das ist so schlecht von ihm. Und verloren. Das war so schlecht. Das ist eigentlich so ein gutes Matchup für ihn. Was macht er, hä? Wie verliert man das in der ersten Minute? Ja, nicht so. Ich bin alleine, weil Karl geht nicht so gut. V spielt mit mir und Sam spielt mit Lobby. Er hat noch nicht aufgegeben. Er schreibt gutes Spiel, aber ist so ein Baiter. Gebaitet. GG's. Das war's. Okay. Er ist so ein Kackerschnüffler. Gar kein Bock, jetzt erst 3 Minuten Dix in den Verteidigungssimulator. Verteidigungssimulator. Werden wir? Guter Kommentar. No Name 808. Ehrenmann. Ja, manchmal muss man auch verrückte Sachen machen. Danke, Fabi, kommt los. Tesla Queen Delivery. Ja, ich weiß nicht, wer das verloren hat, Alter. Das war so schlecht von der Luftpost und auch dem, was er da vorgespielt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Gut. Er ist das nächste dran, Flobby. Oder? Ja, oder?
Chill dich, gute Runde. Na, ja, gute Öffkeit. Nice. Ah, er sieht sich da noch. Pass auf, er erinnert das jetzt noch. Bestimmt irgendwer. Ich glaube, er könnte das sogar actually gewinnen, hätte er am Anfang nicht reingefällt. Na klar. Also ich glaube, er ist gar nicht so. Er kann mich zuspammen mit irgendwie allem möglichen. Er hat den Start verkackt. Lasst gerne ein Follow da, meine Hengste. Flobby da? Flobby? Der ist muted, hallo. John Sam einfach, ne? Flipper 1 ja, ist umgekehrt. Da ist gerade ein Stream. Ein Kuss geraus, ja. Vielleicht glaube ich gerade Leute. Ah, okay. Chill dich, dann warten wir kurz. Was ist mit Flobby los? Ja, vielleicht gerade Leute. Okay. Ich dachte, er macht so ein Giveaway. Lass mal weitermachen. Ich geh rein. Nee, ich finde das Deck so gut, Starking. Hast du gewonnen, Wixpin? Na klar. Natürlich, der Gegner war Knechtus Maximus. Oha. Los, Flobby, los. Alter, der ist Asiate. Zeig, was du drauf hast. Das kann so ein dritt oder siebter Account sein von Mugi. Nice. Ich glaube, den Account kenne ich sogar. Guck mir Queen an die Bridge, das gefällt mir, Flobby. Hä? Queen an die Bridge braucht gar keinen Skill, voll dumm. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Also, Mugi ist es schon mal nicht. Boah, 900 Damage dafür, ne? Das ist wirklich lächerlich eigentlich. Ja, doch. Ja, das war's jetzt absolut. Ja. Darüber reden wir nicht. Das kann passieren. Das ist ein sehr, sehr gutes Matchup für ihn. Mal gucken. Ja, mal schauen, ob wir das gewinnen können jetzt. Wäre auf jeden Fall mal wichtig. Wieso gucke ich mir gerade ein Video an, wie Anaban eine Legendary Chest öffnet und eine Wildcard Common bekommt? Eine. Das ist der Bug oder so. Nein, gar keine Bugs, was? Er hat aus einer Legendary Chest einfach einen Common Wild Joker Scheiß bekommen. Geil. Oder wo die? Digga. Mann, das macht ja so viele Likes. Ja, Digga, hätte ich die Tornado nicht geworfen, dann wäre das alles so clean jetzt, Mann. Shit. Den Tornado geworfen. Das ist echt so. Hawk kann man immer auch in den King ziehen. Ja, das ist gut. Im Gegensatz zum Golem. Der kann nämlich nicht herangezogen werden. Okay, ihr seid so komisch. Ich liebe es. Ach, komisch. Die hat nicht, die nicht. Ja, oh mein Gott. Oh, ja. Das ist so eine Summe. Ja, du räudiger Lacker. Junge, kann er mal gewinnen? Geil. Tanz mit dem Eumel-Gegner. Sehr gut, sehr clean. Ja, gute Nado diesmal. Oh man, diesmal. Einfach ein Lightning draufkommen. Hab ich nicht. Ah ja, er ist gut, da kam ich. Ich gönn's dir. Schaff's trotzdem keine 7 gerade. Kann Lightning sein? Nein, ja, die Q wahrscheinlich. Okay. Ja, natürlich. Hatte ich schon vorher gespielt. Hä? Das musst du doch gewinnen, oder nicht? Ja, er ging ja doch immer echt nicht. Das ist eine so eine OP-Karte. Nur Lightning. Nein, das liegt an der Mutter, an der Bogenschützenkönigin, dass wir nicht so viele Lightning spielen. Ja, das liegt am Lightning. Du wirst den Nado nochmal dieses Spiel failen, Flobby. Wir wissen das beide. Okay, zum ersten Mal im gesamten Game, okay. Ja. Okay. Da kommt rein. Wenn der Gegner smart ist, zeige ich das. Ich habe doch Shinnyx 60, schon ein halbes Jahr ist es schon her, seitdem ich mich entschied, hier bei meinem Punch. Oh mein Gott! Man lächelt über die Info Crimes, ob es kostenlos genauso ist. Du hast es nicht bereut. Danke für den 60. War jetzt halt auch einfach nicht zu erwarten. Aber jetzt kommt einfach der nächste Tester gleich. Falls Flobby ein Lightning bringt. Hat er Lightning zu gut? Alter! Hä, der Gegner ist gerade in absoluter Goat-Form. Ich weiß nicht, ob dein Tester hätte kommen müssen. Ja, hätte auch noch eine Weile so dann Horror Lock gereicht. Das war gut. Ja, aber Flobby kenne ich sie für Lightning. Es wird nochmal knapp. Wir gehen jetzt in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition. Jetzt kommt gleich hier ein Ding. Ork. Okay, gut. Weltklasse-Gegner.
Och, ja. Der Hit, Junge. Lightning. Unverdient. Lightning, ein Hit. Okay, schmeckt. Ja. Schmeckt. Flobby hat den... Flobby ja, verliert Flobby den Arschwasser. Das ist das sogenannte Arschwasser, meine Damen und Herren. Der Gegner hat Cycle Advantage. Aber der Tesla war mega schlecht. Er hat den Tesla gar nicht spielen. Ja. Hey, spiel doch den Valkyrie davor und dann Tesla. Hä, hey, Dummi. Oh, oh. Das ist einer von zwei. Scheiße, das war's. Oh, nee, wait a minute. Oh, was? Wieso ist der nicht dran gewesen? Können wir da ja, reden, das ist eine gute Interaktion. Das war ein Bug. Hä? Ja, verliere ich jetzt einfach wegen einem Bug das Game, oder was? Ja. Ja, das ist ein Hit, die ist dran, die war dran, Flobby. Oh, der Leidig ist auch da. Ein Leidig noch. Ein Flobby. Eine Karte gecycelt. Zweite, das war's. Flobby, pass auf, ja. Pass auf, Flobby. Pass auf, Flobby, hä? Verliere wegen einem Bug? Ja, das ist ja mega dumm. Ja, das ist echt ehrlich. Geiles Game, Alter. Geiles Game. Schade. Schade, Flobby. Hä? Habe ich jetzt wirklich wegen dem Bug verloren, ja, oder? Das war's für den Stream für die nächsten zwei Wochen. Es war ein Bug, oder? Also der E-Drive war eigentlich ein Turm, oder nicht? Nee. War ja nicht, sonst wäre er ja am Turm gewesen. Ja, echt. Warum? Guck dich mal den Clan an. Oha. Ich glaube, es war ein Bug, weil der war am Turm. Lobby, der Gegner mag dich nicht, der Gegner mag dich nicht. Oha. Oha. Wer ist das? Echt so. Was ist? Der Gegner von Sam, der mag dich nicht so. Der hat einen Clan, wo er dich nicht so nett einsieht. Ja. Oh. Er hat interessante Meinung über dich. Ich hätte nicht gedacht, dass das rankommen könnte. Meinung über dich. Einer schreit in mein Chat, lasst mal Flobby in Ruhe. Man merkt ja, dass er nicht der Beste ist. Haha, jetzt bin ich. Warum splasht der? Nicht so geil. Flobby Hammer stark. Ich weiß jetzt echt nicht, was ihr gegen ihn kennt. Stark, also ja. Ich finde das strong. Ja, Flobby Hammer stark, stimmt. So. Ja, der gefällt mir nicht. Aber. Man merkt ja, dass er nicht der Beste ist. Aber Walnuss. Die Walnuss ist da einfach mal im Deck drin. Ich glaube, er hat noch Lightning als letzte Karte. Nee, Feuerball. Nehmen wir dann. Das ist ein Problem. Nee. Doch. Das ist der Turm, Digga. Okay. Ja, da fehlt wirklich die Gamesets. Ja, ich liebe Lava-Hund, schade, Mann. Und da ist der BM! Und da ist der Doppel-Loose! Oh! Das ist empfindlich. Doppelus ist sehr empfindlich. Ist und dann hat er dich auch noch gesniped. Was ein Ehrenmann. Chillige Sache. Geil. Deswegen ist er nicht gleich in Morten HS. Das wäre nicht so nice. Ich komm, mach Ehre. Reingeschissen. Ey, wenn er das noch joke. Wenn er das noch joke, ist der große Knecht. Ja, ich gönn's aber auch Sam gerade, ich will, dass er joke. Ja, ich hoffe, ich auch. Aber, warte. Ja, Leute, wir haben den Clan doch gesehen, wir sind ja nicht dumm, hallo. Ich glaub, das reicht nicht, oder? Jetzt bitte Cage setzen einfach und dann. Ah, er hat Feuerball, Digga, wahrscheinlich. Ja. Oh, warte. Die andere Lane, Valkyrie, ja, Valkyrie. Aber der reicht nicht. Digga, so ein Hund! Das ist so ein großes Game. Der Ghost. Ah, schade. Das ist es. Digga, so ein Hundesohn, Alter. Wow. Hast du nicht einen Feuerball gehabt? Ja, voll bereicht er nicht. Ja, auf der linken Seite vielleicht durch den Rückstoß. Ja, okay, schade. Aber das kann man halt nichts machen, wenn man gesnippt wird, das gehört halt dazu. Ich feuer es selbst. Lava Feuerball ja, mit Valkyrie Cage. Bab. Okay, spielst dich gegen. Ja, sowas ist ekelhaft, aber da kann man halt nichts machen gegen. Du spielst immer nicht gegen Faust HS. Schon mal gut. Das ist wichtig. Ja, wo ist er auch da? Solche Leute zu melden, Bruder. Das wird sich, also. Das Ding ist, HS kann man nicht melden, Bruder. Alfonso Davis. Genau der. Genau der. Hä, wie viele Niederlagen hat jetzt Team Flobby? Zwei. Zwei. Dixbin hat 0, oder? Okay. Und wir haben eine. Ja. Beide Türme gehabt.
Ist egal, ja, das gut gespielt am Ende. Lernt man aus Niederlagen. Achso. Das war jetzt gutes Practice for World. Wir hätten echt beide unsere Games auch gewinnen können. Das war halt so unlucky, man. Toxic. Ja. Aua. Jetzt werde ich gleich so fett gesniped, ich hab richtig Bock. Mein Chat schreibt, das war Thaddeus. Nice. Okay. Da kann ich wieder gar nicht auf weiter und klar freuen, Lul. Alles gut. Hat der mich nicht tun. Kann es auch irgendwie sein, dass ich schon zum fünften Mal jetzt gegen Pekka spiele? Ja, aber du bist ja gut dabei. Also, Sam und du spielst die ganze Zeit gegen Pekka. Ja. Hab ich auch das Gefühl. Oder Fiber Cage. Interessant, ja. Hab ich noch nicht so gesehen. Wenn ich jetzt tausend sage, ja, wenn ich gesniped bin, ist halt so. Also mir ist das. Mir ist es relativ egal, ob ich gesniped werde. Ich werde jeden Tag gesniped, Bruder. Sag ich nicht von Lava. Immer von Anabar mit Lava, Pfeile, EQ oder so gesniped werde, ist alles gut. Ja, Anabar ist sowieso noch ein ganz anderes Level. Ja, der ist ganz wild. Danke, Antonio, kurz los. Anderman sind einfach gegolt. Ja, Karl wurde heute von E-Giant, Exanado, Tester, Inferno Dragon gesniped bei 23-2. Also das ist halt dann auch einfach. Das ist halt nice, ne? Das ist auch geil. Ja. Also ich find's halt noch ungeiler, wenn die Leute Stream snipen. Das ist richtig geil. Ja, ja, du kannst nichts dagegen machen, ne? Kannst du ein Delay reinmachen, dein Bonus Enkel. Oh. GG's. Ich bin im Game und ich spiele gegen die Bohne. Hä? Ist ja mega nice. Einfach die Bohne. Ja, damit liegen wir jetzt tatsächlich erstmal hinten. Aber wenn Morten und Bigspin verlieren sollten, dann sind wir quasi wieder im gleichen. Spannend, Spaß, Lukas, der Legend und Knecht. Scheiße, Digga, natürlich ist es Bone, nicht Bohne. Dummi. Achso, natürlich ist es Bone. Wieder mal Pekka, Digga. Pekka, Morten hat einen englischen YouTube-Channel, aber Lukas denkt, er kann kein Englisch. Schade, Mann. Schwierig. Ja, Lukas Letsch ist so ein Möchtegern-Besserwisser, aber ist mir dumm. Schade, Mann. Falsch. Der gute alte Casual-Besserwisser. Ja, Leute, ihr müsst jetzt nicht. Müsst jetzt nicht den Besserwisser machen. Golden Knight an der Brücke. Pekka an der Brücke, muss ich. Ja, moin. Warum macht er eigentlich immer nur, wenn ich das Deck spiele? In diesen letzten Games, Pack an die Brücke ist Standard. Hm. Irgendwie gefällt mir das Deck von Faust und das von Morten gefällt mir auch. Ich glaube, ich nehme eins mal. Ja, du kannst halt nicht so viele andere Decks. Wie sollst du das Deck denn erstmal in der Classic Challenge üben? Mir kommt keiner durch Tesla Mega Minion Delivery Lock durch. Ja, warte nur, bis ich einen Hardcounter face, dann denkt man sich auch nur so, dann kriege ich halt nämlich, komme ich nicht durch. Was ist denn so ein Hardcounter? Hm. Was hab ich denn so verloren? Ja, sehen wir dann. Also ohne Mega Minion würde ich sagen Lava, aber mit Mega Minion geht das sogar wahrscheinlich, oder? Ja, Lava ist okay. Ich fand Ballon Freeze immer reulig, ich hab irgendwie kein Damage mehr bekommen. Ja, einmal. Ballon Freeze, das kann ich mir vorstellen. Ich kann irgendwann kein Damage mehr. Er stackt einfach seine Truppen. Ich glaube generell auch irgendwelche Lightning Decks. Ja, Lightning ist halt so gegen. Auch gegen Mega Ritter Lightning kann es echt eklig werden auf Dauer. Weil der. Du musst halt flawless spielen, sonst wenn du einen Fehler machst, dann überrennt er dich mit Lightning. Aber er geht mir halt den Poison so zum Mitnehmen, bitte. Was geht. Nimm mal einen Big Mac, bitte. Und Max Sunday. Sehr gut. Golden Knight gegen Golden Knight. Ich find's krass, wie sich die Meta echt so ein bisschen Richtung Golden Knight Dominanz verändert hat. Der wird ja echt so oft gespielt, also so fucking aus. Mega geil. Was sind diese Packer-Brücke? Das verstehe ich nicht. Ja, das liegt daran, weil du nicht so erfahren bist wie er mit Packer. Hm.
Dann dauert das Turnier noch. Boah, kommt drauf an, wie gut wir das spielen. Also jetzt Team Sam und ich, wir haben 2 Niederlagen. Team Morten hat bis jetzt eine. Und Big Spin ihren Mutter nie. Ah, chillig, ja, das wollte er. Geil, geil. Das ist halt so viel Damage. Ja, das ist ja das. Ey, ich spiele bisher flawless. Das gefällt mir. Weiter so, Morten. Weiter so, Morty. Ist das so ein Ding, so Pekka plus dieser Ritter? Ich weiß nicht, der Ritter ist nee, so das ist kein Ding. Oh. Ich dachte kurz, das ist ja so flawless wie die Defense. Ach du Scheiße, ja. Junge. Morty, bitte flawless, flawless! Och man, oh, Alter, ist mich enttäuscht. Ja, verloren. Jetzt musst du durchlaufen lassen, schade. Ich lass ihn durchlaufen, lol. Ohne. Ja, es nervt mich aber, dass er nicht aufgibt. Ich hasse solche Leute. Poison. Ja, aber. Michael, Steve, fertig. Erst meiner. Und ein weiterer. GG's replayed, weiter geht's. Der Schrei von der Widerreiterin. Kann man bei Big Spin noch mitspielen? Mit Glück komme ich auf 3 bis 5. Tigger, hä? Gabor, den hatten wir doch schon mal. Morten wird von links gesniped. Ja, aber links ist irgendwie... Gabor war der, der gegen dich irgendjemanden gechoked hat. Nee, das war der, der gegen irgendjemanden gechoked hat. Was, so ist richtig mein Gegner? Nee. Doch, das war mein Gegner. Doch, gegen Morten, glaube ich, übel gechoked. Also das war der gegen Morten fast gewonnen hatte, aber er hat Deck gewechselt. Nee, hey, Hogg Echse. Achso, stimmt, Hogg. Ja, EQ könnte schwierig werden. Ah ja, das war der, gegen mich Hoggies gespielt. Das ist dieser, der random EQ First Play gemacht hat. Ja, genau. Denke ich, Hoggies und Hoggies ist das gleiche. Eins kostet eigentlich hier weniger. Haben die nicht mega hart eigentlich? Ja. Ja. Gegen Morten hat er auch Hoggies, der hat den First Play gemacht. Also, wenn seine EQ ist, raus ist. Also, ich versuche es. Es ist ein Problem, dass er unsere Decks kennt. Aber, ja doch, ja. Also es ist zu, es ist vermutlich ein Snip. Vermutlich, ja. Let's see. Das wäre natürlich jetzt heftig, wenn du trotzdem gewinnen würdest. Das ist so einfach, leider. Ich muss warten, bis der Küre raus ist, dann kann ich reingehen an der Brücke, aber ansonsten wird es schwierig. Absolut nicht einfach, ne. Aber solltest du das jetzt gewinnen, das wäre natürlich ein dicker Mittelfinger an den Gegner. Hä, wie verteidigt er das eigentlich, wenn er keine Valkyrie für Graveyard hat? Ja, okay. Aber das ist doch ultra viel Elixier, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Aua, der hat Schmerz. Kann das? Ah. Ja, der Hawk hier drei. Wenn er, du hast halt keine, kannst die Barbarenhüter nicht setzen, weil er ein Erdbeben hat. Das heißt, der ja, Hawk ist nicht so einfach. Der ist schwierig zu verteidigen für dich. Korrekt. Aber er müsste vielleicht mal Lane switchen, der Knecht. Ja, das hat er noch nicht ganz gecheckt. Zum Glück. Der Golden Knight hinten ist halt auch nicht. Jetzt muss ich probably die Buff setzen, ja, was mehr zu sagen ist. Vielleicht hat er ja auch einfach noch einen Poison im Deck. Nee, der ist ja gerade das Beste. Nee, vielleicht hat er noch einen Lightning, so wie das vorhin. Yes. Das wird cool. Ja. Oh, was? Ey, oh, oh mein Gott. Aufgeholt. Yo, Digga. Weil Golden Knight ist echt immer wieder überraschend. Ding ist, hättest du Ritter anstatt Golden Knight, könntest du einfach nicht gewinnen, aber der Golden Knight macht es irgendwie noch möglich. Und Golden Knight ist einfach eine Win-Condition. Das Ding ist, dadurch, dass man Golden Knight hat, kann der Gegner die Valkyrie nicht in Graveyard setzen. Und das ist der Grund, warum das Matchup doch gar nicht mal so unmöglich ist. Ja, das Ding ist halt, gegen diese ganzen Decks, die sonst stark gegen mich sind, kann ich einfach Golden Knight und Graveyard an der Brücke machen und ich gewinne. Ja. Geil. Das ist ja richtig nice. Ja, finde ich schon. Okay, jetzt ist die Flobby dran. Der Charge, Junge, wie geil. Ja, oh, was läuft, los. Aber ich stolz. Wir gewinnen das. Lash Elite L. Jesus meiner. Jesus. Jesus, oh Gott. Schon wieder Pekka wahrscheinlich, ne? Gut analysiert, Kollege.
Da kommt gleich wieder ein E-Train bei 8 Elixir in den Busch. Ich weiß nicht, wie du da auf sowas Dummes kommst, sowas würde ich nicht machen. Oh mein Gott, ja komm, Digga, das ist ja schon wieder. Wieder was? Okay. Ey, Mann. I'm the Queen! Egal, die Gegner sind so kacke. Jeder spielt Packer, aber es sind Kacke mit Packer. Egal. The Golden Knight! Zünde ihn! Nee, er sieht die Welle nicht für ein Elixier. Er sieht sich ja da nicht. Kein Oben nicht, er will nicht overextend. Ist auch smart eigentlich. Ja, ja, ja. Hier geht's ja gut, mal nur hier. Jetzt kommt der Angel auf der anderen Seite. Keine Jana. Ja, warum hast du das Kind EJ in eure Länge gebracht? Ich hab. Aus hattest du Bandit, Ghost und Ornat in deinem Deck? Hm? Ja, ja. Okay. Welf Lobby? Geil, liebst du? Das ist kein Bug, das ist mit Absicht so. Das ist echt so. Das ist immer so. Nein, Ach, nein. Manchmal geht das, wir haben schon. Es kommt übel auf Lachs einfach nur. Die Reaktion ist übel dumm, weil das nichts mit Skill zu tun hat. Manchmal, wenn der E-Wizard hittet, geht's, und manchmal nicht, es ist einfach nur Luck. Es kommt auf Millisekunden an. Kurz raus, vielen Dank. Genau, das ist halt dumm, weil du es nicht, das kannst du nicht mit Skill vorhersehen. Das Game ist echt dumm. Das war jetzt auch Luck. Ja, auch. Ich hab gerade das übelste Déjà-vu. Ich glaube, die gleiche Szene hatten wir schon mal so ähnlich. Da wurde der Ghost auch angezogen und hast du das gleiche gesagt, weil der Hit gemacht hat. Und dabei ist es einfach nur alles hier Wiederholungen. Ja, ich glaube, du hast gerade gewonnen, Flobby. Das kriegst du gedeft. Aber ich bin nur dumm, dass du Packer hinten spielt. Nice. Ah, chillig. Ah, cool. Lightning Value. Perfekt. Wahrscheinlich spielt der Lightning, ey. Ja. Zu komplett verloren, Mixpin? Ja, ich zu Mixpin. What the fuck? GG, let's go! Starkes Spiel! Hä? Ich fand's gar nicht so gut gespielt. Echt? Ja. Oh, Alarm, 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 Alarm! Alarm, 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 Alarm! Ja, deswegen war's nicht so gut gespielt, lol. Also ich hätte den Dike jetzt gelohnt. Ne? Dann wäre der Magic Art am Ende nicht an deinen Punkt gekommen. Genau. Eh doch nicht, so ein Ding. Was? Du bist so hässlich, du bist so hässlich. Hä, was tut das? Das ist doch ganz schlecht, oder? Ja, wir kriegen ein bisschen Damage raus. Ich glaube, ich krieg's verteidigt. Let's see. Okay. Ich meine, da wird auch einfach mal ein Elektromagier mit Agent Knick gepunished. Geil. Zünde ihn! Okay. Hat er gerade gezündet? Ja, aber viel zu spät. Oh mein Gott. Can you go in? Yes, baby. Das sieht nicht ja, so wie stirbt aber das Gerät da? Der Gerät. Feuerball? Aua. Die Feuerball? Oder? Oh, der Feuerball wait a minute. Der Magic Archer kriegt die Bombe ab! Der Battle Rap connected! Oh mein Gott. Die kam vor mir ein! Wer gewinnt das? Zünd ihn! Nein, ich hatte doch gerade. Ja, nochmal zünden? Ja, irgendwie war. Ja, jetzt ist die Frage, wann wird die nächsten 3 Leaks hier gerade mit dem Agile Knick gepunished? Wann gibt es die nächsten random Agile Knick? Auf King! Auf King! Ja, Kiel. Ja, okay. Kann er das Feuerball bitte? Charge du Feuerball. Charge du Sau, ach Junge! Sau, du! Da ist er, da ist er! Feuerball, ich meine, Packer. Ah, der Bomber, aua! King Tower. King Tower ist fein. Ich glaube, es ist King Tower. Der wird geschnitzelt werden. Ah, jetzt ist hier Double Lane Push am Start. Den King Tower muss er durchlaufen lassen. Der King Tower ist fein, okay, ja, ja. King Tower ist fein, ja, ich sehe. Ja, ist fein, ist fein. Ist echt fein. Macht Auge. Ah, der King Tower. Oh mein Gott, wenn der Packer noch nicht gemacht hat. Haaland. Der Erling. Oh, nächster Packer, der knickt. Flop ist unter Probleme. Der Ghost. Der Magic Archer in die Brücke. Können wir darüber reden, was da gerade passiert? Kann er irgendwie mal jetzt seinen scheiß Ritter wieder in Knick spammen? Nein, 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 nein. Piss dich, Packer. Jawohl. Hä, hey, was war das mit Feuerball? Warum wirft der Feuerball mich auf die rechte Lane? Und ey, ja, so bad, und dann Alter. Er baut schon Knick. Ah, ein easy win, ich weiß nicht. Gold Knight in den Knick und dann tanzt der Hase. Ich hasse es nicht, Alter. Mach doch Gold Knight in den Knick, du Knecht. Der Agent was? Der Agent in den Knick. Der Agent war so scheiße, Junge. Das war so ein schlechtes Spiel am Ende. Geil, ja!
Halt. So, Piers Fauststack. Ja, das Deck braucht keinen Skill. Weil du es kannst, also, nicht. Du bei Faust brauchst Skill. Junge, ich konnte nicht mehr atmen. Ich auch nicht. Warum spielst du keinen Balloon Cycles, Faust? Ja, echt so. Hä? Achso, redest du mit mir? Ja. Das geht mit Sam. Nee, mit der Antwort konnte ich irgendwie nichts anfangen. Ja, wir wollen doch gewinnen, oder? So. Das stimmt, ja. Gegen mich hat's dann also gereicht. Geil. Ich find's halt nice. Das ist halt nice. Müssen wir die Komp jetzt nehmen? Das ist eine gute Defense. Diamond Duck. Wenn ich null, Alex, hier. Nee, er hat 2. Er hat 7 Rekruten. Ja, Rekruten jetzt. Nee. Er liegt! Hey, das war so Lucky Fan wieder. Ja, es geht gerade auf den Sack. Der Müllmann, Sam. Ich hasse, dass wir da reinwacken. Ja, sehr gut. Sehr gut. Team, Sam, guter Start. Bobby ist Faust und ich und Felix bin Party, kein Bock mehr. Ich weiß nicht, sein Feuerball war, glaube ich, ein bisschen overextend. Ah, meine Facecam ist nicht so ganz scharf. Zedge. Jetzt da. Boah, ich bin so gehypt auf die 20 Siege Challenge, jada. Warum? Weil die voll gut wird. Wird halt ab. So krasser Content. Dann auch noch die CL World Finals, hab ich richtig Bock drauf. Die 20 Siege Challenge ist, die ist die jetzt in Ja, du bist hässlich, genau. Nein, natürlich nicht Thunder. Junge, echt nicht? Nein. Flobby lebt halt so hinterm Baum oder so. Ja. Junge, ey, ich hab das in-game noch nicht geguckt. Ey, ich hätte es halt übel gefühlt. Ja. Oder Influencer oder so. Okay, Damage? Warte, was passiert denn hier? Hab ich so viel Schaden kassiert gerade links? Hä? Ich dachte, die Defense war fein. Komm mal Turm weg. Keine Ahnung. Alex im Latching, ich hab wirklich keine Ahnung. Ich hab so einen Hunger, Alter. Hä? Ich krieg ja nicht ein mega gutes Matchup? Ja, hat er. Ja, hör mal. Das sind der Damage-Fans als Defense. Ja, kann man machen. Aber wenn er jetzt hier gleich die Königsschweinchen links bringt, Sam hat keine Möglichkeit, die Königsschweinchen zu verteidigen. Doch, doch. Achso. Du Dummi. Sünde! Jetzt charge doch, du Sau. Mann, mach doch was! Alter, das nervt mich so krass. Hätte ich einfach zünden können, er hätte das Felix hier gespart. Es ist so schlecht, ich versteh's nicht. Ein Dummkopf, da kommt die fliegende Maschine. Ging aber gar nichts. Ah, Leute, durch die Targets! Das ist ja richtig. Wie dumm ist das? Das ist ein Bug, Flobby. Das reicht einfach nicht, oder? Das ist die Frage, ob es fertig reicht. Das muss ein Biggest kommen. Natürlich reicht es. Ja. Warum gibt's so viele Bugs, hä? Lol, ist echt lang kein CR mehr gespielt. Digga! Ja! Ey, Junge, holy shit. Oh, ey, wie lackt ihr? Ich hab verloren. Ey, ihr lackt so rein, ey, ihr seid das scheiße Lacker. Was für Lacker? Wir wurden gesnackt und deswegen die meisten Niederlagen, Junge. Was für Lack, hä? Wir wurden gesnackt, deswegen sind wir auf 2 Niederlagen, sonst wären wir Erster. Hilfe! Nee, du wurdest gesniped. Schade, Mann. Du wurdest nicht gesniped. Sam wurde gesniped, hä? Und du hast ja auch verloren. Ja, und? Hä? Da wird ja der Erste. Das ist Flo. Wir werden bist du so Erster? Du spielst auch alleine, aber wir werden dann gleich auf mit Team Orten. Ja, stimmt. Das ist doch wieder so Ballon oder Lava. Also wer bei uns über Glück redet, der weiß ich auch nicht. Du hast Glück. Was macht man eigentlich mit dem Deck gegen sowas wie Lava Klon oder so? Du hast Iris und Nutterhexe. Echt ja, so? Schwer, wenn da eine Flying Machine hinter dem Lava ist. Ja, musst halt Pressure machen. Also, keine Ahnung. Du spielst das Ding, glaube ich, schon etwas länger als einen Tag oder so. Okay. LOL. Hä, die Mutex muss sogar im Fokus. Ja. Oh, ich sehe da viel Potenzial mit. Ah, ich weiß ja, wo Heatspirit früher OP war. Das war so befriedigend, wenn der Heatspirit connected war. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so geil. Viele Situationen, weil der Heatspirit so klein ist. Oder wie es der Techie nennt, Tennisball. Was ist los, Sam? Kenn ich auch gar nichts. Warte mal. Geil. Ja, der liegt auf dem Boden, hä? Wie dumm. Ah, der Fernbedrängen. Irgendwie, ich hab grad ganz kurz nicht hingeguckt. Ja, der geht gar nichts auf den Boden. Haus hat natürlich den Zweigel erkannt und hat direkt aggressiv an die Brücke gespammt, kontrolliert natürlich. Cool. Spaß hat ihr Trupp an die Brücke gesetzt, ja. Das
ist. Was ist denn das jetzt hier für ein Busch? Niemand gehabt, hast du den Hops genommen, Akame. Hops! Was? Geil. Kann man darüber reden, dass der Turm dann ist? Ja. Ja, da wird man schlecht. Egal, was ist denn da passiert, Faust? Hä, du struggles ein bisschen. Hä, nerv Faust jetzt nicht. Ja, ich struggle hier nicht. Ja, nee, doch, das ist richtig. Gegner ist hart Trash. Ja, doch, ich krieg viel mehr Jungs. Hat man mit dem Pass Unlimited Twice Bells, wenn die Win Challenge? Ja, hat man. Er hat ja gar nichts auf dem Ball. Oh mein Gott, komplett outplayed. Heute immer noch Leute die Gebäude. Er hat ihn so hart hops genommen. Lol. Hä? Ach, Digga. Wieder hops. Können wir da jetzt reingehen? Ja, es wird doch mal ein Schwein, bisschen zu pressuren. Ist okay. Ja, so in der Cage stirbt, alles gut. Cage stirbt, der. Ja, der Ebab! Aua! Gegner hat Aua! Okay, jetzt noch hier halt. Haben wir hier ein Problem, wenn ein Minero kommt. Okay. Dann mal so eine also zweite. Der Auerhund war jetzt irgendwie nicht so geil. Eine Zündung noch wäre geil, aber gibt's leider nicht, schade. Hm. Er hat halt so wenig auf dem Boden. Obwohl er irgendwie viel auf dem Boden hat. Das ist irgendwie komisch. Geil. Ja, er hat doch gar nichts eigentlich. Er hat nur Cage Guards. Ja. Meine ja, ja, true. Ein ja, doch, ja. Im 6. statt 9. Du meinst Moin. Wahrscheinlich die beste Haltung, während wir mit Namen die gerne erfolgreiches Schaffen noch. Weiß ich eben nicht. GG. Ja, das ist es. Oh. Er will noch tryharden. Kannst du einfach Golden Knight Ebabs auf King machen oder so? Mach. Joa, rein da jetzt. Finish him. Geil. Digga, Golden Knight ist so komisch. Junge, diese Karte. Ist einfach nur geil. Wieso speaks mit in-game? Hä? Achso, scheiße, sorry, ich dachte, ich bin ran. Ah, ja, wir müssen kurz Reihenfolge tauschen, I guess. Ja, nee, zählt als Niederlage. I guess. Gegen Gold Maruko. Ist das Rocket? Ja. Muss eigentlich. Ja klar, lieber kurz mal 69. Ja, mach einfach den Golden Knight an. Los jetzt. Ja, lief. Ah, ich hab's gefühlt. Delivery. Ist ja gut von ihm verteidigt. Jetzt hat er auch einen massiven Vorderbusch. Ist ein bisschen Damage. Ja, aber jetzt kommt meiner. Geil, kranker Counterpush. Sehr gut, hä? Mega der nice Counterpush. Ich glaube, das ist vielleicht nicht. Aber wir leben noch, mussten das so spielen. Das war. Wenn jetzt den aggressiven Cocky Knight setzen, aber wir lassen es mal. Du hättest einen aggressiven Cocky Knight setzen können? Ja, klar. Der hätte dann Turm gecharged, aber dann hätten Skate kommen können. Ah, denn. Ja. Okay, ja. Du Loser. Was macht eigentlich ein Barpot-Spam? Setzt er einfach Rakete auf Turm? Tesla. Er spielt halt meiner Poison, ne? Kannst halt die Barpot spielen. Nein, eine Rakete, du Cake. Ja. Wusste okay. Ich doch. Nein, wir spielen nicht alles gleiche Deck. Wir spielen alles gleiche, ein anderes Deck. Außer Sam, der Deck von Faust kopiert. Nee. Und Nachmacher. Nachmacher. Muss man machen. Und was spielt ihr? Subgifts? Ja. Natürlich. TC und Platz 2 kriegt 10 Euro jeweils von Taskforce. Was ist das denn gewesen? Er hat gerade einfach Miner gespielt, ist der dumm? Ich hatte den Miner gleich in Sekunde gespielt wie du da. Oh oh. Ja, jetzt gibt's oh oh. Ich glaube nämlich auch. Das war gut von ihm. Er ja, spielt gut. Er spielt gut, ja. Aber. Ah, chillig. Ich hab mal Dark gezeigt. Wie ist andere Doppelprinzeck? Wieder meiner ist auch nicht gut. Ich habe irgendwie Bock, dass er mal seine Tesla zu klatschen. Der Lurie ist auch gut. Oh, hätte man besser spielen können. Ey, die Tesla fällt. Weiß nicht, der Gegner, der. Ich glaube, Longterm ist ganz eklig. Ja, so nennt. Ah, cool. Ja, dafür hast du gewonnen. Ja, stimmt. Das ist
so lächerlich. Okay, jetzt muss ich. Lächerlich. Ich speichere mich weg. Ich muss ins Game, oder? Lächerlich. Ja, ich geh ins Game. Rein da. Viel Glück und viel Segen. All deinen Wegen und viel Segen. Auf all deinen Wegen. Bauermäßig, let's go. E-Giant is love. Und Fusen sei auch mit dabei. Hä? Hat er Dünnschiss oder was? Cool. Ja, nur was Dünnschiss. Der arme Digga, gute Besserung. Er spielt nicht mal E-Giant. Hilfe! Irgendwie dumm. Das ist der übelst dummer Name. Ja, kommt jetzt das E-Giant. Das ergibt er auch ihn, weil er jedes Mal gewinnt. Alter! Der muss hochbegabt. Gut, dass Morten E-Giant spielt. Was? Ja, ich retire. Also das war mal wieder mega nice. Warum? Ja, ich retire. Einfach kein Bock auf Banditen. Fail. Bug. Mega nice. Komm. Oh. Hey! Summer. Hey. Ja, MK Lightning, ne? Ja, das wird eklig. Das wird interessant. Eklig. E-Giant is love, aber er spielt gar kein E-Giant. So ein Schläger. Ich hab bei E-Giant gecountert. Lügenbold. Schon dummi. Jetzt wird's interessant. Interessante Interaktion incoming. Zack. Perfekt. Ne? Ja. Ah, cool. Ja. Echt interessant. Nee, nice Interaktion für dich. 500 Schaden, Bennett stirbt. Das ist echt cool. Ich kann jetzt im Poison spielen, aber ich bin eher einer der von den chilligen. Louis, bitte, 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 bitte. Und. Oh, schade. Ich dachte vielleicht, dass er sich nicht töten würde rechtzeitig. Oh. Oh, okay. Ich zünde ihn einfach. Für ein Elixier. Och, nee. Nee. Junge. Hä, das ist irgendwie voll geil. Ah, chillig. Ja, GG, hä? Oh, warte, was? Hä? Was? Okay, ich hab das Skelly, Dummi. Hilfe! Was? Ich hab von random MK-Hops genommen. Egal, rein da jetzt. Oh, warte, ich gleich drauf schauen, hä? Aber reingesnackt. Ja, hä? Das war auch interessant. Warum ist die da nicht in Turm gecharged, hä? Ich hab auch gesagt. Egal, Holz kommt, das hat er nichts. Er muss ein Bandit spielen. Das ist Crash. Ja. Ah, du bist ein richtig guter Zocker. Er ist echt schlecht. So knapp, du Jackson, du bist was, was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsender Stift, danke dir für den Witz. Nein, mit dem Minero. Hat einen guten Play gemacht, aber danach und davor irgendwie nicht. Ja, also irgendwie spielt der komplett unkonstant. Und er fällt die ganze Zeit. Er fällt jede Interaktion gegen den Golden Knight, jede. So viel da hier. Das ist echt viel zu viel Value. Alles down. Alles down. Einfach alles down. Okay, interessant. Der Miner ist halt dran. Ah, chillig. Ja, komm. Also der Gegner. Also das ist wirklich so eine Fluppe gewesen. Aua. GG. Okay, das heißt. One Block. Lobby. Ich bin wieder dran. Niederlagen immer noch 2-1-0, oder? Yep. Yep. Ah. Fritz! Weltklasse, Leute, Weltklasse. Nee, Fitz. So, Fritz. Fritz, Fisch, Fische, Fitze. Fischers, Fritze, Fisch, Fische, Fische. Fische, Fische. Heidi Galla. Perfekt. Wir können es einfach, Heidi Galla. Oh, ich, wenn ich die Hard sehe, das ist das eins. Junge. Ja. Ja. Ein Lächeln wird auf mein Gesicht gezaubert. Los, oh, Schwein. Perfekt. Hoppel. Das Kingern machen, wenn du willst. Ja, hätte ich machen können, aber ich. Oh, ich liebe diese Interaktion. Oh, so geil. Wie unendlich dumm. Ja, das Game ist verbuggt. Ich bin kein Teammate, nee, niemand wollte mit ihm spielen. Bixbin war der immer früher im Kindergarten als letzter übrig geblieben ist, wenn man so. Oh, okay. Ey, wir talken. Ach komm, wir machen einfach. Hey, bist du dumm, der hat doch Hütte. So random, Digga, in der Hütte rein. Und wenn jetzt irgendwas normal. Oh mein Gott.
Ja, okay. Ganz mega gut los. Für mich? Wie mega gut für dich? Ja, sehr gut für dich. Ja, hey, ist so, oder nicht? Warum fährst du die ganze Zeit oder nicht, Alter? Ich krieg übel viel Damage und alles von ihm ist tot. Mann, das war schlecht verteilt, Alter. 20. Ja. Vielen Dank. Das hab ich geahnt. Ja, ja, ja. Nur einmal gegen den Spieler mit Gehirn spielt, hast du das aufs Maul bekommen. Das ist echt so. Das ist jetzt so komisch. Ja, weil das ein Bug ist. Versteht ihr es nicht? Das sind hier diese Fragen. Das Game ist komplett verbuggt. chillig. Du bist so scheiße, Junge. Was hat das mit Scheiße zu tun? Ich hab gewusst. Komplett scheiße von dir. Kann man denn den Lightning missen? Nee. Du hast jetzt den King aus denen angemacht. Scheiße, Mann. Oh Gott, das ist ja jetzt so ärgerlich. Das ist echt ärgerlich in dem Matchup. Deppies mit King an ist schwierig. Deppies, jetzt alles rein da. Mudi. Ja, die Bandit war's nicht. Nee, die war einfach in LOL. Danke, danke dir. Aber die Clash Unicorn waren Change Mods. Gibt's heute nicht. Jetzt dran. The Damage. Ey, dein Gegner, wie kann er auf über 20 Siegen so scheiße sein? Ja. Ich weiß wirklich nicht, worüber ihr redet. Ich finde, er spielt das eigentlich ganz gut. Agreed. Wer ist jetzt dran? Hal. Aber ist noch nicht vorbei. Kann sagen. Alles hier noch, wir müssen erstmal noch gewinnen. Ja, ich denke schon, Broken Sail, wir schauen mal, wie der Hase läuft. Einfach ein MK an die Brücke. Na, Mutti. Ja, aber die Queen. Ja. Ich hab aber Quetsch Cage, dann tanzt der Hase. Wenn da halt noch ein Schweinchen rausgekommen wäre, dann. Danke, Tommy. Das Matchup ist halt echt nicht so leicht. Aber wir gehen das. Ach, echt? Gegner spielt aber wie Kacke. Da kommt der Arc. Ich finde gut, dass du jetzt festgestellt hast, dass das Matchup nicht so leicht ist. Hä? Ja und? Hä? Was soll das jetzt bedeuten? Jeez. Du nur gewinnst, weil deine Gegner kacke sind. Ich finde einfach clean gespielt. Jetzt Weppies, ja. Nee. Okay. Sehr gut. Ich finde, das haben wir einfach clean gespielt. Agreed. Der E-Jet an der Brücke mit dem Bomber, der war es einfach. Und ich weiß auch nicht, warum der gehatet wird. Verstehe ich nicht. Okay, HL 1 Game. Ich spiele jetzt nur einen Rekruten. Hä? Ah, chillig, ich spiele gegen Fitz. Gegen Mega-Ritter mit. Mega-Ritter. Mega-Ritter wahrscheinlich, ja moin. Mega-Ritter, Kobolhütte, Seppis, Bruderhexe, Cannon Card, Poison Barbel und Bandit. Fällt mir nicht. Schwierig. Schwierig. Okay. Starten wir mit. Sehr gut. Chillig. So. Ja, cool. War es nicht so geil? Junge, diese Karte. Okay, let's go. Das hat mir aber nicht so gefallen. Ist das manchmal so nice? Ich hab mich viel gegen Hütten. Wieso hast du eigentlich auf einmal Rekruten im Deck? Weil er sein Deck gewechselt hat. Ja. Was hast du die Motorhexe reingenommen? Für die Flugi. Hä? Ist wichtig, die fliegende Maschine. Die werden die Matcher vor allem geil. Das denke ich mir auch gerade. Aber weil er nur den Giftzauber hat. Modi ist auch eine gute Karte an sich, weißt du? Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, Mutex ist in dem Matchup besser als eine Flugi. Nee. Wie will denn der Gegner die clearen?
Hä? Seppi ist Poison, Mutterhexe. Bro, aber bis dahin ist sie doch schon längst in der Hälfte der Baby bekommen. Ja, Quatsch mit Soße. Ich glaube, die Mutterhexe ist besser. Okay. Ja, spiel mal weiter Edlein an die Brücke, Flobby. Oh, Faust, du hast die letzten drei dumme Tournaments nichts anderes gemacht, außer E-Gen an der Brücke. Ja, ist richtig. Ja, okay, scheiß drauf. Ja, scheiße, Mann. Halt, halt. Ich ging jetzt wieder hart trash. Lass mal das mal so. Ich kann da keine MP-Value geben. Gut analysiert. Heute come on! Ja, das Deck könnte echt ganz gut sein. Echt? Das ist ja ein ganz neues Deck. Ja, das hat Sam gebaut. Jawohl, zünde sie! Er zünde den Tornado! Ja! Ja! Ah, ja, der Wisdom! Hä? Ja, die Moody noch ein bisschen chillen, bitte. 50 Hawks, Alarm! Ja. Alarm! Alarm! Also. Boah, die ist in die Hälfte gerutscht. Heide Jalla, Heide Jalla, dö, dö, dö. Boah, schöner Prinz. Hm. 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 Oh. Ja, Junge, der ist dran. I feel pain. In the ass. Jetzt kriegst du auch Grüße für die Rekruten. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Was brauchst du denn? Wir gehen halt aus dem Plan. Ich glaube, das ist es. Na? Er wird nicht gewinnen, der Typ ist bad. Bad. Hier ging es echt hart auf Schild. Lol. Das ist so fette Rekruten, das ist so geil. Hier sind aber auch einmal eine nette Karte. Ohne Nerf. Drauf. Und fertig. Ja! Ja! Nice. Ja! Ja! Hältst du auf, wenn jedes Mal mit den Chargen einen Orgasmus zu bekommen? Der ist so dumm, der ist so dumm. Iron 96 schreibt Weckerkäse für Stunden. Ja, das ist echt nicht so gut, aber danke dir für die Leute. Vielen Dank. Was? Lass mich doch mal, Mann. Ja! Oh mein Gott, was? Alle gewinnen auf der linken. Ja, alles easy, bin Sam. Ja, die okay, jetzt muss Faust rein eigentlich, oder? Wigspin, wie machen wir es jetzt? Ja, Faust muss rein und dann müsst ihr wieder rein, dann bin ich oder nicht? Okay. Hä? Faust, Morten und dann wieder Wigspin? Ja, weil vorhin haben wir die Reihenfolge abgegeben. Ja, weil ich dumm war. Ja, ich weiß. Okay, geht's, Game Faust. Hä? War doch eigentlich strong. Sam, dann jetzt ich, dann Morten. Ja, geh doch jetzt ins Game! Ja, okay. Also jetzt waren Sam und ich, jetzt kommt ihr beide und dann kommt Pixel. Also wir haben eine ganz schön lange Challenge. Alles normal, ja, alles normal. Wollt ihr noch baden gehen? Let's go. Junge, meine Pizza wartet auf mich, der Teig wird trocken, ihr müsst jetzt mal verlieren. Du musst ja, verlieren. Du verlierst ja eh die ganze zwei, Zeit. Warte, zwei, warte. Ja, zwei eine Niederlage habe ich. Zwei Niederlage, eine Niederlage, null Niederlage, ne? Ja. Noch. Wir haben aber schon mehr gespielt als ihr, ihr müsst jetzt erstmal nachziehen. Ja, yeah. Gegen Schild Alex Kulten. 500. Der ist gut, den kennen wir aus dem Ladder. Was, Tommy? Stimmt nicht, Tommy. Hör auf mich nachzumachen. Ist jetzt auch schon das fünfte Mal, dass ich Bandit mache und er Golden Knights hat. Junge, ja. So eine geile Interaktion. Schade, 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 du Sau. Och, Junge. Och, Junge. Ey, der spielt Drill. Pass auf. Ah, perfekt. Lol. Hä? Was kann man auch spielen? Ja. Er hat verloren. Nein, leider nicht. Oh, fuck. Das Game ist wirklich perfekt. Ich glaube noch nicht. Ja, okay. Was kommt jetzt? Schwarze Loch oder was? Er hat echt verloren. Hä, wie schlecht war das? Okay. Da weiß der Gegner irgendwie besoffen. Ich glaube, sie war im Arsch. Ja, das gegeben. Perfekt. Okay, du bist halt ziemlich. Du bist schon ja, man könnte dich schon als guten Zocker bezeichnen. Ey, das ist Nico, ich bin Mann. Schramon, Nico, danke für den 9. Vielen Dank. Da hast du ihn einfach gepunished. Oh nein, mein Gegner heißt der Punisher. Ui. Nicht, dass er mich jetzt punisht. Jetzt echt so. Er macht gleich, pass auf, wenn du 3 Links hier gerade spielst, punisht er dich mit EJ Brücke.
Egal, gutes Matchup. Heide Jalla. Mach ihn an, mach ihn an. Ja. Ist er in den Turm? Nein. Ja, ah, chillig. Der Ball. Es trifft doch sowieso den Dummkopf. Ja. She takes my dinero. Ja. Takes dinero. Dinero. Kann er nicht irgendwie mit Rocket Cycle Princess Bridge Hops nehmen? Ja, weißt du, was dinero bedeutet, Sam? Nur. Geld. Dinero ist Geld. Boah! Okay. Einfach Geld. Ja, der hält auf jeden Fall. Ja, cooler Jesus Guard. Jesus Guard? Ja, das so. Ist im Wasser, wird nicht getroffen. Ah! Take my dinero! Take my dinero! Ui, das war ein frühes Lock. Ja, keine Kompromisse. Ich meine, wenn er mein Megamin jetzt mal durchläuft, wir machen das ja immer das gleiche. Megamin von immer einhält. Du hast irgendwie immer Profit, das ist nicht so gut. Junge! So ein Dummkopf. Jetzt gibt's den 0,0 Kompromisse Tesla. Junge, es ist immer das gleiche. Ah, chill, ich hab meine Delivery ein bisschen gemisst. Egal, scheiß drauf. Er mag meinen Tester nicht. Er macht den ganz, ganz, ganz böse. Digga, dass er auch einen Eisgeist runnimmt, ist doch ein bisschen frech. Ja, so! Schreck auf. Tesla, mach Eisgeist. Also, ich finde halt schon gut, weil du hast halt nicht so viel gegen Covid fast. Ja, das ist echt gut. Der kommt immer gut durch. Ich musste halt echt eigentlich immer nur Covid fast spielen. Ah, nicht so geil. Das ist auf jeden Fall der Way to go für ihn. Nicht so geil, okay. Meint er? Natürlich. Ich hätte gar kein Lickstier für die Gang jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Wollte, es wäre so sexy-mixy gewesen. Oh, es wäre echt so sexy-mixy gewesen. Könnte ja auch werden. Hilfe! Oh. Aua! Oh, wait a minute. Ja, ich hab... Ja, der Punisher ist gar nicht so bad, aber das ist selber scheiße. Mach ihn an! Ja! Danke, Sam! Weiter so! Vamos! Und dann auch schön die Princess in den Poison rein. Das feiere ich einfach. Das ist das Gameplay, was ich hier sehen will. Statt einfach eine Rocket auf den Turm zu werfen, spielt er eine Princess in Poison. Ach, Junge, geile Plays. Er muss halt jetzt, was macht er jetzt? Wie will er den Golden Knight defenden? Er hat nichts, er muss die Fähre. Er muss den Kato spielen. Arschteuer, Digga. Und Poison, ja. Kannst du ihn nochmal zünden? Ist das möglich? Nee. Ist ja immer wirklich cool, dass du dann auch bei uns im Team bist. So. Das ist echt so. Junge, ich brauch den Karl. Oh Mann, ey. Mach ihn an. Ja, juhu, geil. Jedes Mal das gleiche. Ja. Schon das ganze Game ist jedes Mal das gleiche. Das ganze Game, ja. Da kann er nichts hier. Nein, er hat den Miner gecatcht. Ja, gute Prozessin. Was denn? Die war ja richtig gut. Ah, er will's protecten. Ja, oh, wait a minute. Ja, gerade unentspannt. Ich keine Raketen, aber ist gut. Zwei Rockets. Kann er jetzt eine Rakete werfen, der Keck? Ich weiß nicht, ich sehe da schon. Reicht denn noch? Zwei Rockets reichen noch nicht mal, ja. Das raus, das muss ein Barrel kommen und das muss connecten irgendwie. Er macht jetzt Rocket. Ja, er macht Trick Barrel. Nee. Okay. Let's go. Oder? Ja. Warte, was? Ich hab verkackt! Ich bin. Hä? Nein, ich hatte keinen Wolfen Cycle. Ah. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, was ein Game. Ich hatte übelst Brain Dead. Okay, oh, Digga. Ich geh rein, ne? Ja, 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 gut. Ich hab keine Karten mehr gezeigt, ne? Ja, ich bin drin, ne?
Ja. Alter, lol, was war das denn? Ich hab meinen Delivery nicht ready gehalten. Das heißt, wenn Bixbin jetzt. Ich hätte aber auch einfach Golden Knight und Instant zünden können. Das hätte auch geklappt. Golden Knight kann Kobold fast komplett abgehen. Ja, Mann. Er ist nieder geworden. Was ist eigentlich mit dem Golden Knight? Ich weiß das gar nicht. Wie setzt man den Gegner Kobold fast? Egal, setz einfach direkt dran. Direkt gerade am Ey, da ist wieder ein Flop. Ja, wieder. Geil. Aber der muss gezündet sein, sobald er kommt, oder? Also da kann sie nicht erst zünden, sobald sie nur landet. Er ist so kurz davor. Alter, wieder gegen Flobby Hammer stark. Flobby Hammer. Ja. Das ist so ja. geil. Flobby Hammer stark ist echt der beste Land. Er hat auch Poison reingepackt, das finde ich doch besser. Er hat Poison dabei. Jetzt, ja. wo er nicht mehr gegen mich spielt, jetzt, ja, wo er ja, gegen Geier spielt, hat er Poison dabei. Wie nice. Ehrenmann. Ja. Der Gegner hat sehr gut gespielt, ja, vorhin. Also, der einzige, wer gewinnen konnte, war mit einer Kugel dabei. Ich ganz Ach so! Lava Mutterhex. Chili. Ja, das fühle ich. Ich kann nicht mal zünden, weil er das King an. Das Matchup ist relativ even. Ja, das Matchup ist richtig even, das ist richtig, ja. Matchup ist even, ja. Oh, was? Was? Warum? Hä, ich dachte auch, dass es umgeht. Hä, gönn doch mal wenigstens Supercell DS, was soll denn das? Ich meine, das Deck sehe ich als das hätten sie gönnen können, oder? Ja, keine Ahnung. Wenn er gewinnt, war er besser. Ja. Hauptsache Flobby ist hammerstark. Aber er wächst sein Clan nicht, wie uneinfallsreich. Ja, puh. Also das Ding ist halt, wenn er das verliert, dann ist er halt wirklich. Also dann, das wäre peinlich. Aber ich glaube, es ist nicht möglich. Digga, wie will er, also wie soll das funktionieren? Also kriegst du mir jetzt dann auch eine Niederlage oder was? Wir haben dann. Also theoretisch gesehen haben wir alle fünf eine Niederlage, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja. Weil jeder einmal verloren hat, jeweils bei jedem. Digga, meine Niederlage triggert mich so. Der Typ hat echt gut gespielt, Digga. Net so sexy, hat jeden Miner gecatcht. Es war einfach. Net so sexy. Es war einfach, keine Ahnung. Kid ist einfach weg. Egal, wir müssen voraussehen. Mach den Gegner, ich bin richtig geil. Ich mach einfach Lava Mutterhexe. Das ist echt so nicht geil. Ganz so geil, sag ich, wie es ist. Ja, oh, vielleicht gibt's jetzt auch Opportunity. Ja, ich sehe die Opportunity nicht so ganz, aber. Oh, der tankt! Was? Der tankt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Reicht nicht. Ja, aber. Er kriegt das verloren, meine Kopf. Ist das verloren? Warum ist das so close? Vielleicht meiner braucht er, Digga. Ich glaube, Bixby hat gewonnen. Oh, nein. Schade, Digga. Oh mein Gott. Der Gegner ist ja so geil! Oh. Das ist so schlecht. Junge. Der hat ja so schlecht gespielt. Warum hat er das fast verloren, hä? Weil er richtig kacke gespielt war. Weil er bad ist. Gegen mich hat er auch fast verloren. Das ist ja, das ist so triggernd, wenn er knapp gewinnt, dann triggert das noch mehr. Ja, ja, okay. Ist er... Achso, ups, Alter. Ja, okay. Exekution! Die Frage ist, wer exekutiert wen? Ich mag das, wenn die Lok an der Brücke, dann kommt der Queen an die Brücke. Geil, ich hab Hunger, habt ihr auch Hunger? Ja, ich hab auch übel Hunger, meine Pizza wartet! Junge, jetzt gewinn mal mit Lockbait gegen Flobby. Ist nicht fertig, ich muss sie noch belegen. Nee, du, stark. Stark, Mann. Das war echt gut. Das war krass. Danke. Das Lock war auch nicht. Oh, okay. Lock war gut, oder? Nein, ja. Was? Das war schlecht. Aber wie gewinne ich das? Wenn er gut spielt, gar nicht. Lockbait ist eigentlich gut gegen die Giant. Hoffen wir keinen Inferno-Turm, aber ich glaube leider, er hat einen. Inferno-Turm hat hier eigentlich. Feuer ist ein Bombenturm, oder? Nee, ich glaube Inferno mit so einem Deck. Gami. Wir werden es herausfinden. Ah! Der Schweinereiter! Der Hawkbait. Ja, Hawkbait. Aber er hat verloren, ne? Wie, er hat verloren. Hat er nicht chillt. Ja, ist er. Nein, er hat nicht verloren, spannend. Nein, der hat Inferno-Turm noch. Mit Hawk hat er Inferno-Turm.
Ja, aber... Ja, das ist jetzt ein guter Lightning. Oder ne, okay. Ja, aber wenn er jetzt Lightning kommt, Floppy, weil Kyuro und der E-Train ist tot. Holz? Ne? Ja, guck. Was für verloren. Faust, komm, entspann dich. Ja, aber jetzt... Ja, okay. Oder Chip. Ja, das Matchup ist, glaube ich, leider fast unmöglich. Wird schwierig, egal, Floppy, ich glaube nicht. Mhm. Ein Hit, bitte, 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 dreh dich! Mann! Was? Was hast du denn beliebt? Ja, gute Hoffnung. Immer Druck. Und immer wenn das Kohl etwas geflogen kommt, läuft Floppy Gefahr, Schaden zu kassieren. Genau so einer ist das. Der protect seine Princess und sein Leben. Sag's schon jeden Tag, was wir brauchen. Wie geil, dass der Baby Dragon Schaden bekommen hat. Fühl ja, Mann. Ich. Mach bitte Hoggies noch OP, ja, die eh schon komplett böse sind. Fabi, das sieht nicht so gut für dich aus. Aber wenn er jetzt Hog Barrel. Perfekt, Hog Barrel. Ah, chilliges Kobold, was geil. Junge, wer ist er? Lord? Ich kann gar nichts, ne? Mit Bakura, Skami. Hm, jetzt der Bakura. Bakura war gar nicht gut, Hilfe. Oh, Mann. Aber war auch nicht gut. Oh, kann der Skami kommen, bitte? Ja. Ja, rettet einigermaßen, aber da muss noch was kommen. Okay, okay, kann die Xier, fuck. Ja, so scheiße, viel Damage. Damage. Das ist so geil, das ist so geil. Ja, aber er kann es noch gewinnen, aber er muss rechts Druck machen. Na, Digga! So ein schlechtes Fass, ich fass es nicht. Och, Digga. Ich fass es nicht, höhö. Warum hat das nicht rechts gespielt? Ah, oh, Digga! Nee. Oh ja, 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 Baby Girl! Lobby einfach komplett stark gespielt, geil, komplett auf Plate. Gegner war so schlecht. Ja, also der Typ hat ja echt den einen oder anderen Fehler gemacht. Den einen oder anderen ja, okay. Dabei. Jetzt kommt Hall. Also, du warst ja noch auf Plate, muss man auch zugeben. Eines Game Hall. 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 Ja. Genau. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Oh nee. Okay. Jedes Team hat zwei. Ah! Mit Feuerball, Skami ist nicht so gut für mich. Ah, weiß ich nicht, wie geil das ist. Ist auch nicht. Ich hab auch kein Holz gegen Prinzess, sondern Bubble. Das könnte schwierig sein. Du hast 130. Du hast 130 Matchups. Kann er nicht Hawk Robot fast Opposite machen jetzt? Das würde ich nicht so fühlen. Um ehrlich zu sein. Geil ist, er kann ja die Prinzess verstecken. Das ist cool. Ja, aber der hockt Chip. Das weißt du auch selbst. Ach, das ist der gleiche. Chibbeli Dip. Chibbeli Dip. Weg 1, wenn nicht ja, wächst mal auch 1. Stimmt. Killt der Ritter ein ganzes Skami? Nein. Ihr Ritter. Alle bis auf 2 oder so. Was? Die Standards sind optimal. Ne, alle bis auf 4. Ne, alle bis auf 5. 6, Mann. Ne, das waren doch früher 16. Sind sie jetzt 15? Ich guck nach. Das sieht man, glaube ich, nicht. Bruder, das sieht man natürlich, hä? Es sind 15, das reicht. Ja, weil es früher 16 waren, die haben es geändert. Oh! Ja, also Protection gegen den goldenen Ritter kann man so machen. Ja, ich finde das so geil. Man macht einfach für einen Elixier die Attacke und seine Queen ist down. Eine Princess. Ja, moin. Oh, nö. Hops! Hat so viel Spaß gemacht, die Mutterhexe. Ich hab's genommen. Hm. Mann. Das ist der Vorteil jetzt. Mit. 5-5 Trade. Und trotzdem kriegst du, glaube ich, ein bisschen Damage, oder? Von meinem Hoggy? Nein, flawless. Okay. Okay. Lass uns gleich erbauen, nein. Ich hab den Turm, ne? Oh! Oh Gott!
Ulti noch irgendwie. Der hat den Zeit, aber der hat den Zeit in den Witz. Ja, der Turm rechts ist down, gefühlt. Ja, perfekt. Mhm. Ja, Turm rechts ist down. Er ist echt down. Krass, Mann. Oh Mann. Ja, ich kann ja nicht ahnen, dass er eine Skelett-Armee spielt. Aha, ganz sicher, stimmt, ja. Kleiner Feuerball spielen. Digga, knecht doch den Feuerball darauf. Knechtus Maximus. Goblin Princess gefällt mir nicht. Das ist gar nicht, das ist halt so geil jedes Mal. Irgendwer geht hier übrigens zur Rückkopplung. Alarm im Darm. Egal, du kriegst auch einen Hit. Zwei. Skami rechts, Skami links, Skami irgendwo. Das ist geil, einfach. Niederlage. Niederlage. Ah, oh, der hätte gechargen können, hat er aber nicht. Die Mudi. Reicht aber noch nicht. Alter, irgendwer hat die übelste fette Rückkopplung. Faust, Digga, bist du gerade im Welt, oder was? Faust, Junge. Was ist los? Du hast eine Rückkopplung. Du hast die übelst dicke Rückkopplung. Jetzt denn eine Rückkopplung? Ja, dass man das, was wir sagen, auch hört bei dir. Oh. Nur in ganz komischer Qualität in Roboterstimmen. Also es hört ja an, dass du gerade im Weltall bist. Ja, reicht aber auch nicht. Ja, also die Korte sind echt gut. Der redet halt. Im Funk. Ja, dann Faust, hallo. Sehr gut. Okay, Faust muss jetzt rein ins Game. Bisher haben nur Faust, Flobby und ich verloren, oder? Ich hab auch verloren. Ich hab vorhin gegen den Lockback-Schild verloren. Stimmt. Alle haben verloren. Alle haben einmal verloren, glaube ich. Alle einmal. Alle einmal, lol. Okay. Was allerdings die Situation für mich natürlich am besten macht. Killboys und Killboys. Da ging's hinten. Ghost. Okay, Junt. Oder maybe AG. Mhm. Ist auch beides ganz okay für dich, ne? Na, AG wäre nicht so nice. E-Junt so geil für dich? Ist das Pekka oder MK, I guess? Hm. Oh, die wird in den Turm chargen, ne? Nee. Was hast du mega gemacht? Der ist so schlecht. Eieiei. Komm, jetzt sind mal schöne E-Bubs drauf. Lightning. Oh Gott. Oh Gott. Warum verlieren die immer nach dem zweiten Spielzug? Ja, doch, weiß ich nicht. Nein. Na, okay, vielleicht doch. Wenn jetzt eine 3x4 Bandit oder 3x4 Ghost oder sowas kommt. 2x4 Bubble, hier wird irgendwas. Nein. Ja, okay, geht klar. Ja, wir brauchen 3 Hits. Ja, chillig. Geht nicht klar. Meinung geändert. Nee, hiernach ist wer's dran? Mord, ne? Ja. Mhm. Ich hab so einen Hunger und meine Pizza ist einfach nicht da! Freu doch nicht. Wo ist denn deine Pizza? Die ist nicht belegt und liegt in der Küche. Dann beleg sie doch. Stimmt, ich könnte sie theoretisch machen. Puh, okay. Die ist auch schon fast belegt. Hm. Ja, mach nach deinem nächsten Game einfach. Ja, das kriegen wir hin. Cool. Ey, ihr seid voll smart, daran habe ich gar nicht gedacht. Daran habe ich nicht gedacht. Ja, gute Zündung, sehr stark. Boah, ich weiß jetzt schon, dass sie verbrennen wird im Ofen. Ey, ihr müsst mich unbedingt ändern, Shit. Weil wenn die verbrennt, dann habe ich nichts zu essen, dann werde ich verdursten und sterben. Ja. Mit Sicherheit wird das genauso passieren. Ich werde verdursten, ja. Junge, ich finde das echt nice, also. Ja. Ja, es ist tatsächlich einfach, also, keine Ahnung, Faust-Gegner scheißen jedes Mal im zweiten Spielzug rein und verlieren dann das Game. Das heißt, dieser Bug mit der Banditin passiert nur, wenn die Banditin in Turmrange ist. Der passiert irgendwie gefühlt immer. Hä? Gerade eben ja nicht. Also klar, die eine charge nicht, aber dieser Bug, dass die an Turm charge, passiert nur, wenn sie in Turmrange ist, oder nicht? Ich möchte gar nicht so genau sagen. Ich habe die Banditin noch nicht so ganz durchschaut. Stell dir doch einen Timer. Ich habe mir noch nie einen Timer gestellt. Ja, das ist auch dein Problem. Du hast ja noch nie einen Wecker gestellt. Deswegen muss ich dich mal auf Dienstag holen. Wie geil! Ich stell mir auch nie einen Wecker, Bixel. Ich stell mir immer 10 Wecker, weil ich sonst nicht auch machen. Lobby hat nicht so viele Fans. Wie nice sind eigentlich deutsche Semi-Pros? Nice. Was cool ist dieser Typ, der Slime? Lobby, hammer stark! Jawoll! Meine Army!
Pass auf, der SPSK Gaming. Ah, scheiße, Digga. Ja, das ist natürlich Zufall. Passiert. Ja, das ist Zufall. Das gibt mir gerade diese Anavan-Vibes aus Leather. Kannst du bitte trotzdem gewinnen? Ja, ich glaube, das ist Dominik. Hast du was gegen? Ja, ein Tesla. Wenn er sagt. Ja, kein Pfeiler oder sowas. Thaddeus hat mich DM'd und mir geschrieben, dass das nicht er ist, sondern Dominik. Neues. Ja, keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Irgendjemand auf jeden Fall, dass irgendjemand sniped uns hier. Echt? Was? No shit, Sherlock? Nice ist Lava Earthquake. Bitte Inferno Dragon. Bitte nimm ihn Hopfmoor. Bitte. Kann Lava Inferno die nicht helfen. Ich weiß, aber du kannst ihn besiegen. Okay, das hat sich sehr kompetent angehört. Ah, chillig, der Fischer, der ist auch immer im Deck drin. Ah, der Kyro auch noch. Stimmt, das hab ich ja vergessen. Das reicht nicht. Ich denke, ich kenne das Deck halt nicht, das ist so mein Problem. Ja, das ist... Actually... Auch okay, Hermeter-Deck. Ich kann halt mein Tesla nicht spielen, das ist nicht so geil. Das ist eine interessante Liefen. Oh, Alter, das war close. Du bist noch gedeft oder nicht? Ja. Ja, aber jetzt nicht. Ja, jetzt wird's schwierig, stimmt. Der Inferno-Dragon ist halt. Ah, der Inferno-Dragon. Ich bin noch was nicht vorbei. Junge, du machst das gut. Ja, es ist halt so ein Frechheit eigentlich. Ja, natürlich. Ja, schade. Ja. Ja. Ich meine, ich krieg halt ein wenig Damage. Ja. Nein, den kannst du teilen. Sehr gut. Ich halt. Alles. So ein Earthquakes gecycelt. Cool. Ich bin einfach geirft, weil ich sag von Lava und. Geil, Mann! Ja, ja, doch, Chat ist Meta-Deck. Ja, wunderbar, nicht Chat. Die anderen waren auch immer. Okay, ich geh rein. Ja, Sedge. Erling Wavert. Was ist das denn? Die haben noch zwei mehr in dem Clan. Wer ist Erling Wavert? Selbst Obama ist in dem Clan. Ja, das ist krass. Der ist repräsentativ, der Clan. Oh nein. Der regiert den Clan. Oh nein. Oh nein, was ist das jetzt hier? Ist das Klon? Ja, aber du hast gute Karten. Digga, das Kiwis Baby Dragon. Ja, ich weiß. Gehen wir rein. Einer. Oh, er hat die Madde. Ah, oh ja, let's go! Gegner 1,87 Promille, das ist chillig. Okay. Das ist so pain. Junge, das hat null Elixier, das hätte er auch wissen können. Ja, hätte er die nicht gefehlt, hätte er gewonnen. Nee, gewonnen nicht, aber. Ah, so viel Damage, Digga. Hätte er rechts einfach Druck gemacht. Das wäre over gewesen. Ja, Erling Wavert ist halt nicht Erling Haaland, das ist das Problem. Problem. Junge, jetzt hat Team Morten einfach schon 3 Niederlagen. Ist nicht gut. Kriegen wir ihn. Das gigantische Skelett. Ja, du bist auch noch gesniped. Das heißt 4.
war dran, Morten war dran, Dixon war dran, Flobby ist glaube ich der Nächste. Nee. Ja, der Kleine ist Flobby Hurensohn, aber er wurde noch nicht gesniped, was ist das für Scheiße? Stimmt. Witzig eigentlich. Das heißt Mana. Aua, aua. Das war irgendwie sehr satisfying, muss ich sagen. Junge, das alte G-Skelly hat jetzt alles umgebracht. Oh, das alte G-Skelly waren wilde Zeiten. Was ist das denn? Warum hat er den, ja. Was ist das? G-Skelly Nado, alles tot. Was macht er jetzt gegen Luftzeit? Hätten wir so weit fickischen Lebenszeit? Perfekt. Team Sam hat zwei Niederlagen. Ja, haben beide einmal verloren. Ja. Ich finde, du hast noch einmal verloren, oder? Ja. 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 Er spielt's gut bisher. Ja, das ist ja echt ein stabiler Eindruck. Oh, direkt wieder hat er gedacht, so Digga. Direkt wieder destabilisiert. Das hat er direkt rein, hat direkt verloren. Ist noch nicht verloren, aber es war so schlecht von ihm. So viel Elixier, das ist ehrlich. Ich möchte, dass er jetzt links reingeht mit seiner Scheiße da. Wie heißt das? Nein, das kann einfach Scalybird machen. Einfach nur Scalybird für Druck. Ich kann einfach Kanonkraft Scalybird spielen. So. So Martine. Ja, Scalybird. Ja. Aber du nur irgendwie so. Ja, oder für den Scalybird für den Chip. Wir sind ja, wir chippen heute einfach nur ein bisschen. Jetzt kann er hin. Mhm. Kann man so machen. Kann man so machen. Würde ich auch so unterschreiben, mein Bruder. Aber interessantes Deck haben wir, irgendwie gefällt mir das. Ist ja ein Turm. Nein, oh mein Gott, schade. Erling war was. Ich hab ja, checkst du jetzt erst, hä? Ich bin jetzt erst wiedergekommen, piss so, auf. Okay. Ist irgendwie so ein Deck, das sieht geil aus, aber ich hab das Gefühl, man will eigentlich nicht dagegen spielen. Nee, Mann, du willst gar nicht dagegen spielen, hä? Aber irgendwie sieht's trotzdem cool aus, finde ich. Ja. Kann jetzt schreiben. Ja, stimmt schon, er ist... Er ist eigen, sehr eigen, ja, ja. Algen. Algen, ja. Closest game, actually. 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 The Mother Witch. Aber eigentlich. Entweder kommt irgendwann eine Broken Mother Witch und Mixen verliert oder ein Graveyard Poison und der andere verliert. Alter, du bist so schlau. Ich bin so smart, man nennt mich auch Smart Royal. Nee, du bist echt dumm. Komm jetzt, Bronzer. Ja, kann man. Die Flying Machine, die holt halt einfach alle Truppen gut. Irgendwie ist aber die Fähigkeit von ihm komplett nutzlos gewesen. Mit dem Tanken halt. Ja, was ist das denn? Escaping Rushed. Okay. Okay. Ah, war der Graver. Jetzt Gally jetzt rein. Ja, kannst du denken, aber nicht. Das eine ist Gally. Oh, warte, das ist ein Skelly dann, lol. Ja. Ah, aber. Okay. Vielleicht jetzt nochmal ein letzter Push. Ja, ja, warte. Ja, wenn das überlebt. Die Karre überlebt, ja. Jetzt Klon die Scheiße. Klon war schlecht, geil. Der Klon. Digga, der spielt die Klonzauber wie so ein Bot. Ja. Ja, Match mal aufwärts. Lol. Der Klon kann kurz sagen. Ja. Wichtig und richtig. Krass, krasses Match, komisches Match, krasses Match. Das Gute ist, man kann nicht aus Versehen falsches Deck auswählen. Für 21, vielen Dank, sehr geil. Man gesucht eigentlich auch nicht aus Versehen Ladder, weil man halt nicht mehr nach seinen Decks gucken muss. Ja, true. Ich wähle aber viel öfter jetzt ein falsches Deck aus irgendwie. Weil ich immer denke, das Deck, das ich links habe, zielt auch. Ja, okay, aber das ist halt aufgrund der langwierigen Unterschiede. Wenn du das dich erstmal an die neue Variante gewöhnst, wird das halt nicht passieren. Nee, hättest mal keine Decks und kopieren können. Und der langjährige Unterschiede. Ist mal ein Interesse. Mit Flobby. Flobby muss jetzt eigentlich mal einen Gegner facen, der auf einem normalen Level spielt. Das ist echt so. Junge. Er heißt Graveyard God. Ja. Also nicht, ob es seinen Namen Ehre macht. Bisher konnte es beides sein. Ich ja, er spielt Graveyard. Ja, okay. Graveyard. Danke, Juno. Wie smart du bist. Hab ich jetzt nicht gewonnen? Junge, was ist das? Hä, Digga? Kannst du auf uns sagen, dass du gewonnen hast? Bist du dumm? Digga, wie spielst du Clash Royale? Hab ich jetzt nicht gewonnen. Ich hab leider meine Queen nicht gezündet bekommen. Ich glaube, sonst hätte ich echt
Da hätte ich gewonnen. Jetzt zwei Kyo oder Ritter davor? Jetzt einfach mal einen Greger da rein. Oder so. Das ist Jeremy? Jeremy Fragrance. Guter Graveyard-Spieler. Ja, guter Graveyard-Spieler, ja. Ja, ist wirklich cool. Das war krass, ja, Alter, heftig. Das ist ja. Oh, was ein guter Graveyard-Spieler. Der ist ein richtiger Graveyard-Gott. Er darf einfach Graveyard draufklatschen können, what the fuck. Ah, Queen Bridge. Wollte irgendwas anderes spielen. Oh ja, ah, nee. Ah, ja, das ist ein. War sogar gut. Das ist halt nochmal 2 jetzt, oder? Ja. Hit Speed ist so crazy. Sehr gut. Dann geht das. Ich glaube, er gewinnt noch. Wer wird mein Schwanz darauf? Ich hab halt echt keinen. Ich hab halt keinen kleinen Spell, ne? Das ist so ein Problem. Denkst du wirklich, der gewinnt das noch? Ja. Das war gut von ihm. Weiß ich nicht. Heavy. Mega viel Damage, Bruder. Weiß ich nicht. Na, ich weiß es schon. Finger machen. Ja, sicher Finger. Kann der Ritter da machen? Ritter einfach. Er kann halt die ganze Zeit Pressure machen. Okay. Wir ja, aber der Bomber stirbt. Jetzt ein Cage. Ich glaube, ich mach da einfach einen E-Giant an die Brücke, ne? Ohne Grund, aber. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. To defend. Nado. Wüster Nader. Ja. Naja, muss man was reinbringen. Bring da noch was rein, du Knecht. Ach, du Kackgesicht, Alter. Ja. So, okay. Dann wieder Babyding. Aua. Kann jetzt einfach reingehen mit Babyding und Dings. Geh doch rein, du Kack, Junge. Ja. Ah, die jetzt Poison. Der Babyding ist dran. Die Queen war nicht gut. Die Queen war nicht gut. Das ich hab gesagt, er gewinnt das noch. Ich hab gesagt, er gewinnt das noch. Abwarten. Dieses Abwarten hat so dieses Abwarten 0,0 Confidence gehabt. Hä? Wieso nicht? Junge, was? Jetzt einfach Graveyard kommt. Reicht Poison Nado schon? Ja, das reicht. Was macht er da? Kann er bitte den Babyding treffen? Danke. Hallo. Lightning, Floppy, Lightning. Lightning! Hallo. Ja! Das war so knapp, ne? Das war so knapp. Hätte Lightning gereicht? Lightning macht doch ein bisschen so viel Schaden, nein. Ich glaube ja. Nein, der hätte nicht gereicht, er macht keinen über 300. Doch, über 300 macht er. Okay, er macht. 117, es hätte gereicht. 17, hätte gereicht. Oh mein Gott. Schade. Der Typ hat einfach Balls aus Stahl. Hätte ich am Anfang meine Queen gezündet, ich hätte das Game gewonnen gehabt. Danke, Crystal, Kuss, Kuss. Ich hab sie nicht gezündet. Ah, jetzt habt ihr 3 Niederlagen, ne? Oder 4? 3. Ah, perfekt. Ich bin gespannt, wie er das Match spielt. Junge, der Typ ist goated mit Graveyard. Danke, Wesley. Er hat einen Ritter, ne? Also er hat keine Valkyrie. Sehr gut. Hast du damit Ritter spielt? Du hast halt Mother Witch, ne? Ja. Das ist halt schon extrem böse. Mother Witch. Das ist auch ein knechtiger Golden Knight. Das ist doch richtig fett, AIDS. Das ist wirklich so ein Knecht. Das Ding ist, der ist jetzt so hart am Turm, er hat jetzt schon verloren gefühlt. Ja. Er kriegt niemals so viel Damage durch. Das Ding ist, er wird jetzt denken, okay, er geht jetzt rein mit Graveyard, aber es bringt nichts, weil du hast Mutterhexe. Ja, es ist genauso. Ja, arme Digga. Es war wirklich 1-1 genauso, ne? Ja. Halt einfach nicht da, das war's. Tschüss, gib auf, Junge, komm. Gib einfach auf. Das wird nichts mehr heute. Ja, nochmal Nado und King. Mach's Buch zu, komm. Ja, mach's Buch zu, ist auch nochmal ein Hit. Ein zweiter schmeckt. Sehr gut. Schmecke die. Ich auch. Irgendwie nur so 10 Mods auf dem Account. Also auf Instagram mit Hardcounter? Ja. So toxic, Sam. So toxic. Ja. Okay, das heißt, Team Floppy hat jetzt 3 Niederlagen. Wir haben auch 3. Wir haben auch 3. Ich mal eine. Digga, der 1 Sniper muss doch irgendwann noch kommen bei Floppy. Wenn dann auch schon einmal bei jedem Team. Oder bei jedem Spieler. Bei jedem Spieler einmal. Einmal Reihe rum. Das ist ein Hit. Okay. Jetzt gewinnt er noch, glaube ich, durch den Hit. Safe. Ja, da würde ich ihn tatsächlich auch sehen, dass er das Ding noch holt. Ja. Bis zum bitteren Ende.
Er kämpft, das muss ich ihm hoch anrechnen. Aber irgendwie nimmt den Golden Knight auch anders die Ehre. Was macht er mit seinem Deck eigentlich gegen Lava-Hund? Das sind alles so Fragen, die ich mir stellen muss. Mag das Deck. Los. Gegen Kodigo gespielt. Okay. Junge, warum stürzt du denn auch so? Kann er nicht einfach aufgeben? Ich bin so defensiv. Nee, jetzt vielleicht rein. Oh. Nee. Ey, der hat echt eine Hoffnung, der Kollege. Weil wenn er jetzt perfekt spielt, verliert er glaube ich trotzdem. Ja, aber so ist es. Chilling. So ist es einfach, ja. Okay, es ist einfach Frage. Richtig. Oh, wait a minute. Ja, das heißt, Dev davor einen Ritter klatscht. Oder ja, Graveyard links oder so. Er muss irgendwas machen jetzt. Hä, die Mutter ist raus. Ja, jetzt ist sie wieder drin gleich, hä? Digga! Ja, ist doch egal, was er macht eigentlich. Dieser Golden Knight. Naja, aber er langsam kommt er ran. Ja, langsam, aber sicher und mühsam. Er ist das Eichhörnchen. Häusen. Was hast du für ein schlechter Bomber, hä? Jetzt Graveyard, ja. Stapeln, genau. Das war ein guter Graveyard, jetzt kann's knallen, actually. Ja. Das ist echt viel Damage, der spielt echt mega gut, Digga. Digga, Sam Joke, das einfach, weil er wurscht ist. Panik's komplett gerade. Panik's komplett. Die da, die, Digga, die Poison Legos hier. Wir wissen beide, was das Graveyard Poison. Ja, das ist gut. Digga, der Comeback ist. Der Comeback ist. Das war schon eine Mutterhexe, Bruder. Junge, wenn der jetzt Graveyard abverliert. Hä, der macht einfach Graveyard Bubble zocken. Was macht der? Junge. Warte. Jetzt geht er rein. Nein, Bubble war Overextended. Schade, Mann. Na, ist egal. Nein, das war. Oh, das fette Schwein. Egal. Poison. Graveyard Poison. Er muss zwei Bereiche. Er muss einen noch durchkriegen. Er muss jetzt muss er einen Ritter setzen. Ja. Gut. Ja. Jetzt ein Cage. Gut. Guter Cage. Gut. Ja. Das reicht. Teilen, jetzt oder? Muss er einfach noch mal reingehen mit am besten jetzt noch Nado defensiv. Na! Das Pegel hat Nick ja, gemacht, halt's Maul, ja, das war's, GG. Alter, er hat wirklich nochmal. Digga, hätte er am Anfang ist die Alter. Nicht, dass er gewonnen. Ja. Er hat einfach gesackt am Anfang, ja, so scheiße, Mann. Der Bomber war ein bisschen nervig. Ich den einfach ich hab's gemacht für den Content. Ja, wirklich nur wegen dem Start verloren. Naja. Okay, jetzt kommt. Eva Faust. Cool. Faustus gegen Graveyard God, nice, ne? Einmal Reihe rum. Heide Jalla. Gucken. Mach ja einfach mal das. Geil. Hab ich. Das ist ein Fächer, ne? Einfach mal Elite-Barbaren an der Brücke, das schmeckt natürlich. Ja, das ist ein positiver Trade. Ja, leider. Der Graveyard God, der hat auch. Ich glaube, ich keine Lust gegen ihn. Nee, Junge. Ja, der ist gleich raus. Weißt du mal, wie viel Nierlang der hat? Nee, ne? Er tut mir eigentlich mega leid, weil er war eigentlich so der Beste von denen, die wir so gefaced haben. Ich habe keinen Bock, gegen ihn zu spielen. Hat er nicht sogar gewonnen gegen Flavi? Ich glaube, irgendwie das Matchup ist nicht so nice. Wobei, mit Babydeck und Mega Mini eventuell. Ich würde halt so defensiv spielen wegen Sam, wenn er perfekt spielt, glaube ich. Ja. Dann muss man auch erstmal perfekt spielen. Er spielt halt echt richtig defensiv, er tötet sich übel ein. Ja, so wie man Graveyard halt spielt, ne? Ja, aber nicht so doll, weißt du? Du kannst auch ein bisschen aggressiver noch spielen. Nein, kannst du nicht, du verteidigst nur und spammst Graveyards im Triple. Ja, okay. Lol. Junge! Ich sag's dir, wie es ist, Faust. Im Triple ist das Matchup nicht gut. Bomber nimmt dich komplett hops. Ja, im Triple kriegst du auf die Fresse. Also, ich gebe den Tipp, du musst vorher das Spiel gewinnen. Naja, ich probiere schon. Ich spiele die ganze Zeit Elite und 6 Elixier und so. Weiter so. Mal gucken. Wir belieben. Ja, ich bin Fan von dem Graveyard-Typ. Heiliger Lass. Ja, die ist krass.
Jetzt wird's interessant. Oh, der Charge. Hä? Bitte. Ich finde es aber sehr gut, Faust. Ja, die war gut. Jetzt geht's darum, weiter so zu spielen. Wirst hat jene Ritter. Der Ritter ist so broken gegen Witch Spam. Einfach ein fucking Ritter, 3-Dix-Hit-Tank. Ohne. Aber warte jetzt mal! Oh! Ja, ist ein bisschen Damage. Oh, was macht der? Oh! Oh mein Gott, was? Halt's mal. Hä, warum geht die nicht an? Was ist denn das für eine Aktion, Junge? Den Ton Alter, das Match ist unfassbar krass. Ja, es gefällt mir das. Aber das ist sehr intens. Der Gegner macht echt keine Kompromisse. Ja. Ich glaube, da könnte er es bestätigen. Weiter! Er hat Family schon seine Pizza belegt oder macht er es gerade? Bomber war nicht gut, aber. Wenn er jetzt nochmal hier gleich der. Oh, den kriegst du nicht. Aber jetzt vielleicht hier eine Möglichkeit. Aber es bringt nichts. Baby Dragon ist die beste Karte aller Zeiten im Spiel. Agreed. Nerf Baby Dragon. Buff Tesla. Alle hat gewonnen, ja! Ja! Achso! Geil! Achso. Diese Alter, du bist der beste Kombo. Diese Delay. Let's go! Oh, der wird ja echt rumgereicht. Holy shit. Hast du. Nee, Faust ist vor dir dran. Du hast doch gar nicht, ne? Nein. Es wäre schon cool, wenn wir den eine ganze Runde facen würden. So ein Fünfer. Ja, da bist du richtig Bock drauf. Ich glaub, der ist gleich raus. Aber, hoffentlich auch nicht. Ja. Ach, Digga, Bomber ist so broken. Der spielt gut, Mann. Und der Bomber ist ja so eine OP-Karte in dem Match. Ah, die Bände könnte buggen. Oh. Ich kann ja gar nichts machen. Oh. Er macht einfach immer Baby Dragon Cave und verteidigt. Du hast keinen Spell, du hast keinen Feuerball oder sonst was. Kann nichts machen. Ja, nee. Das ist schade. Das Bomber auch nicht von Bände gewonnen wird, das nervig. Das ist echt neu. Und vom Golden Knight Dash, das triggert mich. Ja, ja. Ja, das ist ein guter Clasher, ja. Ja, guter Poison Kappa. So, spannend. Tief, danke. Ja, nee. Er hat einen Korrekturen-Tornado. Ein Korrektur-Tornado. Der öffnet einfach bis zum Ende. Versucht gar nicht, um die Bilder zu spielen. Hat ihr drei Niederlagen, ne? Ja, alle haben drei. Faust verliert einen Graveyard Dodge. Außer halt du, Big Spin. Faust verliert, haben wir vier. Alles. Ihr hattet vier? Ja. Warte, was? Ja. Wer hat gerade eben verloren von euch? Ich kann nichts machen. Achso, du hast verloren. Okay. Du kannst halt echt nichts machen. Er hat einen einzigen offensiven Graveyard im ganzen Gang gesetzt. Krass, das heißt, solltest du gleich verlieren, seid ihr raus, oder was? Also, das ist ja wirklich so unbefriedigend. Ui. Guckt euch das Leben am Turm an. Also er hat wirklich um die Ehre seiner Familie geschützt. Geh ins Game, Aliala. Hoffentlich werde ich jetzt von einem Snipe rausgekickt. Nee, ich spiel gegen UNICEF. Das ist halt nicht nur ein Gegner, so. Ah! Hä, Vakun, war das nicht der von ihm auch? Hatte der andere nicht einen anderen Namen? Hieß er nicht auch irgendwie irgendwas mit A, Vakun? Hieß irgendwie SK Vakun. Boah, ey, Vakun ist ein Sniper. Ja. Wie wieder Lava EQ. Oh, ja. Oh mein Gott! Nice! Goyle! Ja, der spielt das gleiche Deck, heilig aller. Chillig. Ja, nicht so chillig. Geil. Nee, nicht so geil. Aber immerhin unterstützt er UNICEF, das ist schon mal gut. Ich höre das scheiße irgendwie. Das ist irgendwie nicht so geil, das macht keinen Bock. Aber guck mal, der Vorteil ist, diesmal weißt du genau, was er spielt. Das ist der Vorteil. Ja. Ja, stimmt. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Jetzt gewinne ich. Jetzt weiß ich direkt vorm Game, dass ich gar nichts machen kann. Das ist irgendwie Scheiße, das Gute ist, jetzt er wusste es nicht. Nur du. Ja, Valkyrie. Valkyrie, Fischer, Skeddies. Das, kennst du das nicht, das Deck? Das ist Meta. Guck mal, jetzt schon zweimal die Güte gefaced. Er hat noch Loon. Anime-Fan, echt so neu, das ist 17. Ja, danke dir, Anime-Fan. Level 17, vielen Dank. Das ist mega geil. Alter, Jalla. Die Erdbeben hat er auch noch drin. Das ist Meta, hä? Auf Twitter gibt's ein Wacom CR, das ist ja Japaner. Ja, gut, das, also der Floppy HS Wacom war auf jeden Fall kein Japaner. Ja. Oh mein Gott!
What the fuck? Alter, du hast Damage gemacht, Morten. Ja, gut. Plus der Inferno ist unten. Die Defense ist weg. Die Defense ist gut. Leben hinten, das ist halt schon wieder. Das gibt ja wirklich Alabama-Vibes alles hier. Ja, Junge. Nah an die Brücke. Das toll hier. Earthquake drauf. Ja, das ist wundertoll. Das ist wirklich einfach nur wundertoll. Wo war der Snowball-Predict von ihm? Gar nicht. Da ist er nicht so. Ja, geil. Perfekt, Digga. Ja, das ist schwierig. Okay, er macht hinten. Warum macht er hinten? Damit er. Fand ich sogar besser, dann kann ich so einen fetten Push aufbauen. Weiß nicht, kann damit sein, er Lava Loon spielen kann und dann Erdbeben Snowball auf Tesla und dann hat er gewonnen. Wow, er gibt mir wirklich AIDS. Was habt ihr jetzt, du? Also war ein Missklick. Oh, Loser. Der Loon, der macht auch nichts. Ey, witzig. Ah, okay. Das ist vielleicht nicht so gut. Okay. Ist noch okay. Alter, du bist still alive, wenn du das gewinnst, Junge. Halb hohe Lava Hund, okay. Ja, ist fein. Ich hab nichts, Buddy. Ich hab Junge. Ja, so viel Damage. Das ist halt auch dieser Lava und der Chip so. What fuck. Oh mein Gott, warte. Oh, Scheiße. Nein, wieso geht der nicht raus? Ich fische da auf den Turm. Aber er muss einen Lava bringen. Nervig. Mit Loon kommt er nicht an den Turm, oder? Pass auf die Aktion. Warte mal, reicht nicht, oder? Earthquake Snowball. Ja, jetzt reicht Earthquake Snowball. Aber. Ja, er cycelt einfach ein Snowball. Oh Gott. Oh, nicht so geil. Ich hab's mit raus, Alter. Schade, Marmelade. Yes. Schade. Was war ich jetzt los, Sam! Jetzt werden wir aus. Also zweimal gesniped, ist halt. Mach's nicht. Joa. Das ist echt nicht geil, Mann. Ich muss sagen, Big Spin ist schlagbar. Leute, dann, wenn wir jetzt raus sind, dann würde ich mich sogar verabschieden. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. War sehr geil, gerne wieder. Mach's gut. Ja, ciao, ciao. Ciao. Bis denn. Digga, der Typ in dem Clan hat einfach 100 Vakuum-Accounts, einfach so 700. Steht eigentlich in dem Clan irgendwas drin? Ja, sein Twitter-Ad, aber ich glaube nicht, dass es der Typ ist. Was ist in dem VBHS? Oh, Clan, steht da was drin? Nee. VBHS-Clan. Ah ne, der VBHS-Clan. Ist der überhaupt noch? Ah, der VBHS-Clan, da ist noch Obama drin. Obama findet mich einmal stark. Das ist ich glaube, es war schon ein bisschen so geil. Ja, die Q, oder? Allerdings auch nicht. Also nichts gegen Queen. Das ist aber auch endlich mal einer, der auch wirklich so mal die Q vernünftig einsetzt. Das wird schwierig für dich. Only way to win is with Golden Knight Random Dash at the Tower. Wir haben 3 Niederlagen und Big Spin hat eine. Wenn er jetzt verliert, 2. Das heißt, ich darf nicht verlieren. Weil sonst sind wir raus. Warum? Weil ich 4 Niederlagen habe. Oh. Pix und ich dürften dann nicht mehr verlieren und du dürftest noch ein Spiel verlieren. Mhm. Oha. Auch wieder fast Counter von dem Gegner. Also ist Silent Bricks ein insane Golden Knight? Das ist schwierig. Woher ist der Teig? Selbst gemacht.
Hat einen guten Fastball gespielt. Ja, X-Dash hat Servo, wow. Okay. Kürze. Ja. Die Fähigkeit anmachen. Der Label, du hast mega stark gespielt, das ist so reingefaltet. Ja, wir sind noch alive, aber jetzt wird es schwierig, das zu verteidigen. Ich finde das so nice, wenn er einfach ohne Rücksicht auf Verluste, trotzdem, obwohl ich alles davor setze, die Pickets setzt. Ja, ist verschlossen. Aber ist halt egal, also, ist halt egal, wer er verzeigen kann, jetzt den nächsten Pickel zu zeigen. Ja, aber es ist trotzdem nicht gut. Aber dass er in den Baby, also obwohl der Baby dann schon auf dem Feld ist, das noch macht, das macht keinen Sinn. Nee, das macht auch keinen Sinn. Er kann halt so theoretisch Froggy's Opposite machen. Ja, macht er jetzt auch. Das ist besser für ihn. Hat er leider ein bisschen spät gemerkt erst. Ja, aber... Mit King an. Nein, King ist an. Ja, das... Ja, er sollte es gewinnen, aber ich meine nur, das hätte er schon viel früher machen müssen. Ja, das ist halt ein flawless Gefühl, ne? Naja, klar. Ja, mit halt direkt ist halt... Charge durchgekommen, ist halt so schwierig. Hätte den EQ nicht mehr gespielt. Dann ist vielleicht auch okay. Hatte King Tower damit Fire Spirit aktiviert, oder wie? Ja. Ja. Was ist ja. Cool. Gut. Die Queen ist nicht gut von ihm, aber. Und einfach Erdbeben raufhauen, ja. Ja, leider Gottes ist das so. Hat mit Queen Delivery eh alles treffen. Ja, jetzt hat er die Queen auch perfekt geused, genauso muss er es machen. Das ist ein Cage. Er tankt halt, aber es bringt nichts. Ach, das ärgert mich, dass der King Tower einfach so aktiviert wurde. Das ärgert mich so doll. Wir hätten sonst gewonnen. Das ist belastend. Das ist echt kein guter Spieler gewesen. Schade, GG. Schade. Oh, damit fuck, jetzt. Alter, der Charge an den Firespirit. Schade, Mann. Es war auch nicht intended von ihm. Wollte ihn nur setzen, um abzuwehren. Aber GG. Ja, wir haben jetzt eine sehr brenzlige Situation. Big Spin und ich müssen gewinnen. Und Jungs. Sam darf theoretisch nur einmal verlieren. Abfahrt. Abfahrt. Hatchman! Aus Titanes. Haben wir gegen ihn schon noch gespielt? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne? Ey, was passiert eigentlich, wenn. Wenn du verlierst, Flobby? Und ich dann auch? Ja, dann muss Sam noch spielen und gewinnen. Ja, außer Sam verliert. Achso, nee, Sam ist egal, ob er gewinnt oder verliert. Nee, warte, wenn Sam gewinnt. Ja, das ist ein bisschen scheiße, dann, die Regelung. Ne, ist automatisch stechen dann einfach. Es muss dann automatisch stechen sein, ja. Weil sonst hätten wir einen zu großen Vorteil. Die Frage ist, wie stechen funktioniert dann? Ja. Ich muss noch was überlegen. Ja, true. Actually true. Weil mit einem gegen zwei ist das schwierig. Mhm. Wieso ist der nicht in der Range? Hilfe! Oh! I'm dead inside. I'm dead inside. Spielt denn der Gegner? Das ist Dr. Who wahrscheinlich. In meiner E-Barbs, Rayjang, Mega Minion. Hab ich auch noch nicht gesehen, so. Okay, interessant. Ganz gut für mich, denke ich mal. Er schreibt Ups. Hm. Ja. Hatten er noch? Hat noch zwei Karten offen. Wahrscheinlich zwei Spells oder nur einen. Das Deck macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja, das ist ein sehr interessantes Deck. Noch das finde ich aber auch. Hat der Fischer? Hat der Queen statt dem Baby Dragon? Was ist das für ein Push, Alter? Hä? Fischer 1994, danke schön für deine. Ach, er will, dass ich kein Lightning, kein Elixir für Lightning hab. Ich glaube, er ist ein Fischer oder so. Ja, was macht er denn? Nee, das ist so ein scheiß Loser, Alter, ohne Witz. Das verstehe ich jetzt nicht. Da kack ich schon wieder ab. Ach, er hat einfach nichts. Er hat nichts gegen Edel. Nee, er ist nichts. Einfach scheiße. Ja, tausendmal liegt er dran. Hast du sogar noch Lightning mit
theoretisch. Nee, brauche ich nicht. Ja. GG. Der Gegner macht mich fertig. Cooler Gegner auf jeden Fall. Der ist auf 25 oder so. Ich kotze. Plus 1, bitte. Plus 1. Ging aber hart to Ash. Ey, jetzt nicht Patchman haten. So, Patchman ist hart scheiße. Ja, der ist echt schlecht. Aber mir war auch schon klar, als er wow gespammt hat, dass er nicht so gut ist. Aber wie kann er so gut kommen, wenn er gegen Ejan nur 100 hat? Ich kann allgemein so kommen, wenn er so schlecht ist. Naja, es ist halt einfach teilweise auch lackbasiert, wie Leute hochkommen. Wenn du ganz oft gute Matchups hast, kann ja passieren. Also, der Typ ist vielleicht einfach, das ist vielleicht die höchste Anzahl an Siegen, die er je erreicht hat, man weiß es nicht. Der Typ hat 4000 Trophäen, okay, es ist ein Smurf-Account. Es ist halt ein Smurf-Account, das ist so komisch. Okay, zusammen. Ich danke dir, Kenny. Schöner Fabio. Gute Night. Hat der MK oder was? Vermutlich ja. Aber. Oh, cool. Hä? What the fuck? Hä, warte, war das ein Bug oder nein, was? Nein, es war kein Bug. Die Mutter-Ex ist vorgemoved, war close. Digga, das Game ist so weird teilweise. Wie sauer ist all? Egal, Zappies sind gut. Hä? Keine Zappies. Seite. Oh. Der Charge war irgendwie, der hat irgendwie sich nicht viel bewegt beim Charge. Das war irgendwie nicht so nice. Ich werd das aber gut für dich. So, Tag, thank you for hosting. I appreciate it. I hope you had a great stream. Thank you very much. Die Zappies könnten ganz gut sein im Matchup. Lightning, ja, die Zappies ist eigentlich gut. Lightning hat mich gerade ein bisschen hops genommen. Frage ist halt, ob er mega oder Packer hat. Ich schaff's halt nicht mehr zeitlich. Ich dachte nicht, dass es so lang geht, aber es ist geil. Mega Ritter ist nicht so cool. Stimmt. Aha. Ist das so smart, die Zappies zu splitten? Kannst du doch auch einfach in eine Lane spielen. Joa. Ich das passt so. Ging auch ein bisschen Chip. Das gefällt mir. Längs gegen. Boah, das ist übel viel Damage links. Einfach verteidigen jetzt und dann hast du eine so gute Situation. Ja. Oh, clean. Ja, wir nehmen sein ganzes Deck auf. Ja. Sehr clean. Matchup ist gut. Nee, jetzt brauche ich es auch ein bisschen machen. Was macht er denn dann? Ja, er wird jetzt noch Mega Ritter bringen. Oh ne, macht er nicht. Ich muss jetzt rechts verteidigen, Mega Ritter. Ich werde so viel Damage auf beiden Seiten. Aber er hat einen guten Counterpush. Naja. Sam hat Rekruten, ne? Okay, Zappies. Ein guter Lightning. Sehr guter Lightning. Alter, wer die dran. Der King kann ich anmachen können mit deinem. Ja, das gewinnt auf dem Feld. Ja. Ich sehe nicht, dass der Gegner das irgendwie gewinnen wird. Oh, der Mega-Rotter wird einfach von Rekruten gekillt. Ja, gelöscht, Junge, what the fuck. Oh,
Hey, what the fuck, wie schnell hat er seinen nächsten Mega-Ritter gehabt? Witzig. Hab ich ihn auch gerade gefragt. Das war gerade witzig. Ja. Das war gerade witzig, warte mal ganz kurz. Fand ihr das auch witzig. So witzig wie ich? Das ist mega lustig. Du hast verloren, Fiji. Hä? Was für verloren? Worüber redet ihr? Ja, ich sehe hier nichts was anderes als ich. Rollhawks! Boah, der hat Mega-Ritter. Egal, mach! Die. Einzige Chance ist Lightning Block. Einzige Chance ist Lightning Block. Schade. Oh, krass, aber ich habe überhaupt gespielt, holy shit. Ja, es wäre eigentlich ist es egal. Gecheckt, weil ich dachte, er hätte sein MK noch nicht auf der Hand, aber ich glaube, wegen der Queen konnte er schneller cyclen und hatte dann MK1 früher back. Das ist jetzt nicht der, oder? Nee. Weil Bixby jetzt verliert, ist vorbei. Ich glaube, ohne die jetzt Queen nicht das, was ich denke, oder? Nein. Ich würde ja nicht Goblin Barrel spielen. Rosa spielt immer. Rosa spielt immer Mauerbrecher, Duel. Und 10%? Lockbait Tesla. Vielleicht spielt er ja Lockbait Mother Witch. Geil. Never give up. Ja. Jetzt hier schon die Teslas spammen, das könnte es sein. Ja, ich glaube, ich werde den Hauptsinn doppelt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mit dem anderen Deck ging's, mit dem Deck hier. Wir haben. Müsste doch eigentlich noch viel eher gehen, oder nicht? Barpart, was? Ah, okay, Tommy, ja. Kein Skelette. Hey, ist das Deck jetzt nicht besser gegen Lockbait als die alte Version? Nein, wieso? Warum sollte sie schlechter sein? Ja, mit der alten Version mit Skeletten und allem. Ach, mit Skeletten? Ich dachte, du hast einfach nur Ritter gegen Dings ausgetauscht. Nee. Der Gegner hat halt selber nicht ganz so krass viel gegen Graveyard. Ja. Oh mein Gott, der ist einfach geretargetet aufs Mega-Minion. Vielleicht gar nichts gegen Graveyard. Vor allem, weil seine Valkyrie Mobs sind auf deinen Golden halt spielen. Ja, ja, das ist so. Ich habe noch nicht so viel gegen das Fass, weil mich einfach outcycelt. Du musst nur das Open Ding spielen. Okay. Da kann ich theoretisch wieder aufzeigen, witzig. Let's go. Also der kann das nur gewinnen, wenn er perfekt spielt, aber ich glaube nicht, dass er perfekt spielen wird. So perfekt muss er gar nicht spielen, muss einfach Tesla spawnen. Das ist ganz witzig. Ja, das meine ich mit perfekt spielen. Ja, okay. Ist das ein oder mal Kula oder so? Ich kann eigentlich Barrels werfen und auch Zeit drin. Ja. Jetzt geht halt leider die Post ab. Jetzt will ich einfach zeigen, dann ich verloren der Sekunde. Ist okay. Ne, jetzt kommt der Code, ne? Okay. Kommt Barrel. Muss die US kommen. Aber spielt er das Barrel so scheiße, wenn er nicht aussage? Check nicht. Gute Frage. Vielleicht ein Mistkick. Ich weiß nicht, ob es so Way to Go ist, die Barpots gegen ihn zu spielen. Ja, kann sein. Hast du einen Tesla? Ja, ja, aber. An sich ist es, glaube ich, sogar okay. Digga. Ich wollte nicht den Golden Knight nicht spielen. Du hättest ihn spielen können, aber instant zu. Stimmt. Ja, der Charge. Okay, fein. Gut. Tesla einfach. Holz war schlecht. Mit dem Holz gar nichts getroffen. WTF ist so viel Damage. Aber, ja, okay. Ich glaube, was verliert der? Hä, und der hat dich nicht outcycled, wie auch immer er es nicht geschafft hat. Ja, weil ich. Den ganzen Lachsen, die. Er hatte mich outcycled, aber er hat seinen Bubble nicht direkt geworfen. Ach, so viel Damage, GG. Nein, ist nicht GG. Ah! Wieso spielt er nicht bei, null Elixier das Kobold Fest? Das ist mal ein bisschen Spam hier. Warum ist da keine Prinzess auf dem Feld? Oh, ich hab mir nichts gefällt, fuck. Okay. Ja, okay, überlebt das gut für ihn. Sicher ist es noch eine gute Lücke hier für ihn. Ja, wer muss jetzt halt mal seinen Kobold verzeichnen? Ja, das ist halt immer wieder Damage. Ja, das. Er muss eigentlich jetzt gleich Graveyard Rock machen. Einfach gleich den Golden Knight. Golden Knight Counter Goblin Bird Flawless. Ja,
Hä? So nett, fuck. Kann er sogar defenden, I guess, wenn er es gut macht. Und dann droppen wir Rocket Shot. Ja, eher gesagt, wenn er Glück hat. 1, 2, 3. Muss der Droppling Barrel jetzt aus Ei? Ja. Kann es gewinnen. Und weil auch Cycle mit Rocket. Droppling Barrel, Droppling Barrel. Ich gefällt, ja, ich hab gefällt, halt's mal. Oh! Oh mein Gott, Alter. Holy shit, Sam! Ficken, ich kann Alter. Es nicht fassen, wir haben wirklich das Global Tournament. Ich hab zwei Spiele so knapp verloren von meinen dreien. Oh mein Gott. So close? Oh, gebrochen, Digga. Alter Schwede, komplett gebrochen. Sam, wie geil! Holy shit! Close. Einfach gewonnen.